Dann, Chat, kommen wir zum Stream-Opfer des Tages. Wir spielen Games und Movies. Twitch-Emotes machen wir aus. Time unendlich. Channel-Name ist Bonjwa. Wenn ihr selber gerade auf einer selbstreinigen Toilette sitzt, dann schreibt nichts in den Chat. Ansonsten... oh nein, ich komme nicht mehr auf die Clips, oder? Warte mal. Oh, doch, ging. Geil, Mann. Cringe. Okay, los geht's. Kenne ich nicht. Sag mal, hä? Warum redet das keiner? Haben wir einen Channel? Ich irgendwas falsch? Hä, ich mach's doch voll gut nach. Achso, ist schon. Hä? Warum war kein Sound? Ich warte die ganze Zeit auf den Sound, damit ich höre, ob es erraten wurde. Warum war denn kein Sound? Oder wurde er geändert? Was soll der Scheiß? Bin ich taub? Ich hab's nicht gehört. Oh, nee, 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 stopp, Bremse, Bremse. Ja, Glückwunsch. Okay, dann drehen wir, wie lange du VIP wirst. Oh Mann, ey. 18.000 Crew-Runden incoming. So. Wer ist denn das hier? Reeltund. Okay, dann geht Z in den Chat für Reeltund. So, slash VIP. Reeltund. So, kannst du noch schreiben, damit du siehst, ob du VIP geworden bist. So, wir können auch schon mal in den Channel reingehen. Geil, Mann. Mann, ein Monat VIP. Ich werde nicht einmal Imposter. Und wenn, dann töte ich meinen Mate wahrscheinlich. Oder... machen wieder einen dummen Kill, dass ich einfach direkt wieder rausgebordet werde. Ich kenne mich doch. So. Ah, Mann, ich mache da die allergeilste Rocky-Impression und denke die ganze Zeit, warum redet denn das keiner? Unglaublich. Upp. So, lass mal hier rein. Upp. Da sind ja schon einige. So, ich gehe mal selber in den Channel. Ziehen wir die dann? Bup. Also Franz schon da, Pazi ist da, Jeff ist da, Simon ist da. Noch 2 Minuten. Scheiße, mache ich jetzt zwei Minuten Cringe Smalltalk mit denen oder warte ich einfach, ob ich in den Channel reingehe? Fuck. Ich ziehe mal nur Jeff. Ich glaube, der macht auch keinen Smalltalk. Sag gar nichts, oder? Hallo? Ah! Bup.
Genau, das ist die XXL-Folge ohne XXL. Wir sind wahrscheinlich echt genau einfach 10. Danke fürs Passwort. Jamoni. Danke. So, okay. So, dann gehen wir. Was ist denn das hier? Play. Titel ist 1. Wer hat den Titel gemacht? Könnt ihr den Titel ändern oder was? Nee, hä? Das wäre so krass, wenn ihr alle den Titel ändern könntet, ne? Das könnten wir sogar einstellen, oder? Der Titel ist schon seit über einer Stunde. Ja, den habe ich auch gemacht damals. Damals. Im Krieg. Gibt es jetzt eine Donnerstagslobby? Among Us Donnerstagslobby. Wir ziehen mal die Leute jetzt. Warte mal, ich gehe schon mal hier rein. Greetings! Hallo? Hallo? Hallo. Ja, sehr gut. Hier redet niemand. Ja. Bist du schon wieder zu Hause, Flesk? Nee, ich sitze noch im Bürgeramt gerade tatsächlich. Ich würde heute vom Bürgeramt aus mitspielen. Ich dachte, du bist eher noch so in Hamburg, aber Bürgeramt klingt auch gut. Was gibt's? Oh, nee, ich bin gestern wieder nach Hause gefahren. Okay. Mit oder ohne Zwiebeln? Ich wollte Matteo dutschen. Hallo. Hast du Angst vor den, hey, vor den Schlägen, oder was? Ah. Nee, nee. Hallo, hallo. Hi, na. Hallo. Hallo, hallo. Sass, Mittwoch. Was? Was? Akkurat. Sass. Geringverdiener. Donnerstag. Geringverdiener. Hier mit my sassy little bugger. Junge, ich habe diesen Clip gesehen, wo Matteo Jugendsprache verwendet. Ach so. Hä? Akkurat, voll akkurat. Oh shit, ich war gemutet. Ach so, den. Oh Mann, das ist immer peinlich. Ich cringe. Ja, war cool. Fantastisch. Hallo. War fantastisch. Ja. Junge. Seid ihr auch papatastisch drauf? Ja, richtig. Oh, Simon, heute. Let's go, das wird toll heute. Sind wir alle schon haben. Komplett? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer fehlt. Wird ja, akkurat am Mittwoch heute. Hä? Nein, nein, ich rede nicht von der Lobby. Es fehlt noch einer hier im Live 1. In der Anwesenheit. Ach so. In der Lobby? Gibt's eine Lobby Leute, schon? Leute, ich habe eine Frage an euch alle. Ja. Seid ihr bereit? Teamarbeit? Teamarbeit! Teamarbeit! Hey! Alter, aber nur die Crew, die Imposter werden ausgeschlossen. Aber nur die Lollipops. Manu! Ja. Seid ihr. Franzi! Aber Timmy, die Lollipops bist doch letztes Mal einfach weggelaufen. Ich hatte Angst. So. Unge war Imposter. Haben wir jetzt eine. Haben wir jetzt, sind wir jetzt zu wenige? Eine Person fehlt, aber ich kann jemanden dazu holen. Ja, warte mal, weil wir hatten erst 13 Leute und dann. Ja, wenn dir jetzt jemand fehlt. Aber das ist Jibu, nein, Jibu ist da, wir sind 10. Wir sind 10. Wir waren erst so 13 oder 14, dann haben wir so. Schade. Cartoon, ich hätte fast reingestimmt, Mogel, irgendwann. Kuss. Hallo. Ja, schade. Ja, schade, dass die Buri da ist, ne? Ist voll schade. 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 Ja. Hallo. Oh Gott, ich dachte gerade, es kommt nix. Ich habe mich schon so erschrocken. Nee. Nein, hallo. Ist ja nicht dabei. Ist ja nicht Carouser, also. Schön, dass du hier bist. Okay, no. Oh, da ist ein Lobby, geil. Oh, Chantau auch. Chantau. Wow. Hallo! Guck mal, eine Frage. Mhm. Les, du hast gerade den neuen Lobbycode geschickt, aber in diesem Chat, wo du da letztes Mal die Dingens reingeschickt hattest, Discord-Overlay, das ist der falsche für den Channel, wo wir jetzt gerade drin sind, ne? Das ist der. Ja, aber pass auf, ich gebe dir jetzt den Lifehack des Jahrtausends, okay? Ja. Halt dich kurz fest, bitte. Das wird wild jetzt. Ja. Ich will nicht, dass du umfällst und dir was brichst. Wild. Im Discord, wenn du nach oben gehst, siehst du so ein Hashtag. Da steht Threads, daneben eine Glocke und dann siehst du so einen kleinen Pin, so eine Nadel. Klickst du drauf, da ist von mir angepinnt worden, StreamKit Overlay und das ist immer für Channel 1. Wollt ihr mit Wetten, Chat? Ja?
Ja. Ja. Okay, mach jetzt. Also auch in dem Channel. Ja. Aber es geht immer nur darum. Das ist für Channel 1, wenn du das benutzt. Es geht immer nur darum, immer Channel 1. Mein Team wir sind dann nicht immer. Gewinnt, ihre ja? Hallo, hallo. Die Wette geht auf. Egal, ob ich lebe oder sterbe. Wenn am Ende Victory dasteht, habe ich gewonnen. Wenn am Ende nicht Robert Victory dasteht, dann bis zwei. Ich habe mit 5 Tagen Geburtstag. Das heute Simon, alles. Nee, nein, machen wir mit 5 Tagen. Alles gut. Ich weiß nicht, ob wir in 5 Tagen, zusammen Among Us spielen. Arn hat heute, glaube ich, bestimmt, oder? Ja. Oder ist nicht da? Doch, Dienstag, 31. Unge. Oh, ja, 31. habe ich ja Geburtstag. Ja, let's go. Wie alt wirst du? Ja, genauso wie der Tag. Was? Oh, 31? 13? Wow. Ja, krass, tatsächlich, ne? 13, Alter. Bin ein alter Mann. Voll süß. Ja. Mhm. Yeah. Aber dann singen wir alle Happy Birthday. Bauernhof und so. Ja, ich bin 90 geboren, das heißt, ich bin immer genauso alt wie die Jahreszahl plus 10. Also holy am shit. 21 bin ich das ist 31. Mathe-Mann. Mathe-Mann ist. Das ist schon ein Baller Jahr auf jeden Fall. Geboren, das verwirrt mich einfach komplett. Nur zählen zu können. Ja, das ist natürlich noch stärker. Bist du 2000er oder was? Ja, ja. Was? Wow. Das ist richtig gefehlt. Das ist ja auch einfach. Nein. Okay. Du bist doch. Was? Ich dachte, du bist 50 oder so. Boah, Party! Ja, von der Stimme, du hast so voll die. Okay, sorry. Mäntle, wann bist du? 63? Ja. Jahrgang? Letzte Woche, ja. Danke. 63? Ich meine, welchen Jahrgang? Ich bin 84er Jahrgang. Oh, ich dachte 83. Oh, was? Alter, du hast dich jung gehalten. Danke, Mann. Ich denke, denke ich noch 54 oder so. Aber als der Haarschnitt. Als ich zum ersten Mal mit euch gespielt habe, Matteo, ich dachte wirklich, du bist so 28 oder sowas. Also no joke jetzt. Ja, guck mal, hier spielen verschiedene Generationen miteinander. Das ist das Internet. Ja, es ist halt wirklich so. Ich dachte so, er ist so 27, 28. Dass wir mit Matteo spielen überhaupt. Bist du dann, ja, danke. Dass du Geburtstag hattest. Das ist wie so Seniorenbetreuung. Matteo hat mir letztens im Privat ein bisschen Schwank aus deiner Jugend erzählt. Hab ich nicht. Ich muss sagen, es war echt cool, immer so aus erster Hand vom Mauerfall berichtet zu haben. Ah, naja. Hey, warte mal, das stimmt ja sogar. Da war ja. Das ist ja nicht übertrieben. Scheiße, stimmt. Matteo ist 3 Jahre. Ja, lass mal Lobby starten. Als David Hein. Ich hab noch keinen Discord. Oh mein Gott, das ist krass. Oh mein Gott, das ist ein krasser Fakt. Oh mein Gott. Ich bin genauso alt. Warte mal, pass auf, ich bin genauso alt wie Budi von den Rocket Beans. Und genauso. Oh, auch Budi. Krass, weil er hat Kinder, oder du nicht? Doch, ich hab hier voll viele. Hab ich gestern getroffen, er hat sich besser gehalten auf jeden Fall, ne, als du. Oh. Ey, sag mal, Bless, du willst auf die Fresse wieder, ne? du hast kein Kind, oder? Doch, ich hab einige. Ich bin heute Morgen. Oh, ich bin dein Kind, oder? Papa, hör mal auf, Mann! So. Oh, muss aufpassen, der steht da drauf. Oh nein, alle weinen. Scheiße, das ist wieder ein. So, okay. Geil, wir sind clean. Ist gut. Scheiße. Wollte ich mal Sound lauter machen? So. Nobody dead. Ich bin mit Lumenti, ne? Ich geh mal in. So, ich mach mal hier ordentlich Türen zu. Was habe ich denn für Task hier? Warte mal. Ich habe die hier und Simon Says. Geh mal an Simon Says dran. So, ich lass mal, sie macht Lights, okay. Vielleicht killt Lumenti jetzt, dann habe ich halt eine gute Ausrede. Hä? Warum wartet er hier? Warum läuft er mir hinterher? Was will er? Ja, also, er wollt's ja! Das ist ja nicht meine Schuld jetzt. Oh. Chantau hat den Bait getötet. Okay. Jeppo, bist du gerade, ne? Nee. Nee. Okay. Jeff ist gerade ins Office reingelaufen, von der linken Seite. Ja, genau. Und unter Communication sieht eine Leiche. Unter Communication?
Ja, genau. Warte mal, was? Aber ich hatte keinen Report-Button, weil ich bin einfach straight reingelaufen. Ich hatte wirklich keinen Report-Button. Ich hatte auch noch keinen Report-Button, als ich im Weapons rein bin, Shintao. Das bedeutet, ja, seit genau. dem Moment... Nee, warte mal. Wer ist mit mir gerade in Office reingelaufen von links? Tim Horus steht neben dir. Warum hast du da nicht reported, Tim, wenn der unter Communications liegt? Ich, also, da muss Shintao mich jetzt covern, das wird wichtig, weil er ist in Weapons rein, ich bin in Communications rein. Bin aber rausgedippt, ich hatte länger am Admin da eingesehen und wollte checken, ob da eine Leiche ist. Und dann bin ich rüber ins Office und da war keine. Also muss das eigentlich in Recent sein, würde ich sagen. Ja, der ist richtig Recent, ich war live. Ist nicht so alt. Ja, ich habe Lifeline-Info, also. Ja, okay. Ja, Timmy, hey, schieß los, komm. Ja, also Unge war tot, ich bin an Admin-Table gegangen, hab's auch nicht mehr geschafft und dann wurde Parsi reported. Das kann wirklich 2-3 Sekunden sein. Mhm. Ich war mit Timmy dann live und bin in den Lab hochgelaufen, in den Lab liegt niemand und ich weiß auch, dass Shintao und Timorus beide in Weapons und Comms waren drüben. Super gut. Also wenn Matteo, die dann weißt du, dass ich das nicht gewesen sein kann. Ja, ja, ich wollte es ja nur wissen, also alles gut. Ich war im Lab und Bless war da. Also der ich weiß aber auch, dass Lumenti, Jeff, Timorus, alle Leute waren auf der linken Seite, außer Unge und Matteo. Matteo und Unge waren nicht da, soweit ich weiß. Chiburi war links, Franz war links, Shintao war links, Jeff war links, Timorus war links, Lumenti war links, Timit war in der Lifeline. Also nur Matteo könnte Unge getötet haben, glaube ich. Nee, warum? Ich war auch im... Wie lange ist er denn schon tot? Ich war ins Beste. 2-3 Sekunden. Nein, 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 nee, Unge ist schon länger tot. Ach so. Shintao Unge ist schon richtig lange tot. Ja, das habe ich auch gesagt. Lang. Shintao ist gerade raus. Franz kann mich für den Bait-Dingens rausnehmen. Das genau, also wenn, dann hat Shintao getötet und sofort reported. Der muss ja bei Bait, ne? Ist ja, Aber bei Bait ich war auch auf der rechten Seite, als Unge tot war. Also ich war an der Lifeline und bin dann nach rechts gelaufen. Also Matteo war da auf jeden Fall nicht der Einzige. Ja. Oh, okay. Aber wir können ihn ja in der engeren Auswahl behalten, ne? Ich bin halt hier ein bisschen bei Jeff. Ich dachte, also, nee, alles gut. Ich weiß halt, dass alle Leute auf der linken Seite waren, außer Matteo und Unge. So, aus meiner Sicht kommt auch Jeff in Frage vom Timing. Beziehungsweise Argumente, ne? Noch haben wir gar nichts gehört. Die war links noch im Moment. Wie lässt mich direkt schon wieder hier... Du warst ein Camp. Wir können auch einfach da wegwenden, rechts dessen wenden. Ja, ich weiß, es kann auch links sein. Wie lässt einfach schon wieder alle Dings hier... Okay, so, warte mal, lass mal ganz kurz. 17 Sekunden. Ich hätte, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, hätte ich ganz gerne weggeputzt. Aber wir könnten jetzt mit Dings rumlaufen. Mit Franzi, also mit Lumenti, und ihre Leichen wegputzen. Wenn ich sie finde. Das ist Franz. So, wie viele Leute? 2 Leute sind Specimen. So, Licht geht aus. Shit, wurde ich gesehen? Oh mein Gott. Das war ein bisschen wild. Du Schwein! Ist so. Wait, die beiden waren doch gerade ein Specimen, oder? Nee. Nee. Franz liegt an der Lifeline. Wer war denn in den Camps? Ich. Und ich habe die Person umfallen sehen, aber den Killer nicht. Das Problem ist, ich habe mir als Shifter eine Rolle geklaut, mit der ich sehen konnte, wer es war. Und es war der kleine grüne Mann, der 1,50 breite Mann. Wo war der Kill? Ich habe eine Fußspur noch gesehen von dir, Kollege. Eine Fußspur. Von welcher? Vor der Lifeline. Vor der Live, ich bin... Und du hast nicht reported, deswegen kannst du mich kein Warlock-Killer oder sonst was sein. Ich habe Franz umfallen sehen und da war ein grüner Fußtapfer daneben. Okay, ich bin gerade in Storage und mache die Auffülltask, aber okay. Ich glaube dir das, Matteo. Ja. Ja, vor allem macht er die Auffülltask so vom Vent aus. Das war sehr interessant gerade. Vom Vent aus? Wie vom Vent aus? Ich habe aufgefüllt, bin rausgelaufen. Also, ich habe ja hier die Menschen... Ja, das kommst du vom Vent. Ich habe die Menschen hier in der Lobby studiert. Und wenn Shiburi nervös ist, klickt sie immer mit der Maus. So, wir haben jetzt ein kleines Problem. Sie klickt mit der Maus. Was? Ja, deswegen sind es Fless und Shiburi. Aber. Fless hat gelacht, okay. Er ist es, Tim hat ihn heraus. Okay, irgendwer trollt hier jetzt gerade, oder? Ja, du. Ja, also wo seid ihr denn alle gerade? Nee, skip. Nee, wie gesagt, sag mal, wo ihr alle seid. Ich bin gerade nicht aufs gelaufen. Warum müssen wir voten? Bei Lava-Kappe. Sieben Leute.
Ich bin durch Specimen durchgelaufen, da war Tim Hokus und noch jemand war in Specimen. Wir waren da zu dritt, bin dann weitergelaufen Richtung Lab. Und ich habe die zurückgelassen, die zu zweit, also Tim Hokus und keine Ahnung. Ja, ich war mit Tim Hokus, aber hinter mir muss noch einer angekommen sein. Also erste Runde, Flesjiburi gesaved. Nein. Ja, wo seid ihr denn gerade alle Leute? Aber noch oben im Lab. Immer noch oben im Lab an den Kabeln. Ihr wart doch zusammen im Lab, Shiburi und Blesk. Nein, wir waren links. Ich habe nämlich Shiburi in der ersten Runde geschifftet. Nee, doch, am Ende waren wir am Ende. Also, wenn Blesk noch nicht gestorben ist, dann gibt es keinen Evil Guesser oder er ist der Imposter. Ja. Ja. Oder nee, wenn ich rausgegessed werden würde, nein, dann wäre klar, dass du Imposter bist. Also, Matteo ist Imposter, der hat sich niemals gegen gewehrt. Der hat nur gesagt, nein. Ich habe doch gesagt, dass ich in Storage drin war. Was soll ich noch sagen? Ach, Labarababa. Ich bring den jetzt um, diesen Hund. What? Papalapap. So, okay. Ich drücke jetzt direkt wieder den Knopf, ne? Okay, Lumenti, lass uns mal... Ich clean jetzt einfach mit Lumenti. Komm, Lumenti, töte. Töte. Töte, ich putze. Aha, Papalapap. Genau. Ups, mit Soße. Dann ja, wir muss ich jetzt leider voten, Jiburi. Warum? Die ist aber nicht gut. Wir müssen jetzt noch einen rausvoten, weil sie gedrückt hat. Wir müssen jetzt voten. Ja, aber selbst wenn ich nicht gedrückt hätte, wir sind 7 Leute. Und wenn Lava und Normal stirbt, dann ist vorbei. Ja, und wenn wir jetzt voten müssen, ohne zu wissen, wen wir voten müssen, ist auch vorbei. Also warte, könnt ihr mal ganz kurz nochmal eure Position sagen aus der letzten Runde, weil dann können wir einfach mal nach Ausschlussverfahren machen. Okay. Ich war in der Cam. Storage. Ich war am Lab oben. Ich war Weapons. Ich bin gerade zum Admin gegangen. Ich war am Ende am Bohrer. Ich habe reported. Was ist denn eure Theorie, was gerade passiert? Also denkt ihr, ich lüge einfach? Weil da waren Fußspuren von Matteo an der Leiche, die von Franz umgefallen sind. Und ich wusste schon, dass die an Lifeline war, als Timid reported hatte. Ich würde Timid da prinzipiell ausschließen, weil die war so frisch, dass ich den Killer-Fußspuren zu 1000% gesehen hätte. So. Weißt du, in welche Richtung? Aber es waren nur Grüne daneben. Das heißt, dass Matteo auf jeden Fall sein muss. In welche Richtung ist er denn gelaufen? Links oder rechts raus? Nach links ist er weggelaufen. Ah, da hätte er mehr gecrossed sein müssen. Nee, er muss nach links gelaufen sein. Er kann nicht nach rechts laufen. Er kann nicht nach rechts laufen, weil die Leiche lag an der linken Seite von dem Bildschirm, den man hat. Und wenn er nach rechts läuft, sehe ich den noch, weil die Leiche ist ja gerade umgefallen. Okay, dann er muss links aus dem Bildschirmrand rausgelaufen sein. Passt das ja, was Shiburi gesagt hat, dass er ja so an der Nähe des Sven seinen Auffülltask gemacht hat. Ich habe einfach aufgeladen, meine Task. Guck mal, warum sollte Blest nicht getötet werden, wenn er die ganze Zeit auf mich schießt. Er wäre auch warum am Ende der letzten... Sollte er sonst fliegst? Die Cam war doch an, warum sollte er in der Cam wenden, wenn die Cam an ist? Nee, Matteo meint, weil er seine Rolle verfehlt als Detective. Also Timid ist wahrscheinlich... Timid ist Jester, meine Freunde. Ich vote... Ja. Hört mich auf Timid. Auf Matteo. Aber... Ja, schön, aber jetzt hast du mich sowieso schon zu sehr auf Jester gebracht. Was? Außer du bist Imposter und spielst auf Jester, aber klingt sehr nach Jester, was du gerade machst. Okay, ich vote Matteo. Nein... Jiburi. Ja, das Ding ist, ich weiß halt, dass Blesk die Wahrheit sagt, weil er meine Rolle geklaut hat. Nee. So. Ich wollte Timid nicht die Rolle klauen, weil ich nicht dachte mir, das ist gemein, wenn ich das andauern mache. Ja, wer ist der Sheriff gewesen? Okay. Und Chantau hat Tim Horus und. Hätte ich aber nicht gewusst, dass Matteo der Killer ist. Nee, scheiße, dass er mich da sieht. Franz hat Tim Horus getötet worden. Scheiße, Mann. Ah, okay. Ja, jetzt keine Chance. Nee, aber ich war's nicht. Und soll ich das denn gemacht haben? Shit, Mann. Es war knapp. Aber also hätte er meinen Fuß nicht da gesehen, ne? Wäre es, glaube ich, gut gewesen, mein Fußabdruck. Ist halt krass, dass er genau die Rolle vom Detective klaut und dann nur meinen Fußabdruck sieht. Okay, jetzt wird das gedrückt. Also vielleicht kann man noch helfen. Hat nichts geschrieben. So, Jeff ist hier. Lumenti ist hier oben. Frage ist, killt sie hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Also Lumenti... Wie kann sie das noch gewinnen? Sie ist auch so ein bisschen im Sass, sie hat ja schon 2 Votes. So, jetzt wendet sie, vielleicht geht sie oben ins Labor. Ah, sehr gut. Dann mache ich mal hier zu. Und vielleicht, wenn jemand reinkommt, können wir Lights ausmachen.
Oh, Lights hat sie jetzt schon ausgemacht. Sehr gut. Sehr gut. So, Jeff geht suchen. Scheiße, Jeff geht ins Labor, oder? Nein, geh weg, Jeff. Oh ja, Lumenti, kill Jeff. Oh mein, sie ist ja Profikiller. Oh, ich kann nichts mehr machen, ich kann nichts machen. Oh. Ui, Memo. Sicher, dass Matteo an der war? Ja, sicher. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Ja, gut, wir sind nur vier. Ja, okay. Ja. Ist das Timid? Nein. Oh, Challenge-Vorschlag. Das ist kann ja Jakal und Imposter sein. Also für mich. Was haben wir eigentlich alles an? Also ich habe Lumenti auf jeden Fall gerade wenden sehen. Challenge-Vorschlag muss ja, ich habe auch vor Djibouti auch schon gewendet. Ja, Lumenti ist es aber nicht. Also für mich sind ja jetzt Bless und Djibouti safe, weil die auf Matteo. Ja. Ich habe auch auf Matteo gewartet. Ich habe halt nur nichts gesagt, weil ich nicht wusste. Ich habe halt nichts. Ich hatte keine Infos. So. Djibouti, wen hast du gewonnen? Keine Hairstyle-Tipps. Mich? Timid, weil ich Lumenti und dich 100% rausnehme. Okay, dann. Warte mal, Bless ist, bin ich gerade. Ihr müsst doch Lava sein, oder? Bless und Djibouti sind safe Lava. Deswegen hat Djibouti auch gedrückt, weil sie Angst hat, sie zu verlieren. Ich bin kein Lava. Aber Djibouti könnte Lava sein mit Lumenti, ne? Djibouti wäre ein Ding. Ist wahrscheinlich Imposter, der Killing. Nee. Leider nichts so Spannendes bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jeff und Chantal Lava waren, ne? Aber ich weiß halt, also ich habe halt keine Ahnung, wo Bless war. Bless habe ich nur einmal im Office gesehen. Also, wo ist denn die Leiche? Ja, ich und Jeff waren im Office, dann kamst du aus dem Vent, ich bin weggelaufen. So. Du pusht auf mich, obwohl ich Jester bin, Djibouti. Ich bin einmal aus dem Vent gesprungen, das stimmt. Aber wärst du Jester, dann hättest du dich doch gerade eben nicht so verteidigt, oder? Aber Chantal meinte doch, dass Lumenti auf jeden Fall den Kill hätte machen müssen. Nee, aber wie denn? Ich war ja dann nirgends in der Nähe. Also, für mich sind Djibouti und Bless raus, weil die gerade Matteo rausgehauen haben. Lumenti kommt für mich nur noch in Frage, weil ich bin's nicht. Ich bin Detective. Auch Detective, wie Bless. Timid, was ist dein Problem? Timid. Ich wollte Lumenti, keine Ahnung. Du bist so lost. Aber es muss ein Lava drin sein. Das ist doch, also warum sollte Djibouti auf mich hauen? Du, dir ist schon bewusst, dass ich Detective war und Bless mir die Rolle geklaut hat? Ja, dann ich ist glaube das super, halt, dass es Lumenti ist und nicht Timid. Dann mit Lumenti. Ist doch ganz easy dann. Es wird jetzt eh ausgeglichen, weil du hast mich gewotet. Oh. Ja. Na gut. Ja, ja. GG. Fuck. GG. Lol. GG. Ich habe mich halt so lange nicht getraut, Bless zu dingsen. Scheiße. Franzi, du hast Timurus getötet, oder? Ja, Timurus hat's dir bestätigt gehabt. Was hast du getötet? Timurus, ja. Ja, aber wie willst du das gemacht haben? Ja, weiß ich ja auch nicht, wie ich das gemacht haben will. Also Franzi, du hast da richtig krass gekillt. Ich hab auch hier Parsi, der ist so um sein Leben gerannt und ich habe ihn trotzdem noch erwischt und bin so schnell weggewendet. Ja, ich finde es auch besser, dass ich da gestorben bin, weil ich bin der Meinung, dass ich einen Bug hatte, weil ich war Security Guard, hatte oben links zugenagelt und irgendwann zwischendurch ist ganz kurz die Animation von dir. Aber das ist wenn du in den Vent reinspringst und direkt wechselst, dann sieht man quasi im anderen Vent noch den Rest von der Reinspring-Animation. Ich wusste, dass du Imposter bist und bin halt weggerannt. Und dann sterbe ich da mitten zwischen Comms und Comms und Rapins. Jeff läuft ganz trocken über meine Leiche rüber. Da war kein Report-Button. Und ich Franz auch halt direkt so. Ja, dann war es ja Franz. Und ich so, hä, wie kommst du darauf jetzt? Ohne Witz vom Timing, Jeff, ne? Vom Timing. Wir haben halt 2 Minuten gesprochen und du sagst am Ende, du warst an der Cam und hast. Hey, ich hab direkt am Anfang gesagt, dass ich in Cam war. Ja, aber du hast halt nichts dazu beigetragen, wo wer war oder sonst was. Das war ein bisschen wild. Ich hab Matteo vertraut, ich war so dumm, ich bin hergelaufen. Ja, aber guck mal, wir waren beide im Specimen, Simon, und ich dachte so, nee, ich kill Simon nicht, das Assi hier so. Und du rennst mir die ganze Zeit hinterher und ich so, was will er denn? Dann dachte ich irgendwann, okay, da bring ich jetzt um. Willst du eine Rose? Ich hab gedacht, du hast ja doch du Simon getötet. Alles, was du gesagt hast, war 100% richtig. Ich kam mir nämlich schon ein bisschen spanisch vor, als Djibouti dann am Anfang schon meinte, so, naja, aber Matteo war nicht der Einzige, dass das war. Aber dann habe ich ihre Rolle gehabt und wusste, dass die Crew ist. Und so, Scheiße. Aber wie unlucky, dass du genau eine Fußspur noch siehst, ey. Da war wirklich nur so ein Tapser. Ja, shit. War aber nice. Ich war in der Kabeltask und Licht ist ausgegangen. Und dachte mir so, bevor ich jetzt fixe, gucke ich einmal kurz rein. Und genau da ist Franz umgefallen. Unverschämt. Funny. Aber so gut, dass Franz gestorben ist. Naja. Ich fand dich nicht so. Ob er dann abgestorben wird oder 2 Minuten später an Altersschwäche stirbt, ist ja auch egal. Warte, Matteo warte mal. Matteo ist 4 Jahre älter. 4! Wer ist hier der Älteste? Ich bin Time Master. Okay, wir versuchen. Okay, lass uns versuchen.
Warte. Lass uns versuchen, eine Falle zu stellen für den Imposter. Shit. Lights. Oh nein. Wann drück ich? Ich hab jetzt gedrückt. Es war ein Fehler, ne? Es war ein Fehler. Ich hab zu früh gedrückt. Ist immer so bei mir. Ich mach immer zu früh. So, okay. Licht wurde ge... Ah, Chantau ist ein Killer. Der wartet einfach da mitten im Gang. Chantau ist Killer Nummer 1. Okay, dann machen wir wieder unsere geile Bücherfalle, okay? Wir stellen uns hier hinten hin. Wenn einer kommt, drücke ich. Hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Come on. Komm, Killer. Komm, du Killer. Ich drück. Ich laufe einfach. Ja. Ah! Wer war's? Oh, lol. War das? Es war Jeff. Nein. Keiner ist tot! Dann ja, war. Oh mein Gott, Timo, was hast du für ein absolut abnormalen Delay? 10 Sekunden. Hallo, 10 Sekunden, dann, sonst wird der Evil Gesser okay, ausroten. Schnell, Jeff sag. Oder okay. Chantau. Einer von beiden. Es war dunkel. Nein. Und die beiden. Nee, ich war im Office. Chantau. Ja, es war auch im Office. Dann ist es Jeff. Wenn das ein Chantau Morphling dann war. Nein. Alle im Office. Hey, warum nimmst du den Schutzparty? Mit und Franz schimmen mir eine Lifeline. Ich bin da unten gelaufen, hab Matteo von dem Bücherregal weglaufen sehen, als getimastert wurde, hab schnell Licht gefixt und hab einen Button gedrückt. Okay, also ich kann nur sagen, Parsival, Tim Horus war mit mir eingesperrt in der Rakete, Parsival und Jiburi waren in dem Lab. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Gut. Mhm. Vielleicht war es auch nicht, Franz war es auch nicht. Ich denke, Franz, Tim Horus, Timid und Chantau hätten sie nicht machen können. Die waren hinter mir. Was mich ein bisschen wundert, jemand, der orange war, ist an mir vorbeigelaufen, als es dunkel war, und Richtung Wendt gelaufen im Office. Kann noch Jiburi gewesen sein, die ist auch orange, oder? So ein bisschen? Nee. Jiburi war noch kein Fall. Franz und gewesen aber, sein. Aber also Sekunde, dann als, ganz kurz. Als der Kill war, als es geblinkt war, da hat, ist Jeff an mir dran gestanden. Mhm. Okay. 100%. Ja, dann ist es Jeff. Ja, und zu dieser Zeit war ich gerade rechts draußen mit Timid. Und als ich zurückgesetzt wurde, waren Ihr seid eh raus. Du Timid und Chantau, ihr seid raus, ihr wart hinter mir. Ich bin als erstes zu also Admin gelaufen und bin sofort runtergelaufen. Wir können ja auch nicht zum Vent gelaufen sein. Das Jeff, was sagst du dazu? Von Jeff? Ja, ich bin zwar in Office, aber ich wurde einfach nur zurückgezogen. Also du hast nicht reingestochen. Licht war aus. Nee, war aus. Ja, du wirst jetzt eh rausgeworden von der ganzen Gruppe. Also sag mal, was für eine Rolle du bist, dann wissen wir es wenigstens. Nein, warte. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Jibu aus dem Vent gezogen wurde oben und quasi reingewendet, gekillt hat und wieder zurückgezogen wurde, weil ich habe sie so aus Vent-Richtung, während das Blau war, quasi kommen sehen. Parzi. Also, wenn, dann war's. Also, mein zweiter Guess ist Chantau. Ich glaube, Parzi will das nicht. Nee, das geht nicht. Was gehen würde, wäre ein Warlock-Kill und wir haben einfach komplett die falsche Person, aber das ist halt für extrem unwahrscheinlich. Okay, Melle wurde rausgevotet. Dann ist es ja Jibu. Okay. Also sie, es hat funktioniert, geil, oder? Warlock ist, jemand muss ja in voller Vision da unten einfach rein, weil Matteo stand da beim Bücherregal unten drin, weißt du? Ja. Es hat funktioniert, aber wer ist jetzt zwei? Der Warlock, der wahrscheinlich Unge. Ja, wir haben also, es hat funktioniert. Tim. Das ist eine geile Falle, aber die kann ich in der Lobby nicht mehr benutzen. Ist logisch, dass der Evil Guesser mich dann killt, ist immer so beim Time Master, das ist ja, das wissen alle. Das ist immer so. So, okay, aber wir haben einen Imposter direkt rausgenommen. Ich habe das Gefühl, da war doch Orange noch unten an der Seite, oder? Time Master Gambit hat funktioniert, ja. Ich dachte, Chantau wäre hier so runtergelaufen, als ich gerade hochgelaufen bin. Vlesk war das. Das war Vlesk. Ach, echt? Okay. Ich habe nur noch drauf geachtet, wer dann an mir dran steht danach. Also, ich muss Task machen. Das ist das erste Mal, dass meine Time-Master-Falle funktioniert. Oh, Leute! Das ist ja gar nicht gut. Im Specimen. Unge und Jiburi sind mir gerade entgegengekommen. Die Lava. In Specimen. Okay. Und Unge ist mir auch noch so ein bisschen hinterhergelaufen.
Oh nein. Doch, das stimmt. Nein. Und Jibu, ich weiß nicht, vielleicht sind sie Lover und Unge hatte gerade Abklingzeit und Jibu konnte halt quasi nicht verhindern, weil dass ich der Time Master ja mich reingestochen hat. Der Time Master weiß also. Das ist doch Faken bringt da nichts. Ja, ja, Unge kam entgegen. Ja, ja, die drei sind zusammen, reagierst auf zu dritt ins Specimen rein dir. Und dann ist ein Kill gefallen und du hast reported. Aber also entweder Jibu oder Unge ist richtig, denke ich, weil der Evil Guesser würde niemals Matteo guessen, weil das ein absoluter Bait sein könnte, wenn Jeff nicht wirklich richtig ist. Weil dann gibt es ja keinen Grund, reinzugessen. Okay. Trotzdem also, wir wissen ja, dass ein Time Master passiert ist. Also da glaube ich schon, egal wer unabhängig davon, ob es Jeff ist oder nicht, gegessen. Ja. Was ich übrigens meinte, das Matteo, der lügen kann. Vielleicht ein bisschen verwirrend. Es sah aus meiner Sicht so aus, als ob Jibu die Runde davor beim Rewind quasi vom Wind zurück ins Lab geholt wurde. Ist das, was ich meine? Deswegen Oh ja, dann ist es vielleicht eher Jibu, aber... Ja, das ja. Ist nicht, echt noch Timid. Ja, und ich bin übrigens nicht hinterhergelaufen. Rollen nach dem Tod macht er nicht. Und ich stehe irgendwie an der Tür. Ah, sah so aus, als ob du guckst. Was ist das? Da habe ich mich versprochen. Also, der Imposter weiß ja, wer der Time Master ist. Ich glaube, ich muss das jetzt auflösen. Sorry, Timid. Ich bin Time Master und Timid hat mich in der ersten Runde getötet. Ich weiß nicht, was bei Mantle und Jeff passiert ist. Timid? What? Warum sagst du es jetzt? Hä? Ja, sorry, ich wusste nicht, was passiert hier. Nein, Franz sagt die Wahrheit. Franz ist der Jester und damit bin ich mir jetzt relativ sicher, dass wir einfach auf Jiburi gehen können, weil Parzival dann kein Jester ist. Jiburi und Unge sind Lover wahrscheinlich. War klar, Franz. Ich dachte, dass Parzival vielleicht lügt und Jester ist, aber wenn Franz jetzt den Jester-Move auspackt, dann gehe ich 100% auf Jiburi. Sorry, ich hab's halt wirklich nicht gesagt. Ich wollte heute ein bisschen trollen. Ich hab's nicht gesagt. Sorry, Tim, aber ich muss ja jetzt kommen. Jetzt wird ja Jiburi rausgevotet. Nee, ist alles gut. Ich hoffe einfach, okay, ich will die letzten 5 Sekunden dazu nutzen, eine Gebetsrede zu halten. Also ich wusste nicht, ob Jiburi Imposter ist. Ich bin dann wirklich Lover mit ihr. Ich werde jetzt auch sterben. Ich bin aber einfach nur der Bürgermeister. Ich wollte mich selber 2 Stimmen. Und wenn wir jetzt nicht verloren haben, dann ist es war Jeff falsch. Guck, nee, ich hab 2 Stimmen auf mich. Das war richtig. Franz ist Joker. Nein, ich habe verkackt. Moment, die kam mir genau ins Gesicht gelaufen. Ich glaube, Franz war niemals das Beste. Hey, Franz, was ist los? Was ist das? Der dritte ist Pazzi. Nee, die Runde war halt vorbei. Ich wollte es noch nicht. Let's go! Franz, ey. Unlucky kills einfach. Machst du nichts. Ich hab dich geschiftet, Franz, habe ich. Flash, eigentlich wollte ich dich rausgessen, aber ich habe mir nicht getraut, weil ich die ganze Zeit so 50-50 Schuss Security Guard und Engineer war. Weil ich dich auch gesehen habe. Also, ich konnte ja nicht lügen, weil ich. Also, oh, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, obwohl ich Lava war! LOL! Ja. LOL! Ja, oh mein Gott, ich hab gewonnen! Let's go! Ja, einem hab ich den Schild gegeben, Simon. Und dann tötet mich dein Lover-Mate. Ja, aber das wusste ich auch nicht, dass mein Mate so böse ist, wenn ich dich rausgevotet hätte. Ich glaube tatsächlich, Jeff, wenn du Matteo nicht guesst da am Ende, den einfach drin lässt. War ja eh schon gewonnen. Ich hätte den Waffen gewonnen von allen. Dann ist es viel, viel unangenehmer für uns, weil du bestätigst natürlich in dem Moment, in dem du auf Matteo schießt, die Story. Das ist egal, was Franz zum Beispiel dann aussah. Ja, aber das ist aber auch logisch, dass Jeff da gegen den besten Time Master in der Lobby verliert. Man kann ja auch nicht riechen, dass Franz dann so eine Story auspackt, oder? Als Crewmate vor allem so, hä? Ja, die Runde war eh vorbei. Also wir wussten ja, was passiert. Ja, aber dadurch, dass du das gesagt hast, habe ich überhaupt erst auf Jiburi gewotet, weil es konnte halt sein, dass Parzi Joker ist. Aber dann dachte ich halt, okay, Franz muss Joker sein, Parzi Story ist richtig, dann müssen wir Jiburi voten. Also du bringst als Crew dann doch nochmal irgendwie das Ergebnis ein bisschen durcheinander. Jibu, warst du da eigentlich in dem Vent tatsächlich? Oder Nee. Aber du kamst zumindest aus der Richtung während des Timeshifts. Ich bin davor einfach ein bisschen hin und her gewiggelt, ja. Ja, okay. Parzi heute einfach mit den krassen Vent-Stories, ey. Ja, ja. Ich hab also versucht. Egal, ich hab trotzdem gewonnen, Jiburi. Egal, okay. Jiburi. Es tut mir leid, ich hätte auch jetzt Imposter-Lover mit dir gewonnen, aber so war es einfacher. Jibu hatte heute schon eine schöne Love-Story. Also. Franzi, das ist alles für die YouTube-Titel, weil ich dem Einhorn nachjage. Also mir selbst. Deswegen ein paar Stories. Also, ne. Irgendwie muss man das ja machen. So. Ja, coole Story, Franzi. Ja. Ich hab dich geschiftet. Ja, viel Glück. Da lügt einmal fest nicht über seine Rolle, dann freue ich mich nicht so weit. War sehr. Ja. Einmal. Ich, viel Spaß, Leute. Ich freue mich eine Rolle, glaube ich. Ich spiele die oft sogar. Knalle. Sehr. Man sieht aber nicht, wenn Leute sterben, oder? Ich sehe nur die Geister. Oder wurde Seher wieder so gemacht, dass man doch wieder sieht, wenn Leute sterben? Scheiße, da muss ich gleich mal fragen. Aber ich kann es da nicht fragen, sonst werde ich rausgegessen. Shit. Timid ist hier. Och nee, Timid, nicht mich töten. Nicht mich töten, bitte. Timid ist mit mir hier dran. Mal gucken, ob er es echt macht. Ja, noch macht das.
Okay, war realistisch von der Zeit her. Blesk! Ich renn weg. Ich hab hier einen Task. Oh, da kommen zwei. Kameras sind sogar noch an. Blesk geht in Communications rein. Kamera immer noch an. Ich würde sogar fast sagen, ein Imposter ist in Camps, oder? Niemand tot. Kamera immer noch an. Kamera ist an, Timid. Kannst mich nicht töten. Kannst mich nicht töten, wenn Kamera an ist. Momenti. Unge. Unge war jetzt in der ersten... Nee, wann? Der war Lover. Momenti steht da. Wo ist denn das Ding? Hä? Oh nein, ich bin tot. Es wurde gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 9 Sekunden. Beim Licht? Fragezeichen? Nope. Oh. Nein, nicht Jibori. Wobei Jeff in Richtung Licht liegen könnte. Also, ich bin in Weapons reingegangen, hab da meinen Weapons-Cast gemacht. Licht ging aus, ich hab's noch kurz zu Ende gemacht. Kurz bevor das Licht ausging, ist Jeff über Weapons vorbeigelaufen, als ich gerade in Weapons rein bin. Okay. So nach links. Also der ist irgendwo Richtung O2 Electrical auf jeden Fall gelaufen. Weiß irgendjemand, wie lange Jibori schon tot ist? Nicht lange. Die sind noch nicht so lange tot. Ich war gerade mit Timid und Lifeline, da haben alle gelebt. Und dann bin ich in den Lab hoch. Und ich bin an Lifeline. Könnte auch sein, dass es ein Lava-Kill gewesen ist. Nein, es war kein Lava-Kill. Ich bin Lifeline. Nicht? Es war kein Lava-Kill. Achso, du bist gerade Lifeline. Ja, okay. Weil Jibo liegt halt in der T-Kreuzung in Edmund, ne? Genau, also kein Lava-Kill. Und die Kills sind ungefähr so, keine Ahnung, 10 Sekunden alt. Ich bin auch Sphere. Aber wie bist du so schnell nach Labor gekommen, Blesk? Auch Sphere, das ist richtig. Er ist einfach von unten hochgelaufen. Warum Blesk? Matteo, wie lange stehst du da schon, wenn T-Kreuzung die Leiche liegen soll bei dir? Was? Ich stehe neben dir auf dem Medbay-Scanner. Der muss relativ frisch sein, Matteo. Bist du rechts rein, Office? Ja, rechts rein vom Labor aus. Okay. Das stimmt. Sorry. Davor habe ich Matteo im Lab gesehen und dich nicht. Und dann auf einmal warst du halt da. Ich hab dir gerade die ganze Zeit bei der Kabeltaste zuguckt. In der Toilette. Also Lumenti fällt komplett raus. Ich stehe hier schon die ganze Zeit neben dir. Also, er ist Lumenti ins Lab reingelaufen, dann ist Mantle ins Lab reingelaufen und kurz danach kam Vlesk ins Lab reingelaufen. Ich war mit Timid und mit noch irgendeiner Person, ich glaube mit Franz und Timid, an der Lifeline und bin dann hochgelaufen in Lab. Und da habe ich Matteo getroffen gerade. Der war gerade an der Temperatur-Task. Genau. Bei Chantau und Tim Horus habe ich, glaube ich, vorhin in der Cam gesehen. Wer war denn am Ende? Ich wollte gerade sagen, wer bei den Cams? Tim Horus und Chantau? Timid, wie wär's denn, wenn du einfach mal dein Leben chillst, hä? Chantau ist in Lab? Ja, ich bin. Matthäus ist mich durchgelaufen, unter der Rakete. Okay. Unhöflich, unhöflich. Also, Tim Horus, wo bist du hin? Sorry. Ich war ziemlich lang mit Timid auch an der Lifeline. Chantau war, glaube ich, auch da. Und dann bin ich. Links raus und habe Weapons gemacht und bin dann hoch zum Light. Weil du hast links. Ich wollte gerade. Tim, du bist Unge? Ich war ja, Weapons, was denn? Ich auch können Sie bitte chillen? Wann warst du denn in Weapons? Die letzten 20 Sekunden war ich in Weapons, bis ich dann in Office gelaufen bin. Und nee, ich bin genau in die Richtung gelaufen, Tim. Nee. Tim Horus? Ich bin am Ende reingelaufen. Alles klar, kein Problem. Der könnte Jester sein übrigens, ne? Das hat er nicht so abgeholt? Ach, du hast Jester an, Flask? Naja, klar. Ja, Jester hat eine Chance an zu sein. Wenn du Jester bist, bist du ein Ehrenmann. Nee, schade, er ist kein Ehrenmann, schade. Tim Horus, ich hätte mich gefreut, wenn du ein Ehrenmann wärst, schade. Ja, ich glaube, es war sogar richtig. Ich habe ein bisschen viel Infos rausgegeben. Also der Evil Guesser hätte schon checken können, dass ich der Seer bin. Weil ich habe echt viel Info rausgegeben und ich war ja nicht da. Das ist... Ja, ist schwer zu sagen. Aber guck mal, so wie Tim Horus nachgefragt hat, war er der Evil Guesser. Ich glaube, der Evil Guesser ist jetzt tot. Ich glaube, der Evil Guesser ist jetzt tot. Dann gehen wir jetzt mal Specimen. Gucken kurz mal vorher, wer hier die Leute sind. Eine Person ist Specimen. Lass mich raten, das ist Simon Unge. So, werden wir Simon jetzt hier drin treffen? Nee, ist... Mann, ey. Ich habe meine Rolle verloren. Habe ich jetzt erst gemerkt. Mann, ich kotze gleich. Das Licht geht immer aus, das fuckt mich ab. Nicht kotzen.
Okay, oh. Chantau ist rot. In O2. Ich wollte gerade in O2 die Kabeltaste machen. Shifter, ja. Über dem Müllding. Und da lag die Leiche davor. Waren das zwei? Wo kamst du her, Chantau? Unge? Sehr unwahrscheinlich. Ich war erst in Communications, habe, nachdem ich den Download gemacht habe, oben bei dir, wo du in den Camp reingegangen bist. Wisst ihr, wer als erstes gestorben ist von den beiden? Wie gesagt, nö, ich bin sehr sicher, dass es Lava ist. Ich bin gerade ganz kurz von der Lifeline weg, weil ich Richtung Alten wollte. Scheiße, Timid und Parzi. Zurück an Lifeline, beide tot. Also darf ich kurz fragen, wer von euch ist Koms und wer ist Specimen? Ich bin Specimen, ich bin aber alleine. War Koms mit Vlask und da war noch jemand vorher. Und jetzt ich hab nur einen aber, Punkt gesehen. Also da bin ich nicht mehr jetzt gerade. Waren Specimen zwei Punkte? Nee, nur ein Punkt in Specimen, ein Punkt in Koms und einer in Office. Ich bin Specimen. Wann? Wie viele Sekunden ist es her? Bis zum Vote gerade? Ja, gerade so 5 Sekunden. Ey, ist es Timid? Vor 5 Sekunden war ich noch da. Lumenti, ja, der holt sich alle lieber hier. 2 Kills. Wie alt ist jetzt Chantau? 3, 4 Sekunden als maximal. So, wir müssen jetzt eine wichtige Frage klären. Ich glaube, Unger hat Chantau getötet und es war der Beige. Okay, Vlask. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Warum nicht? Vlask, darf ich kurz was sagen? Wenn es ein Lava-Capital ist, könnte es ja sein, dass wir Timoros recht haben, aber dadurch, dass Timoros so viele Votes hatte, denke ich, wir sollten auf jeden Fall nochmal überdenken. Also Vlask, wenn du denkst, ich bin es, dann denk das. Wenn du Imposter bist, ist das ein guter Gedanke. Aber es sind ja zwei Leute gestorben und es war kein Lava-Couple. Ja. War es nicht. Achso, war kein Lava-Couple, okay. Wenn es kein Lava-Couple war, dann müssen wir jetzt jemanden voten, aber Vlask, wenn du kein Imposter bist, selbst wenn du Vlask sein solltest, BP, ja. Oder selbst wenn du Jakal sein solltest, solltest du mich jetzt nicht voten. Also Lumenti kann ich rausnehmen für alles. Die ist auf jeden Fall kein Imposter. Lumenti hat Admin-Info. Ich bin alleine in Specimen, die ganze Runde. Okay, Vlask, dann schlag mir jemand anders vor, dann vote ich den. Unge, Franz oder Partyball? Also wenn du nicht im Bait getötet hast, dann nicht Chantau, dann Franz oder Partyball. Ich bin gar nicht so Ich wiederhole mich da gerne. Franz, du hast gesagt, ich bin's. Also dann muss ich jetzt Franz voten. Auch wenn ich hinter mir war, pass auf, ich kam vom Bauch. Ich kam vom Baum, geh hoch, weil es Licht aus war. Ich bin jetzt gerade. Ich bin von unten gekommen. Vlask weiß auch, dass ich von unten gekommen bin. Genau, gedacht, ich habe die zweite XL-Runde, aber das haben dann alle abgesagt. Wenn du sagst, Chantau liegt irgendwo am Müll, dann warst du das. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr erklären, warum. Also, ich bin der Mayor. Ich bin der Mayor. Ich vote jetzt 2 Votes auf Franz. Das seht ihr jetzt sehen. Oh, okay. Oh, gut. Passiver, du hast Timid gewotet, ja? Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt meine Rolle revealed und wenn der Evil Guest noch drin ist, dann werde ich gleich rausgegessen. Das heißt, ihr müsst mal rechnen. Anscheinend ein Jakal oder so drin, ne? Ist schon over, oder nicht? Ist schon over, Mann. Das Timid mit wem? Mit Lumenti? Nein. Lumenti und Simon laufen zusammen rum. Sind die Lover? Oder sind Lover schon? Oh mein Gott. Franz, so Sau. Hihi. Oh, es war Franz, war richtig. Es ist nur noch Timid. Was macht denn er hier? Warum chillen die so zusammen? Oh! Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, Vlask ist tot. Warum? Ja, ist der gerade gestorben oder hat der jemand falsch geswitcht? Ich frage mich nur, warum Parzi mich voten will, obwohl ich Timid, für relativ, alle 4 Kills safe einfach, bin. Weil ich weiß, dann bist du ja nicht. Wir wissen nicht, wo die zweite Leiche liegt und ich weiß, dass es ein Lava-Kill war. Vlask lügt. Ah, Lumenti kann mich aber eigentlich rausnehmen. Hast du geschossen, Parzi? Stopp. Nein. Timid kann es eigentlich, also kann sein, dass Timid es ist, dann hat er mich krass mariniert, aber dann hätte die Leiche in Lab oder in Office liegen müssen und da war keine. Ich bin alleine in Specimen. Okay, ich würde erstmal ganz kurz Parzi oder im Gang. Oder Contamination. Lass mich wieder ganz kurz einmal Parzi beantworten. Okay. Also ich wiederhole mich da gern nochmal, bevor das jetzt komplett untergeht. Also, Vlask war zu 100% Jester oder irgendwas, was nicht für die Crew gespielt hat, weil seine Information zu 100% falsch war. Lumenti, du weißt, dass ich am Office-Ding stand und dass ich gesagt habe, dass es sowohl ein Lover-Kill ist, als auch, dass der Kill länger als 2 Sekunden alt ist. Ich konnte sagen, dass es Simon nicht ist. Vlask hat die versucht, auf falsche Fährte zu locken und will dann als Jester offensichtlich nicht, dass der Imposter rausgevotet wird. Das heißt, der pusht alle anderen. Der Einzige, auf den er nicht gepusht hat, bist du, Timid. Und natürlich kannst du einen Lover getötet haben, weil die irgendwo im Gang bei Specimen oder in den Decons gelegen haben. Aber ich stand die ganze Zeit an der Task. Warte mal. Das sind 2 Kills gefallen. Lumenti kann mich nicht. Ich bin alleine. 6 von 10, ich bin der Engineer. Ich hab auch 6 von 10. Keiner hat gerade Lights gemacht, ich hab gefixt. Wir müssen jetzt voten oder Timid kann nicht mehr Evil gehen. Ja, nee, ich vote Parzi. Moment, du kannst mir rausnehmen für alle Kills. Ich hab gerade das Licht gefixt. Hat irgendwer anders das Licht gefixt? Ich bin Engineer, ich konnte so bis jetzt nicht callen. Also du hast das Licht gefixt und Dingsbums. Und Button gedrückt, ja. Aber vielleicht hast du auch einen Admin gekillt. Simon wurde doch rausgegessen. Warum kann Timid nicht auf Parzi rausgessen? Nee. Tim Horus war wahrscheinlich. Aber er hat jetzt gewotet. Franz und Parzi haben auf mich gewotet. In der zweiten Runde. Nein, das war nicht in der zweiten Runde. No reason. Das war gerade in der letzten Runde. Lumenti. Och, Mann, Leute. Bitte don't throw it around. Don't throw it around. Bitte nicht.
Oh, bitte. Oh. Aber mutig, Timmy, dass du mir geglaubt hast. Aber man kann nur mutig, einmal pro Runde gessen. Ah, okay. Konntest du mich sogar rausnehmen? Ich dachte, man kann so viel gessen, wie man will. Timmy ist ein Specimen. Ich hab an dich geglaubt, Timmy. Ah, Sick. Die war halt echt überzeugend, so. Was soll ich sagen? Das war Jakal. Sicke Runde. Ach so. Ey, wisst ihr, was lustig ist? Egal, was für eine Rolle ich call, ich lüge immer. Ich lüge immer. Und dann sage ich Meyer und Timmy glaubt mir. Ja, wegen den beiden Votes. Ich stehe so traurig. Ich habe einfach voll für die Crew gespielt, meine Rolle revealed und alles aufgegeben. Ich habe gesagt, der war auf jeden Fall Jester, der lügt die ganze Zeit rum. Ja, aber okay, schade. Ich habe das, gar nicht geballert, weil ich halt ein Lifeline war und mir sehr sicher war, dass es höchstwahrscheinlich ein Loverkill war. Aber es war einfach nur. Matteo ist hier. Ich war einfach nur froh, dass ich Franz gewohnt habe. Diesen bösen Jakal. Wuff. Ich hatte ja die beiden. Also waren es jetzt wirklich Bless war und auch Timmy? Sehr lucky für ihn, ne? Weil Chantau ist 2 Sekunden vor Report gestorben und dann hat Unge reported und das war halt Franz als Jakal wahrscheinlich. Ja. Spielt das auch für mich so krass nach Bait aus, aber als Franzi dann meinte, nee, das war kein Bait, war natürlich für mich klar, dass es kein Bait war oder wahrscheinlich, dass sie Bait ist, weil ich wusste, dass sie 100 pro raus ist für alle Kills. So. Ich durfte halt auch nicht zu Bless sagen, ich habe aus Versehen gegen die Scanner-Vorschrift verstoßen, weil es war halt dunkel und ich wollte direkt auf den Scanner und habe so Leertaste gedrückt und dachte mir, hey, warum geht das nicht? Und dann, habe ich gelesen und dann, Mal wieder gecheatet, alles klar. Also, eigentlich ein großer Win. Parzi, kannst du dich lauter stellen? Ich bin nicht auf 2%, aber du bist trotzdem... Hast du automatisch eine Stärkung an Parzi? Du hast die ganze Zeit versucht, irgendwie Meeting was zu sagen und bist unterbrochen worden. Das liegt daran, dass du halt einfach minus 50.000 Dezibel hast. Ja, du bist echt sehr leise, Parzi. Ey, Parzi, du bist ziemlich leise. Ich habe mich jetzt ein bisschen leise gemacht, was ich in Discord noch kann. Nee, lauter meinst du? Lauter. Lauter meine ich ja, sorry. Ich habe mich gerade noch lauter gestellt, was ich in Discord kann. Ich muss mal schauen. Ach krass, Parzi ist ja dabei heute Abend. Hast du automatische Verstärkung an Parzi? Ja, man hört ihn halt echt gar nicht. Viel Spaß. Hä, warum? Viel Spaß. Lass mal Matteo jetzt am Leben, bitte. Ja, nee, war doch okay, war cool. Okay, Matteo töten, alles klar. War okay, die müssen mich nicht am Leben lassen. So, war alles cool. Ich habe ja Time Master, habe ich ja den Dings rausgeholt. Time Master habe ich ja den... 2 Storage, 2 Dropship, 4 Electrical. Kill in Dropship, safe. Timid geht direkt ins... Nee, kein Kill, okay. Und wir haben die Task hier nicht, ich fake die, okay? Machen wieder unseren geilen Trick. Okay, mal gucken, wie die Leute ranlaufen. Das ist unser, dieser Trick ist so geil, der hat bisher 10 von 10 Erfolgsrate. So, Vlesk. Okay. Tim Horus, nee. Scheiße, die beiden auch nicht. Okay, Vlesk, Tim Horus und Unge sind's nicht. Jiburi auch nicht. Scheiße, ich muss es merken. Vlesk, Tim Horus. Vlesk, Tim Horus, Unge und Jiburi sind es wahrscheinlich. So, Timid kam durch Specimen durch. Das hat auch gepasst. Unge? Bei dem Also. Er hat es ja auch verdient, dass du da Unge, mich gebaut hast. Unge, Timorus, Matteo und Jiburi an der Lifeline. Lumenti stirbt jetzt ungefähr vorher. 20 Sekunden oder so. Ich höre Parzi halt nicht, ne? Das, du sagst, ich war an der Lifeline. Ich war an der Lifeline, während Lumenti tot gestorben ist, weil ich habe den Tod nicht gesehen, in der Lifeline. Nee, du bist gerade weggelaufen von der Lifeline, aber du kannst trotzdem nicht bis in die Kamera gekommen sein, weil da liegt Lumenti. Du hast einfach nur nicht in die Kamera geguckt, Jiburi. Oh, okay. Wo waren denn? Ich glaube, dann ist Parzival für mich hier relativ sus. Okay. Dann lass ihn doch rausvoten. Ja, okay, let's go. Also ich wurde in der letzten Runde auch so gevotet, dann können wir das auch mal hier bei Parzi machen. Aber Timorus, bei dir hatte ich recht und ich war Bürgermeister. Bei dir war es ja richtig. Ich hole Parzi raus, ansonsten wollte ich euch raus. Parzi hätte ja auch lügen können letzte Runde. Okay. Also damit ich das nochmal sage, also Parzival kam etwa in dieser Zeit unter Storage-Tank gelaufen, als ich die Storage-Task gemacht habe. Nee, glaube ich dir nicht. Lumenti und ich waren zusammen in Storage, aber Lumenti ist nicht aufhören gegangen. Lumenti hat, glaube ich, eine seltsame Sie ist Rolle. Tot, sie ist tot. Oh, danke, danke, vielleicht ist es genau. Hast du das nicht gemerkt? Ich bin in der Storage lang gelaufen, wann denn? Ich wollte auch was sagen. Wie gesagt, zu dieser Zeit.
Sag es. Was ist zu dieser Zeit? Jetzt gerade bin ich aus Deutschland gelaufen. Das nein, aber da war Lights auch nicht sehen wenn, können. Wenn Fles gesagt siehste, hat. Franz lügt. Fles hat gesagt, der Kill ist 20 Sekunden her. Mhm. Ach so. Fles, wo liegt die Leiche nochmal, bitte? Oder nicht? Habe ich das falsch verstanden, Fles? Auf der Cam, in der Cam. In der Cam. Davor bin ich Franz, dann haben wir eventuell einen Morphling, weil davor bin ich noch nicht unter Storch lang gelaufen. Ich bin aus dem, ich habe relativ lange, weil ich gerade mein Mikrofon fixen wollte, oben in die in Dropship gestanden. Gute Taktik. Bin dann einmal reingelaufen und habe einmal die Kabel. Wer kam eigentlich gerade aus dem Auto raus? Lang. Aber das war nee, wobei ich wahrscheinlich. Okay, also ich, als ich mich auf die Cam gestellt habe vor Lights, also schon eine Weile her, da war Jiburi in der Cam drin. Ich habe reingeschaut, war Jiburi drin, bin da rausgegangen. Jeff, wo warst du denn? Wie lange warst du noch drin, Jiburi? Wie lange warst du drin? Jiburi und Tim Horus waren da. Ich war, weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall in der Lifeline, als der Kill war. Da waren Vlesk und Mente mit mir. Also wo war denn Jiburi? Habe ich auch Jeff? Gesehen. Es kann nur Parsi sein. Wo war denn Jeff? Hä? Ja. Tim, ganze ich war trotzdem vor am Labyrinth. Sind hier. Parsi, das wollte ich nicht. Also ich glaube, deswegen habe ich ja gefragt, wer gerade aus Tour rauskam und Jiburi. Jeder kann sich rausnehmen, Parsi. Ja, ich glaube, das war ich, aber ich habe hab nur nicht in Camps reingeguckt. Ich kann Jeff übrigens rausnehmen, der war in Weapons. Also wir haben schon hart ausgeschlossen für den Kill. Timid, unwahrscheinlich. Unge, Vlesk, Jiburi, auch unwahrscheinlich. Meiner Meinung, warum wird denn direkt Licht ausgemacht? Warum kann es so schnell ausgemacht werden? Meiner Meinung nach, ich glaube, Jeff war das. Also die haben Parsi da im Verdacht, aber ich glaube eher Jeff. Jeff ist der Killer hier an der Stelle. Ich glaube, ich würde bei Simon mal bleiben. Simon bin ich relativ safe, dass er es nicht ist. Hey, er läuft einfach weiter. Timid. Timid war die ganze Runde ein Specimen. Den ersten Kill kann er auf jeden Fall nicht gemacht haben. Ich glaube, der Kill war Jeff. Jeff hat an Kamera gekillt, ist rausgewendet, nach unten gelaufen, hat sich an die... Ja, der Killer ist Jeff. Der Killer ist Jeff. What? Och, Mann, oh, no. Das pack ich ab. Das Gute ist, alle können sich rausnehmen, außer Parsi. Oh, das war ein Bait. Ich habe Parsi wirklich nicht mehr gesehen. Das sag ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe alle gesehen, alle. Tim Horus stand am Level, Mantle ist mir hinterhergelaufen. Ja, ja. Deswegen, ja. Wo hast du Jeff ist mir gekreuzt, Timid ist ein O2 gewesen, Franz ist ein O2 gewesen. Aber ja, das stimmt. Nee, ich habe honestly jede Person außer Parsi gesehen. Und dann was hat Ross? Wo liegt der denn? Wo liegt gleich? In Specimen, direkt vor den Zählen. Und dann war es echt Parsi. Ja. Die Imposter dürften halt wissen, dass ich Jester bin, aber ich vote mich selbst, könnt ihr machen. Parsi, warum bist du Engineer? Ich bin kein Engineer. Nein, Spaß, ich vote dich einfach. Also, ich habe da absolut keinen Stress mit. Ja, versteckt er sich? Ja. Okay, ist die Frage. Versteckt er sich, weil er auf Jester played? Ja, aber guck mal, wenn er Jester wäre, würde er jetzt rausgevotet werden. Ja, ist als so, Evil Guesser. Also der Evil Guesser. Ich finde, wenn er Jester ist, hat er es verdient, weil alle glauben, es ist Parsi, weil da kommt Parsi. Also da würde ich jetzt als Evil Guesser draufhauen. Dann Racheakte Morus, der hat viel geschlagen anscheinend. Ich würde einfach. Warum funktioniert doch, oder? Also, kurz, Imposter, ja, aber dann gewinnt er ja. Sehen, dass er gewinnt ja nicht. Sind, ne? Hey. Ja? Es kann aber auch sein, dass es ist eine ganz geringe Chance ist, dass gar kein Evil Guesser oder Nice Guesser drin ist. Das stimmt, ja. Was? Nein, es ist auch eine Chance, dass Parsi, weil natürlich weiß, dass er keine Imposter ist, weil er Jakal ist. Es kann wirklich kein Evil Guesser drin sein, Parsi. Ja, Jiburi hat mir ein Schild gegeben, richtig nett. Kann auch gar nicht, dann habt ihr halt verloren. Mir auch, voll cool, danke. Wir haben nicht verloren, wenn du gewinnst, weil wir freuen uns ja für dich. Genau. Ja, das hast stimmt. Du dann gut gemacht, Parsi. Happy Birthday to Parsi. Das war echt toll, muss ich sagen. Ja, aber ist doch ein schöner Win für dich. Kannst hochladen. Ach, hat er gelogen? Ja, hat er gelogen, gedacht? Der doofe Lügner! Wisst ihr was, ich glaube, Jeff ist der Zweite. Er hat als Letztes gevotet und er hat irgendwie diese Evil Guesser. Es ist Jeff. Der Zweite ist 100% Jeff für mich. Das hat er gerade eben bestätigt. Er hat als einziger nicht gevotet bis zum Ende. So, wie können wir jetzt versuchen, am Leben zu bleiben? Oh, damn. Damn. Jetzt hier eine Kamera einfach rein. So, Jeff ist der Zweite. Ich habe den Fall gelöst. Der Fall ist gelöst. Ich werde aber nicht einen Button drücken. Ich bleib bei Simon. Nee, Jeff, geh weg. Uff. Ich muss einfach wegkommen von... Ist er ja nach rausgelaufen?
Wir laufen jetzt eine große Runde und dann finden wir hoffentlich die Leiche von irgendjemandem, den Jeff getötet hat. Licht geht aus, ich versuche zu fixen, vielleicht killt er mich jetzt aber. Killt er mich jetzt auf dem Weg dahin? So, wir gehen jetzt die Leiche suchen. Was? Nein. 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 Warte, nein. Was? Nein. Die Leiche habe ich ja schnell gefunden. Ach du Scheiße. Warte mal, vielleicht war es ein... Vielleicht war... Timmy ist ein Killer. Oh. Das war ein Loverkill, ich war ein Lifeline. Ja, ja, muss ja. Nein. Ja, richtig. Ja, ja. Nein, vielleicht war Dings drin. Wer ist gestorben? Wie alt? Also wer von ein Jackal. Wer ist irgendwo ein Tim oder... ich weiß nicht, wie alt. Mantle. Wart ihr Lifeline früher als ich, oder? Ich bin gerade mit Specimen durch. Über 10 Sekunden. Ja. Es ist Jeff. Und ich aufschätzen über 10 Sekunden. Also vor Licht oder was? Oder bei Licht? Ja. Bei Licht. Wen hast du denn reported? Gabe? Ich glaube Tim Horus, ja. Tim Horus war oben im Lab, ja. Tim Horus war oben im Lab. Und weiß jemand, wo Mantle das letzte war? Den hat Jeff getötet. Mantle habe ich zuletzt im Office gesehen. Es ist Jeff, Mann. Und dann bin ich direkt raus. Nee, Office war niemand. Da sagt ja Hacker. Wer hat das Licht eigentlich gefixt? Raus und Jiburi kam vom Pylon. Ich hab das Licht gefixt, das erste. Und dann bin ich zum Licht. Im Dasende, meinte ich. Es ist ein Punkt in Electrical, ja. Es ist jetzt ein Punkt in Electrical. Das war aus VollXL. Benutze mal gesamt. Dann Matteo. Das meinte ich ja, weil es waren zwei Punkte, wo ich am Admin-Table war, wo Licht aus war, wo Tim mit mir ja dann im Office gekreuzt ist. Mhm. Deswegen meinte ich ja, wer das Licht gefixt hat, ist halt wahrscheinlich Dante gewesen und der Killer. Jeff ist ja gerade gekillt im Labor. Also ich bin gerade besser durch. Ist rausgewendet, hat sich alle wie geholt bei Admin. Wer ist denn wo? Ich will keine Animal Crossing spielen. Ist Oma sowieso safe. Shiburi ist zu 100% safe. Ja, dann ich würde sagen, das ist Franzis. Ja, warte mal. Ja, Franz oder Jeff? Let's go. Franz, wo bist du denn gerade? Wo bist du denn gerade, Franz? Ich bin gerade am Pylon neben Lab. Und mir kam rechts, als ich raus bin, bevor das Licht ausging, Jiburi von oben entgegen. Und da waren zwei Leute im Labor. Einer davon müsste, glaube ich, Jeff gewesen sein, weil Chantau war unten, Mantle war in Office. Timmy, du gibst mir einen komischen... Wer waren denn die zwei Punkte im Labor? Ja. Ja, ich und Tim Horus. Und die Leiche wahrscheinlich. Ja, Timmy und Leiche. Timmy, du gibst einen komischen Vibe, weil du sagst, Franz meint vor 30 Sekunden ungefähr. Sorry, genau, Vorlicht. Also, ich sag das, weil als zwei Kills gefallen sind, waren wir auch 2. Wir checken uns jetzt. Und Jiburi, die habe ich halt geschiftet, deswegen. Okay. Weil, Chantau, wir waren im Office, wo die Kills passiert sind. Ich weiß. Das Jiburi hier. Nee, die ist safe. Die ist safe. Wie gesagt, ich bin safe. Ich bin mir sicher. Ich bin ja komplett dumm. Ciao, Franz. No, war nicht richtig. Aber hey, viel Spaß. Ich bin ja komplett dumm. Ach so, sag das doch vorher, Jeff. Auch noch einer geht da nicht. Franz, aber vielleicht ist Franz wieder Jackal. Ich gebe Matteo 50 Euro, wenn er einmal Animal Crossing spielt. Nein. Warum wollt ihr denn, dass ich Animal Crossing spiele? Das wollt ihr doch gar nicht. Es ist Simon. Wie soll der das denn jetzt noch gewinnen? Ah, Jeff weiß, dass er der Killer ist und er will den Time Mastern. Alter, Jeff ist ja eine Legende. Nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Jeff ist doch keine Legende. Ich bin eine Legende als Time Master. Jeff nicht. What the fuck? Okay. Oh Gott. Ja, der kann das sogar noch gewinnen, ne? Er liegt da ziemlich. Der liegt da ganz okay. Ja, es kann nur einen Super Time Master geben, das bin ich. Bait! Simon will Bait töten. Oh oh. Ah nee, warte mal. Jetzt hat er sich gemorpht. Kann hier nicht raus. Da kommt er rein. Und, ja, und jetzt, und es ist gecallt. Ich hab ihn. Also. Nein, der Junge, das darfst du nicht machen. Hä? Oh, Junge, du bist Evil Guesser, oder? Nein, warum? Wenn ich Evil Guesser wäre, hätte ich jetzt auf die Buri Crew gewotet. Aber deine Lügen glaube ich dir nicht. Ja, GG, scheiße. Schnell, schnell. Vote.
bin ich Evil-Gesser. Das bringt ja nichts, schnell zu voten. Wenn ich nicht vote, kann ich immer noch lange gessen. Aber ich beiden haben sich geschiftet, deswegen wissen sie, dass sie es nicht sehen, deswegen haben sie Simon gewotet schon. Ja, da hättest du nicht beide killen müssen. Ich habe nicht, ich habe niemanden getötet. Hä? Hallo? Naja, da habt ihr jetzt verloren. Ja, guess me out, ich bin Medic. Nein, ich bin Jester. Ciao, Leute. Nein, kann nicht sein, es kann nicht sein. Das doch, die Buri war's. Alles Gute wird. Ich hab sie geschiftet, Mann. War, hast du den Bait gekillt? Ey, ja. Und ja, das war fast noch gewonnen. Das war eigentlich voll gut. Ja, GG. Ich fand schön, dass ich die ersten zwei Kills einfach gemacht habe, bevor ein Imposter auch nur einen Finger gerührt hat. Ja, das war Franz und Unge. Und dann wusste ich nicht, dass wir nicht eine Chance, also dass wir nicht 100% zumindest irgendeinen Guesser haben und wollte dann halt auf Chester playen, aber wir hatten keinen Guesser. Oh nein. Das war mega unlucky. Krass. Ey, Simon, hätte ich noch 5 Sekunden warten können, mein Cooldown war noch nicht so, ist nicht gleich wie der Kill-Button. Sag mir, welcher Jester sagt so früh erst Jester? Warum hast du mich exposed, Schwein? Nice. War eine geile Runde, aber. Ja, lustig. Wirklich gut, wirklich gut. Timmet, hast du mich wenigstens geschildert? Ja, ich hab dich gerade geschildert, ja. Okay. Hast du das eingeschlafen? Oh, das wäre ja noch schöner gewesen. Oh Mann. Ich hab's in dem Time Master gesehen, Jeff. Ich dachte, er ist so geil, Mann. Ich dachte auch, er läuft ihm hinterher. Aber haben halt nicht gleiche Cooldown halt, ne? Kill und Time Master, deswegen. Ach, haben sie nicht? Ich wollte ein bisschen weiter weg sein. Ich wollte wegstehen von ihnen, sodass ich halt noch Cooldown abwarten kann, aber irgendwie war doch näher als gedacht. Gestern, warum hatten wir den nicht? Ach so, weil das. Okay. Nee, ja, weil alle Rollen auf 100% sind und manchmal gibt's halt so diesen seltenen Fall, dass da irgendeine Rolle rausgedrückt wird, selbst wenn die mit 100% drin ist. Deswegen habe ich das ja gecallt. Ist halt nicht so perfekt gelöst. Ja, auch schon lange mal gefragt, ob man geilsten wäre es halt, wenn man Nice Guesser und Evil Guesser anmachen könnte. Aber dann könnten sich der Evil Guesser und Nice Guesser gegenseitig guessen. Zu wie viel Prozent haben wir Evil? 80. Ja, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann gar keinen Guesser bekommen, ja ultra gering. Immer 50-50. Nicht wirklich. Wenn der Nice-Guesser gerollt wird und dann gerollt wird, 8 Imposter rollen, es ist halt einfach nur. Ja, entweder wir haben einen oder wir haben keinen. 50-50. So, ich mache hier schnell die Task. Das ist vielleicht ein Fehler, hier die Task zu machen, wenn der Imposter hier runterläuft. Ah, I don't wanna die. Ich will nicht als Erster sterben. Okay. So. Tim Horus kommt von da unten. Hat er da eine Task gemacht? Oh, Kill. Wer? Unge. Das heißt, er liegt in Specimen, oder? Geht er nicht in mein Specimen rein? Nee, Specimen liegt aber keiner. Ja, schon Tau, da habe ich dich. Griff hat neben mir Unge umgebracht und ich würde gerne hören, warum du das gemacht hast. Warum ich das gemacht habe, also er wollte uns im Weg stehen so und dann dachte ich mir so, ich kill ihn einfach mal neben uns und ja. Hast du ihn wirklich umgebracht oder? Nee, so ein Warlock. Der wollte mich boxen, der wollte mein Schwein wegnehmen. Ja, also wenn Unge nicht in Runde einschießt, dann haben wir einen Warlock drin wahrscheinlich. Dann also, kann ich schon mal sagen, Matteo hat sich bewegt. Was, hast du mich gesehen? Ich war doch in einem Vent. Wir haben beide 8 Sekunden gewartet oder so. Also der Kill ist schon, liegt da schon ein bisschen rum, ne? Naja, nee, so lange habt ihr nicht gewartet, weil ich bin Lifeline, ich hab's gesehen und ich hatte nur Zeit zu atmen zu laufen. Wir haben auf jeden Fall 5 Sekunden ungefähr gewartet. Ja, 5 Sekunden lange gewartet. Dann kann ich Chantau und Passiva rausnehmen. Mhm. Also wir haben extra auf dem Bait gewartet. Und dann Franz und Chantau auch rausnehmen wollen. Ja, ich würde Chiburi rausnehmen. Wer war du gerade? Warst du das, Chantau? Ja. Chantau, Parsi und ich waren nicht vorbeigelaufen. Aber guck mal, wir können ja gucken, wen Jeff getoucht hat. Mich kann er zum Beispiel gar nicht getoucht haben, weil ich war nie im Dropshift drin. Ganz am Anfang. Wir stehen mit Timmet, glaube ich, zusammen an der Pylone, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Aber warum sollte ich? Ich war mit euch. Ich glaube, 20 Sekunden lang. Wer von euch warum hat getötet? Sollte ich Warlocken? Ich habe keine Ahnung. Nur euch beiden getötet. Einer von uns beiden. Wir sind zu dritt rumgelaufen, das kann jeder gewesen sein, glaube ich. Achso, ich glaube auch. Aber ich glaube eher bei Jeff, weil er ist in der Mitte gelaufen. Aber ich weiß halt nicht, wie das mit der Latenz aussieht, weißt du? Ja, okay. Also wäre ich Warlock, hätte ich so einen Kill nicht gemacht. Weil ich bin wirklich die einzigen beiden, auch das zu offensichtlich wäre. Also ich bin ziemlich lange im Dropship umgestanden, aber ich glaube halt, dass Jeff der gecurste war, nicht ich, weil ich bin nicht zwischen den beiden gestanden. Also wenn ich gewarlockt wäre, dann wäre Jeff gestorben, weil Jeff stand an mir dran und Unge stand deutlich hinter mir.
Okay, was also, war mit den Alibis von den anderen? Also Tim und Bente, Parzi, Tim Horus, Momenti, Franz. Ich hab keins. Willst du alle ich war mal in Lab sagen? Und bin dann in Specimen rein, also aber könnte höchstens Admin. Franz, Chantal, ich nehme uns raus. Kann es ein Sheriff okay gewesen sein, weil ich weiß es jetzt nicht für nein, mich. Nein, warum sollte Simon in der ersten Runde einfach so schießen? Nee, das macht Simon nicht. Die Sache ist die, Simon ist halt Fless hinterher gelaufen und wollte mich aus dem Weg schaffen, weil also er wollte halt mich halt so wegschaffen, weil er wollte Fless für sich alleine haben. Ich bin Bait, so, übrigens. Okay. Ah, ja, Unge war mein Lover. Also Tim ist Warlock. Aber eine einseitige Beziehung leider. Ey, Jeff. Deswegen sterb ich nicht, wenn er stirbt, aber er wäre gestorben, wenn ich gestorben wäre. Bist also, du? Ich glaube, Tim ist der Warlock. Frage ist jetzt, bleibt er einfach stehen. Also müssen es von Timmit fernhalten, weil er ist meiner Meinung nach der Warlock. Ich weiß es nicht 100%. Ich weiß es ungefähr so wie letzte Runde, wo ich gar nichts wusste. Oh nee, Timmit, geh weg. Geh weg, Timmit. Geh weg. Der chase gerade schon, oder? Oh, und ich laufe hier in eine Sackgasse rein. Und ich laufe hier im Kreis einfach. Ich bin schlau. Ich bin fucking schlau, der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Außer er macht jetzt Tür zu. Bin drin. Ich hau ab. Ich bin Ferrari. Ich bin kompletter Ferrari. Der kann mich nicht kriegen. Ich bin aber so schnell. Holy shit, bin ich schnell. Oh, er macht alle zu! Mann! Was? Okay. Lass mal gucken, wer. 5. Okay, so 5 Sekunden max. Oh no. 4-5 Sekunden max. Passiert. Der Kill ist bei uns nicht mal sehr frisch. Oder der ist sehr frisch. Ich bin gerade drüber gelaufen, ja. Ja. Ich hab nur gesagt, entweder stirbt Lumenti jetzt oder ich und dann ist Lumenti leider tot. Wo denn? Weil ich hab gerade, ich stand gerade im O2 und hab hier die Temperatur links gemacht, sehe, dass die obere Electrical-Tür aufgeht. Will da hingehen. Temperatur in O2? Ich wollte gerade sagen. Was sind Temperatur hier, diese Ringer, sorry. Der Baum da, beim Baum. Okay. Die obere Tür sehe ich aufgehen, dann ist sie wieder Zugang, also wurde halt zugemacht. Ich bin da hochgelaufen, habe sie aufgemacht, hinter der Tür liegt Lumenti. Das Problem ist, ich war mit Lumenti alleine in O2 und die Türen waren zu. Nee, ich bin bei Lights Out einfach in O2 reingelaufen, habe dann erst rechts die Kabel gemacht und bin dann obenrum über die Mülltask den Slidern. Also die Türen, reicht mir. Die Türen gingen ja gerade am Ende erst zu. Ja, und ich habe dann die ging vor meiner Nase zu, ich habe sie aufgemacht und dann lag direkt dahinter Lumenti. Das genau. Also ein Baitkill kann es nicht gewesen sein. Nein, sicher? Nein, Baitkill war es nicht. Das war kein Baitkill. Ich weiß nicht. Okay, dann ist es, okay, dann ist Dankeschön. Ja, da bist du am Anfang der Runde rein. Das habe ich sogar gesehen. Ja, okay, dann ist es kein Baitkill. Nee, es kann trotzdem Baitkill sein. Nein, es ist kein Baitkill. Nein, es kann kein Baitkill sein, ich weiß es ja. Ich weiß es auch. Okay. Ach so, ja. Stimmt. Ich weiß es jetzt auch. Ich weiß es auch. Dank Matteo und. Ja, aber ich weiß es gar nichts. Was wolltest du mich letzte Runde fragen, Timmit? Ach so, nee, ich wollte dir so einen kleinen Tipp geben, aber ist okay. Jetzt reicht es mir auch. Warum wurde wo war der Rest? Jetzt reicht ich habe das Gipfel noch, oder? Ich hab geskippt. Ich bin Lifeline gewesen. Hab geskippt. Okay. Matteo war auch Lifeline, kurz, im Office. Mhm. Ich war Specimen. Tim Horus, wo warst du? Ich war die ganze Zeit eigentlich Admin-Table gecampt und jetzt habe ich die Gasflaschen oben gemacht. Du warst also in der Nähe. Du warst bei den Gasflaschen gemacht? Nein, nein. Gasflaschen auffüllen, das danach beim Table. Das ist Wasser, willst du uns alle vergiften mit Gas? Das ist eine ganz andere. Sag mal, das ist ein ganz anderer Aggregatzustand. Hat der getrunken? Ich will trotzdem trinken, Mann. Mann, ich nenne das immer Gasflaschen, dann ist es halt Wasser. Ja, dann bist du verkaufst du auch Badewasser. Ach du Mann. Badewasser. Willst du was, Timmit? Ja, würde ich. Okay, gebe ich. Ich schick dir ein Paket. Okay. Ich nehme bitte Fußwasser. So ein nice Influencer-Paket. Also Bait war es nicht, dafür war es 1-2 Sekunden zu lang. Jiburi hat gefragt, wo ich das weiß. Ist Jiburi Gesser? Ist Jiburi Gesser? Oh nee, ich laufe da nicht mit Timmit rum. What the fuck? Wir können ins Labor gehen, da Aufgaben machen. Da habe ich 2 Stück. Parzi läuft mit mir mit, geht jetzt an Admin. Warum sollte man jetzt an Admin laufen? Außer er geht in... Oh, shit. Ah, guck mal, die beiden, die sind noch bestimmt verliebt, oder? So, Jeff checkt kurz. Das war sogar Dings Range. Das war nicht Imposter Range, sondern ich habe ihn in meiner Range kurz gesehen.
Das heißt, Jeff ist für mich kein Imposter. Jeff macht die Task da gerade. So, jetzt gehe ich hier rein. Also Jeff ist für mich safe raus. Kill. Kill ist gerade passiert. 3, 4, 5. Nein! Der Killer ist gerade links im Office. Läuft fast aus der Tür raus. Das müsste Tim Horus oder Jiburi sein. Ich renne gerade zum Light. Von Lab ist raus. Ist das ein Lava? Nee. Tim Horus ist nämlich aus dem Lab runter zu Office gegangen. Ich habe dich noch unterm Stein gesehen, Tim. Er ging nicht gerade Licht aus und ich bin rübergerannt. Ist das ein Lava? Ich bin umgedreht. Nee, ist kein Lava. Bless? Waren es hundertprozentig kein Lava? Denn? Ein Specimen. Das haben wir zuerst fertig gemacht und bin gerade links in Lower Deacon reingelaufen. Ich musste nur warten, weil Parzi tatsächlich in der Rotation vor mir in Lower Deacon rein ist und der ist ein Admin schon irgendwo. Also raus. Wen habe ich denn reportet? Timmit oder Parzi? Parzi. Parzi. Okay. Parzi liegt in der Mitte zwischen Lifeline und Admin. Und Timorus oder Jiburi. Genau. Oder genau. Shintaro selbst mit einem Beige. Der Killer ist gerade links. Ich war es nicht. Office raus. Ich hab noch einen kurzen Namen gesehen, aber ich konnte nicht zuordnen. Also Jeff fällt 100% raus für mich. Der kann es nicht gewesen sein. Ja, ich habe die auch gerade gesehen. Ich bin in Specimen gerade drin. Also ich war gerade No True. Ja. Mann, Matteo, bist du jetzt Bait zufälligerweise? Das ist Quatsch. Warum bin ich Bait? Ah, nur so. Vielleicht war das jetzt auch ein Bait, weil ich bin definitiv gerade zu Light rübergerannt. Ich bin nur umgedreht. Warum weißt du nur, dass ich Bait bin? Hä? Nö, ich frag bloß. Woher denn wohl, Mäntel? Also pass auf. Bevor das Licht ausging, war Jiburi an der Lifeline, ist runter zum Admin-Table. Ich war vorher am Admin-Table, waren 2 Leute in Specimen, 3 Leute waren im Lab. Jiburi und ich halt im Office-Bereich. So, dann gehe ich raus, dann geht gerade so das Licht aus. Timorus ist unter dem Stein und läuft in Office rein. Ich laufe zum Licht, dort bin ich jetzt. Da auch. Bin ich umgedreht direkt. Ich bin instant umgedreht. Wen hat denn Jiburi gewortet jetzt schon? Na, eigentlich Timorus, aber ich frag mich gerade, ob das funktioniert nicht. Weil ihr meintet, dass er oder ich das zu 100% sind, haben 3 Leute nur so bestätigt. Das ist meine Meinung. Wenn Fless unten war, Jeff und Mäntel sich rausnehmen können, Chantau hat reported und er kam für den ersten Kill, ich glaube für den zweiten Kill auch nicht in Frage. Für den ersten Kill kam von den Leuten, die jetzt noch hier sind. Ich kann nur sagen, ich bin 100% direkt umgedreht. Und Vents stehen ja wohl auch noch zur Verfügung. Ja, der Warlock am Anfang, da haben sich... Aber wer hat Franz rausgenommen dafür? Ich war raus mit Matteo. Chantau. Der Killer eben gerade stand genau das links. Warum? Das sind zu viele Bones. Ist ein Jester? Das ist falsch. Das ist sowas von. Zu viel, ne? Er ist kein Jester, das sind zu viele. Was sind die Votes? Es sind zu viele, das ist falsch. Es sind Jiburi und Franz oder Jiburi und Blesk? Eine Leiche ist hier. Wo ist die zweite? Haben die hier einander gekillt oder was? Wo waren die zweite? Scheiße. Das ist doch falsch. Wir müssen Button drücken. Okay, ich muss drücken, und es ist vorbei, ne? Campt mich Jiburi? Oh. Yo, er muss jetzt drücken, weil er war auf jeden Fall falsch von den Votes her. Und das Problem ist, wenn die Paarungen so sind, warum hat Jiburi mit Franz... also, die Paarungen sind ja so... Jeff und ich nehmen uns raus. Blesk wissen wir nicht, der war in der Schleuse dazwischen. Da weiß man nicht genau, ob das jetzt safe ist. Chantau hat reportet. Doch, das weiß man. Timorus hatte mich gesehen und Jeff hatte mich gesehen, wie ich da oben reingelaufen bin. Und du müsstest es eigentlich auch wissen. Also ich war ja, auf jeden Fall ein Specimen. Zeitlich kann ich nie im Leben durch beide Schleusen durchlaufen und irgendwen in Admin oder Office töten. So ja, aber unmöglich. Du kannst ja wenden. Oder? Achso, du warst Nein, er war 100% ein Specimen. Ja, okay. Er ist runtergelaufen, das stimmt auch. Ich weiß nur nicht, ob die Zeit gereicht hätte, um aus der unteren Schleuse rauszugehen, zu killen. Geht nicht. Ja, geht nicht, weil ich habe Parzi ist wirklich beim Rauslaufen gestorben, weil ich habe gesehen, wie er links neben mir an der Tür stand und das zugegangen ist. Und dann ist der Dampf hoch, er ist rausgelaufen okay. Und dann wurde dann Parzi ja, reported. Wenn das stimmt, dann ist der Fall Parzi wurde reported. Parzi wurde reported. Wen würdest du zuerst wählen, Jiburi oder Franz Blesk? Nein, warte, darf ich kurz was sagen noch? Ja. Und zwar in der ersten Runde, für den ersten Kill... Gibt es nur noch 2 Optionen. Entweder es war Mäntel als Warlock oder Vlesk und Jeff sind zusammen Imposter bzw. Lover. Nee, das ist die einzige. Jiburi stimmt nicht. Das ist die einzige. Doch,
Nee, es gibt keine dritte. Darf ich mich kurz verteidigen? Außer Unge hat geschossen als ja. Nee, Dings, die, aber... Genau, Unge hat geschossen oder zwischen Chantau, nee. Mir und Parseval war Lover, Imposter, Imposter. Darf ich mich kurz verteidigen für die erste Runde? Ich genau. kann kein Warlock sein, Lover weil ist ich, auch nur eine Option. Ich kann kein Warlock sein, weil ich in der ersten Runde immer runterlaufe. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe Jeff nie gekreuzt. Er hat mich niemals berührt in der ersten Runde. Das heißt, ich kann kein Warlock sein. Matthias, du bist sowieso bait. Aber warum... Ja. Warte, Mente, warum nimmt jetzt... warum nimmst du jetzt Franz eigentlich komplett raus, Shiburi? Ja, aber von der ersten Runde, du musst doch da wissen, dass das ist mathematisch überhaupt, also was ist mathematisch, dass es logisch gar nicht möglich ist, weil Jeff war ein Lab, ich war ein Specimen und Matteo weiß, dass Jeff nichts Matteo gemacht haben kann und Jeff weiß, dass ich nichts gemacht haben kann. Ja. Sprich, das bringt ja gar nichts. Also wir können ja keine Kills gemacht haben in der letzten Runde, also deswegen fällt das ja komplett raus. Ich werde jetzt Franz voten. Nee, das ist falsch, Mental. Also ich glaube, es ist eher Jeff. Chantau, auf wen gehst du? Ja, ich auch auf Jeff. Das ist... Warum das denn? Okay, das hätte nichts gemacht. Warte, da ist ja so ein Mayer sogar noch mit drauf. Warum sprechen sich denn wieder? Warum leider einfach falsch. Franz weil ich Chantau vertraue aus der ersten Runde. Ja, ich war mit Franz auch am Anfang in der Note. Leider falsch. What the fuck? Warte mal, ich muss Lifeline checken. Lebt Chantau noch? Shiburi will mich töten. Shiburi will mich töten. Shiburi will mich töten, aber ich bin Ferrari. Ich bin kein Ferrari, never mind. Shit, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, hier liegen zwei Leichen. Mein Gott. Es ist fucking. Also, das kannst du ja nicht ausdenken. Chantau. Bitte vertraue mir und vote einfach Lesk. Oder Jeff, ist mir egal, einer von beiden. Naja, also Jeff stand gerade neben mir und Matteo ist umgefallen. Jeff, was sagst ja, du? Ja, dann ist es Lesk mit Warlock. Ja, sag du mal, Jeff, was denkst du? Ah, ich war gemutet. Hast du ja gesehen, ich habe mich ja noch extra bewegt. Also ich bin ja nicht stehen geblieben. Also deswegen erst einfach aber du kannst ja theoretisch selbst killen und dann einfach self-reporten, weißt du? Das wäre auch eine Möglichkeit, potenziell. Du warst sogar noch in Range. Ja, ich weiß. Aber ja, da du nicht auf mich pusht, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es Flask ist. Du hast dich ja noch bewegt. Es war halt so entweder ein Sheriff oder halt ein Warlock-Kill. Und ich habe halt alle gekreuzt in dieser Runde. Ja, ich glaube auch, dass es Flask ist. Ich denke eher, dass es Shiburi ist. Nee, Jiburi hat gesagt, vertrau mir. Ist over. Ja, komm, ich bin Warlock-Lover, Jeff ist mein Lover-Kollege. Ist ihr könnt uns gar nicht irgendwie outvoten oder so. Ihr habt verloren, weil ihr kein Butt mehr habt. Ich bin Mayor. Matteo war der Mayor, sprich, ihr könnt auch keinen Butt mehr drücken. Ich bin der Mayor. Ach, du bist der Mayor? Ja, dann habt ihr sowieso verloren. Ja, voten wir Jiburi. Ja, dann vote ich mich jetzt selbst. Ich dachte, Matteo ist Mayor. Nein. Deswegen habe ich den auch. Also deswegen war ich auch ganz froh, dass der gestorben ist. Sag mal, wieso ich die ersten ganzen Runden nicht gewotet habe, um diesen Mayor zu verstecken. Ich habe die ersten Runden immer Zeit ablaufen lassen. Ja, es ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Oh, so dass keiner die Votes zieht, dass da ein Mayor dabei ist. Das war einfach unwinnable. Aber Jiburi war True Detective auf jeden Fall. Da hätte Vlesk sich jetzt verschätzt und irgendwer anders wäre Mayor gewesen. Das ist ja geil. Ich wusste, dass es Matteo oder Jeff sein muss. So, weißt ja, das war das zweite Problem. Ich wusste schon, ich dachte mir schon, dass da irgendwas faul ist mit Jeff und Vlesk. Ich bin bewusst an Vlesk stehen geblieben, weil ich gehofft habe, er cursed mich. Bin zu irgendwem hingelaufen, wer war es, der Imposter-Kollege, der mich abschreibt. Aber wie geil wäre das gewesen, wäre noch Goodgäste drin gewesen und Vlesk dachte so, ja, also wir können jetzt eh nicht mehr gewinnen, weil ich bin ein Warlock. Stimmt. Einfach den rauswarten. Das wäre geil gewesen. So witzig gewesen. Ja, wisst ihr was auch, was ihr immer wieder vergesst? Der Warlock cursed Angela sein Imposter-Mate oder sein Lover. Ja. Da müsst ihr mal Simon, du bist sogar Sheriff gewesen. Ich war also Sheriff. Ich dachte, du hast geschossen. Nee, ich hab nicht geschossen. Nee. Ich hätte schießen sollen, aber ich schieße euch in der ersten Runde einfach. Ja, straight. Das ist ja der absolute Aber nächstes Zeit, Mal schieße ich erste Runde sofort. Auf Jeff auf jeden Fall oder auf Blesk, ja, das ist kein Problem. Man ärgert sich dann immer geschildet. Das Problem war, ich hab einen von euch am Anfang gecursed. Und ich wusste nicht wen und ich wollte natürlich Jeff nicht aus Versehen umbringen, deswegen dachte ich mir, jetzt räume ich dich einfach kurz weg und dann lügen wir irgendwie rein. Oh, naja, war gute Story. Das war eine gute Runde, ja. Das war eine gute. Du hattest ein Schild, Jeff. Das war ein bisschen unlucky. Ich war schon so, Blesk hat Jeff wurde gecursed und dann auf einmal so, Shit. Oder doch nicht? Wer war es von uns beiden? Spaß.
Viel Spaß. Typische Vlad-Grasier-Runde. Wir sind wieder Time Master. War sehr confident in meiner, meiner Märchengeschichte. Time Master. Time Master sind wir. Bis mich. So, kommt jemand zu mir? Kommt jemand zu mir? Oh, ich habe gedrückt, aber er hat mich nicht getötet. Okay, er hat mich nicht getötet. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Also Franz hätte jetzt gerade eine gute Gelegenheit oder eine halb gute Gelegenheit gehabt, mich zu töten. So. Alright. Noch 11 Sekunden Cooldown. 10 Sekunden muss ich noch leben. Dann bin ich wieder ready. So, denselben Bait kann ich nicht nochmal machen. Wir könnten ein Bait machen auf Medic. Auf dem Medic Shield. Scheiße! Oh, das war aber verdient. Sorry, ich hab geschossen. Ja. Oh. Ah, du auch. Ja. Da war es einfach ein Double Kill. Nein, so, es war ein Bait Kill. Könnt ihr ganz, kurz sagen, wo ihr seid, weil der Kill. Nein. Sagen wir nicht, Mensch. Weil der Kill ist nämlich zufälligerweise genau 2 Sekunden her. Vielleicht der Kill ist eine Sekunde alt. Nee, der ist 2 Sekunden alt. Nein, der steht, der Unterkörper steht noch. Ist ja. Ja, also, hast du einen Clip? Ich hab einen Clip, kann ich euch schicken. Also, wir waren an Lifeline. Wir waren an Lifeline. Ich stehe auch mit einem Lifeline mit Vlesk. Ich mach Lifeline zu, lauf zurück und da steht der Körper von ihm und ich kann reporten. Das war's. Ja, ja gut. Weißt du, was das heißt? Also. 2 Sekunden ist der Kill her. Ja, aber kann auch ein Warlock-Kill gewesen sein und mit ein bisschen zu schnellem Report dann. Nee, weil der stand nicht mehr direkt an mir dran. Der ist ein bisschen runtergelaufen. Also, immer was anderes, Mensch. Ey, Mann, Simon, ich bin weder der Bait gewesen, noch ich bin am Light jetzt gerade, beziehungsweise im Electrical gerade reingelaufen. Also ich stehe an der Lifeline und habe gesehen, dass er 2 Sekunden alt ist. Also ich kann auf jeden Fall Lumenti. Ich bin mit Shiburi gerade Ich kann Lumenti rausnehmen, denn sie ist gerade von oben ins Specimen reingelaufen. Sie hat mich wahrscheinlich nicht gesehen. Weil ich habe dich auch gesehen. Du standest an der Decon, aber du wolltest dich dann doch nicht duschen und dann. Nee, ich wollte weglaufen vor dir und ich bin. Gamer duschen auch nicht, okay. Und ich bin jetzt in der Lower Decon. Space-Schwein geht also nicht duschen, okay. Nee. Ich glaube, also, der Fall ist gelöst. Wir wollten Tim Horus, der ist sowieso Imposter. Okay, let's go. Ich stand mit Shiburi gerade an den Wasserrädern. Ja, du bist ja wohl. Der ist der Einzige, den ich rausziehen kann. Aber war nicht gerade Mental und Timid an Lifeline? Ja. Ach, du warst auch Timid? Nein. Aber ihr habt euch gegenseitig nicht gesehen? Timid. Nein, ich bin nicht an Lifeline, ich bin O2 gewesen. Timid hat Quatsch erzählt. Ja, ich hab gesagt. Ich hab gar nichts gesagt, die Runde. Also, es könnte sein, dass Warlock war. Das ist schon wieder eine ganz komische Energy gerade hier. Ich hab kein Wort gesagt. Ich verstehe trotzdem nicht, Leute. Niemand hat es gesagt. Nein, also ich hab gesagt, dass ich ein Electrical bin. Jeff war das. Jeff hat gesagt, nein, du hast gesagt, dass du an Lifeline standest. Nein, Pars hat gesagt, Electrical. Jeff hat gesagt, er war Lifeline, hat den Kill gesehen. War das, ja. Simon, warum bist du, dass es 2 Sekunden sind? Weil ich sehr bin. Okay. Es sind 2 Sekunden. Einfach gesagt, du bist ja tot jetzt. Aber du würdest ja gegessen werden. Es ist egal, wenn ich rausgegessen werde. Ich war, ist mir eh scheißegal. Ja. Ich sag nur, könnte vielleicht mal Warlock auf ungegessen, glaube ich. Wenn ich... Ich habe 2 Worts. Frechheit. Ja, ist Bait mehr. Nee, Frechheit ist, dass du nicht geflogen bist, Mäntel, weil die Imposter nicht draufgegangen bist. Es war kein Bait. Ach, Mäntel. Okay, so wen... Okay, von wem glaube ich, wer könnte es gewesen sein? Warum wird hier alles zugemacht? So, 13 Sekunden, die laufen runter, die fixen das ja jetzt. So, 8 Sekunden. Folgt mir jemand? Chantau ist hier. Machen wir denselben Bait nochmal. Nee, das klappt nicht, ne? Kommt Lumenti zu mir? Aha. Hast du gefunden? Ah, oh, ne. Ich habe jetzt. Wieder Mäntel, hast du wieder ein Bait erwischt? Ich habe jetzt extra länger gewartet, bis ich reporte. Lifeline? Nein, ich bin nicht an Lifeline. Ich stehe in Admin und Lumenti war direkt an Admin dran. Und sie läuft zu mir und stirbt. Aber
Wer ist noch mit gleichzeitig gestorben? Blast. Warlock? Parzival, oder? Die waren vielleicht Lover. Warlock könnte auch sein, dass ich gewarlockt wurde schon wieder. Also ich hätte einen Verdacht für einen Warlock. War kein Timid. Timid, weil er stand nämlich gerade bei Simon Says und hat sich bewegt. Ich habe auch die Simon Says gemacht, Mann. Und ich bin Matteo nicht gecrossed. Wenn du Simon Says gemacht hast, welche Felder waren es? Oben. Ja, komm, links. Zweimal in der Mitte. Und dann wieder in der Mitte das links. Gelogen. Das ist sowas von gelogen, das ist eine erfundene Geschichte. Das ist nein, also, nein, erst mal Jester. Ich war ja Electrical Licht anmachen. Aber wir können ja trotzdem voten. Wer war in den Camps? Ich war in den Camps. Junge, nein, bitte nicht. Ich wollte gerade rüber gehen. Waren die Camps an? Wenn ihr ihn votet, vote ich mit. Ja, alle, hast du schon gevotet, Junge? Einer für alle, alle für einen. Ich würde mich rausgessen. Also weiß jemand, wo Vlesk war? Also Tim mitgessen, oder was? Mit Tim. Parzival, Vlesk ist in der ersten Runde. Ich war in der Cam. Lies mal meinen Namen rückwärts. Es war kein Lover. War kein Lover? Es waren zwei einzelne Kills. Safe. Tom. Hast du eine Lifeline? Ja, safe. Zwei einzelne Kills, Mente. Okay. Achso. Jeff, bitte verrat, dass ich schon wieder Imposter bin. Jeff, bitte verrat diesmal nicht, dass ich Imposter bin, okay? Mente, du bist auch kein Imposter, du bist Schakal. Also, wir haben hier ein little problem. Wir haben hier ein little problem. Weil die zwei Imposter werden ja safe auf mich voten. Ja, sollen die machen? Ich hab nur eine von 10 Tasks. Und an die Crewmates würde ich euch empfehlen zu skippen. Nein. Ich scheint Tau, du als Imposter, was sagst du? Crew wurde jetzt Timid, Crew wurde jetzt Timid. Aber wenn ich rausvote, dann muss ich euch eine Task, dann muss ich euch was sagen. Tim Horus, du weißt, du hast immer die Votes abbekommen. Jetzt votest du auch auf Timid. Du hast geskippt einfach, Tim Horus. Wenn ich ja, weil ich das fies fand gerade eigentlich. Oh, okay. Sehr gut. Ich hab jetzt nicht geskippt, Timid. Aber guck mal, die Imposter sind mit drauf. Ehre. Simon, mach Button. Und vote mich raus. Dann vote ich. Nee. Die Zug ist abgefahren, Timid. Tim Horus, du wirst jetzt das nächste gewotet. Hey. Wer nicht votet, wird gewotet, sag ich noch. Du Eimer, ey. Du bist so ein Eimer. Oh Mann, ey. Scheiße. Also, war ich gewarlockt oder war das eher ein Loverkill? Es fühlte sich mehr an wie Loverkill. Aber ich kann auch schon wieder. Ich könnte beide Male gewarlockt gewesen sein, ne? Ist echt schwer zu sagen. Die ist an mich rangelaufen und direkt gestorben. Es sah schon eher warlockig aus als loverig. Ich wollte gerade drücken! Sheriff? Es war Sheriff? Ja, wenn ich wusste, also sie dachte, ich bin gewendet oder was? Ja. Buri, das waren 2 Sekunden schon wieder. War das der Bait? Ja. Es waren 2 Sekunden, ja, stand da. Nee, ich bin sicher immer noch. Unsere Falle hat funktioniert, aber bei der falschen Person. Ich stand gerade an der Lifeline und er ist wirklich actually vor 2-3 Sekunden oder so umgekippt. Genau 2, exakt 2. Ja, erzähl mal, rechts. Ich glaube, ein bisschen mehr. Okay. Die Tür ist auch zugegangen, als ich... Dann kann ich rausnehmen. Jeff? Und Timid kann es nicht sein. Aber Jeff hätte auch wenden können an der Stelle. Ja, ich habe eine Vermutung. Jiburi, schreib mir mal genau, wo die Leiche liegt, weil ich habe da einen ganz heißen Verdacht. Vor Lifeline? Vor rechts von Lifeline? Ja, da muss es Timid sein eigentlich. Nee, wisst ihr, wer dann gerade das Lab gelaufen ist, der diesen Kill vielleicht begangen hat? Sag mal. Chantal. Wahrscheinlich, oder? Ja, Franz, der ist mir nicht gerade im Lab reingelaufen. Nee, bist du nicht ins Lab reingelaufen? Doch. Und aha. Ich bin aber gerade in Recon, weil ich in Specimen reingehen wollte, weil ich... Alleine, oder? Möchte. Ich habe eine Frage. Wer ist denn gerade im Dropship? Da ist ein Punkt. Warum? Oh. Ich bin gerade im Dropship, weil ich habe meine Schlüsseltasten anfällig gemacht, habe ich eben auch schon mal gesagt. Ja, okay, das stimmt. Ja, ich habe 4 von 10. Ich habe 4 von 10 Tasks. Und ja, der war Admin-Table. Schlüsseltask und die Raumschiff-Task gerade also nachgeholt. Ihr votet jetzt wahrscheinlich schon wieder einfach einen Crewman. Nein. Franz, wir voten nicht, weil das ist länger als 4 Sekunden her, seit ich dich gesehen habe. Und wenn du mal Unge? Unge war Dropship anscheinend. Nein, der Kill ist 6-7 Sekunden alt. Ja gut, aber ich sag mal so, ich habe ich sag euch kurz den Ablauf. Dann kann ich Mathe. Okay, ich hab den Ablauf. Franz ist mir mit Lev gekreuzt. Ich bin bis zum Dropship gelaufen, hab Schlüsseltask gemacht und Raumschiff-Fliegetask. Das heißt, es ist wahrscheinlich länger als 7 Sekunden her, also würde ich dann Franz dafür rausnehmen. Ja. Und Tim mich Horus kann Chantau rausnehmen, weil Chantau kann bestätigen, dass ich im Dropship bin. Danke, Mathe. Ja, aber wenn der Kill 6-7 Sekunden alt ist, dann kannst du auch töten und hochlaufen, oder? Bait? Ja, aber Unge Auto reported. Timid hat jetzt schon gewotet und ich würde Chantau auch rausnehmen. Das heißt. Ja, Chantau ist raus. Ja, Timid, wen hast du jetzt gewotet? Ich hab geskippt. Das macht auch nur Sinn, weil eigentlich kann Franz es gemacht haben. Ich wollte jetzt dem Horus, ich sag dir warum. Unge kann es gemacht haben. Dass der Kreis des Lebens gewotet. Nein, ich habe auch dem Horus gewotet. Ja. Voten oder gewotet werden, sag ich immer. Ich hab wieder auch gewotet. Scheiße. So troll. Warum? Tim Horus war doch letzte Runde.
Das ist kein Troll. Was ist das? Im Horus. Doch. Nein, ich hab dir gesagt, wenn du Timmit nicht votest. Das ist Troll! Du hättest Timmit voten können. Das ist die Regel, Tim Horus. Entschuldigung. Zwei Leute haben gar nicht gewotet. Alter, ich raste aus. Ich hab dich auch gewotet, weil du mich nicht gewotet hast. Oh. Echt? Ich war überfordert. Ich wollte gewotet werden. Okay, sie haben jetzt irgendwie Tim Horus rausgewotet, der richtig war. Das heißt, Jiburi ist noch alleine. Wir versuchen Tasks zu speedrun, sodass es, wenn das Game vorbei ist, es nicht so peinlich aussieht, dass ich keine Task gemacht habe. So, die zwei haben wir schon. Geil. Dann machen wir die hier schnell. Geil, dann machen wir den hier. Scheiße. Sehr gut. Oh no, I hope I don't fall. So, wer hat links und rechts gefixt? Ich habe links gefixt nicht. Und unter mir stand noch der Geist, Jiburi. Nee, ja. Ich war auch noch da. Jiburi und... Chantau war auch noch da. Ja. Achso, Chantau hab ich nicht gesehen. Chantau war sich meine Sicht. Okay. Und wer war rechts? Wer hat rechts gefixt? Timmit oder Jeff? Nein, ich bin Specimen gerade. Timmit, hast du rechts gefixt? Dann Timmit. Nein, hab ich nicht. Hä, es muss ja irgendjemand rechts gefixt haben. Das geht ja nicht. Dann wurde Engineer-Knopf gedrückt. No! Der EWGS hat jemand rausgehst. Jetzt wird's gefährlich. Also wir haben auf jeden Fall eine Poste raus. Jetzt wird's gefährlich. Okay. Timmit, das ist auf keinen Fall. Okay, lass mal ganz kurz nachdenken. Ich hab gefixt, ich bin Engineer, ihr allen Nudeln. Ab geht's. Sehr gut, sehr gut. Aber wie konnte jetzt jemand sehr wissen... Sehr gut, Unge, du bist so ein Kack-Imposter. Nein, Franz, bist du blöd? Warte, okay, hä? Franz, ich will wieder meine Rolle. Ich habe Chantau gerade geschildert. Ich bin Medic. 4 von 10. Ja, ich habe Chantau gerade geschildert, in der Runde, weil Chantau ist in Storage reingelaufen mit Jiburi. Ich habe gedacht, ich gebe Chantau jetzt ein Schild, weil ich Chantau vertraue, weil er in Admin-Table gesehen hat, dass ich in Dropship war. Okay, ich bin kein enough. Imposter. Okay, fair enough. Gut. Ich bin Medic und habe wenig Tasks gemacht. Und Timmit, ich bin Medic. Timmit ist es nicht. Timmit ist auf keinen Fall. Hä? Ja, Jiburi, dann sagst du mir gerade, dass du... Also ich muss sagen, Chantau und warum? Franz sind rumgelaufen. Vielleicht hat Chantau Franz gezeigt, dass er wenden kann. Nein. Hä, aber oh. Timmit wäre doch rausgevotet worden an nein. Der Einstellung. Franz ist 100% Engineer, weil sonst hätte der Engineer doch... Was, du sagst, Franz ist safe, Junge? Ja, aber wieso sollte ganz der Engineer sein? Könnte es sein, sogar... Nein, könnte es sein, dass Franz den Engineer genommen spielen. Hat, weil er wusste, jetzt muss einer von den anderen beiden Engineer sein. Nee, ja, könnte sein, habe ich nicht gemacht. Du meintest doch, Simon, du meintest doch am Anfang oder dritte Runde, dass Franz da irgendwie gewendet sein könnte. Durch nein, habe ich niemals gesagt. Unter Lab irgendwie lang gelaufen, oder? Nein, habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Ey, Timmit, ganz dünnes hab Eis, ne? Aber Timmit, warte mal, für den Kill. Unge, für den Kill. Ja, ich finde Timmit oder Jiburi in Frage. Scheiße. Also, Jiburi stand unter nein, mir. Nein, ich. Jiburi stand unter mir. Es gab gar keinen Kill, Franz. Es gab gar keinen Kill. Achso, ja, warte mal. Rechts neben. Könnt ihr mich einfach rausvoten? Ich will nicht mehr. Okay, Jiburi. Ich will das nicht. Du bist so Jester. Jiburi denkt, dass Timmit Jester ist, deswegen sollten wir jetzt Jiburi voten. Ja. Was? Nein, nicht? Das ist smart. Jiburi nicht gerade. Nee. Smart von wollen wir alle Unge voten? Nein, Franz, lass Jiburi voten. Vertrau mir. Jiburi. Vertrau mir, vertrau mir, Franz. Dann vote ich jetzt Unge. Was? Oh Mann. Why? What the fuck? GG. Es ist so vorbei. Ja, Jiburi, wenn du sagst, Timmit ist 100% safe, das kannst du nicht. Also damit. Ich hab ja gesagt, vielleicht nicht. Kannst du bitte Timmit töten, Unge? Ich bin Medic, Junge. Let's go! GG! Junge, das ist so eine dumme Sau, Alter. Oh mein Engineer. Gott. Oh, Hat zum Horus wirklich. Franz, so geil, ey. Du bist so ein Kacke-Imposter, Junge. Jiburi, wir waren so gut dabei. Und dann kommt der Random Vote. Einfach. Ey, Junge, ist halt so ein Psycho, den glaube ich gar nichts. Das hat genau die gesagt. Jede Runde. Alles voll gut. Na, du hast gelogen mit Seher, ich war Seher. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gelogen. Hab ich mir gedacht. Aber ich habe ganz ehrlich. Franz, ich habe überhaupt nicht gerafft, warum Franz ein Alibi hat am Ende. Deswegen konnte ich mich mir gegen weil Franz ja Engineer sein musste, weil. Warum? Es hat hier niemand gesagt, dass er den rechten Reaktor gefixt hat. Das heißt, nachdem der EWGS zwei Leute rausgeholt hat, musste ein Engineer drin sein, der das gefixt hat mit dem Engineer-Fix. Weil rechts war aber gar keiner. Aber Franz hätte doch rechts drücken können und behaupten können, er wäre Engineer, ja, aber oder? Alle lügen können. Er hat den Button gedrückt. Nein, er hat den Button gedrückt. Also, so schnell kann er den Button nicht. Jemand lügt, ist heute eh nie Thema. Ich hätte maximal Chantau wenden sehen können und dann hätte ich ihn gegessen und hätte dann seine Rolle geclaimed. Ja, aber er wäre Reaktor nicht ausgegangen. Also es war wirklich unwahrscheinlich, dass es war nur noch eine Sache zwischen Timmit und, und Timmit dir. Timmit ist ein Schweinchen. Yep. Ja. Ich wollte Timmit auf meine Seite ziehen, aber... Ja, also gesagt, dass Timmit ist safe, hast du dich selber ins Ausgeschossen. Ja. Wärst du auf Unge gegangen? Ich sag nur, ich hätte mitgevotet. Ja, Franz, ich weiß, dass du auf mich... Du gehst immer auf mich gerne, ne? Ja. Ja. Unge, du bist so ein scheiß Imposter. Simon, ja. Ich hab dich letzte Runde noch geschützt, Chantau. Ich fand's auch richtig sad. Ja, ich glaube, das hatte gar keine Begründung. Ja, dann töte mich halt nicht. Was? Naja, also du bist ja kein Vote dabei. Tim, ich fand meine Du warst im Nord, oder? Viel Spaß. Noch keiner gesehen. Ich auch, Chantau. Viel Spaß. Achso, wie seid ihr gestorben? Evil gestern war wer?
Jiburi. So, okay. Und hast du Chantau rausgegessen? Machen wir gleich ein Meeting. Jeff. Nee, Jeff als Zier. Ja, ich als Zier. So, okay, wir haben nur die ich fake die andere jetzt wieder. Wir machen jetzt wieder Classic, komplette Superverarschung. Macht Augen. Er wollte mich gerade töten. Nein, Mann! Jeff wollte mich gerade töten, oder? Jeff wollte mich gerade töten, Flash stand eben gerade noch an dem Pylon. Ja, der liegt, also der musste auch gestorben sein, weil ich bin gerade aus Storage raus und dann habt ihr direkt den Report-Button bekommen. Mit wem habe ich Flash alleine gelassen? Das ist unter einer Sekunde, Ich habe ihn instant reported. Oder hast du einen Jeff? Nein, ich habe ihn an den Pylon gesehen, dann ist Licht ausgegangen. Ich laufe immer spammed, wenn Licht aus ist, laufe ich immer spammed Report-Button durch. Mhm. Licht geht wieder weg und ich habe direkt Flash reported. Also der... Der muss quasi unten an dem Pylon jetzt liegen. Immer noch. Ja, Baitlänge war das. Nee, es ist keine Baitlänge. Ich würde jetzt also, mal ausworten, ganz klar. Chantau, ich muss dir leider eine Sache sagen, Chantau. Es ist ein nicer Try, aber ich bin sehr, wie immer. Ja, aber dann weißt du ja, dass es nicht 2 Sekunden sind, sondern weniger. Es sind 3 Sekunden, nee, 2. Sind wirklich genau 2. Aber nee, das stimmt ja nicht. Ausgestellt, ne? Ja, Mente kann doch einfach sagen, wie alt er ist. Der steht an der Lifeline. Genau, 1,5 Sekunden, also ganz genau. Also dann 2. Ist es kein Bait. Ich hab super instant reported. Super instant? Also vor mir ist die Tür zugegangen in Electrical. Ich weiß nicht, wer bei mir war. Aber du bist doch Medic, Chantau, ne? Hast du einen Report? Müsste ich kann dir sagen, dass eine Kamera über Storage steht. Ich bin Security Guard. Das könnt ihr auch gleich sehen. Oh, okay. Also ich kann euch sagen, dass Jeff der zweite Imposter ist. So viel kann ich euch sagen. Aber bei der erste weiß ich nicht. Warum? Ich habe eine Frage kurz an Franz. Nein. Franz, der blaue Bildschirm ist nicht aus. Ja. Nee, der ist nicht aus. Der ist an, Franz. Der ist an. Ja, ist er auch. Ich habe dich nur getrollt. Also, okay. Warum bin ich der zweite Mente? Das möchte ich jetzt hören. Weil du bist an der Task vorbeigelaufen, dann hast du umgedreht, wolltest mich auf Cooldown killen, da wurde gerade reported. Nein. Ich bin umgedreht, weil Shiburi da war und ich habe ihr ein Schild gegeben. Aber warum würde man Jiburi ein Schild geben? Ja, genau. Hallo? Warum? Hallo? Ich mache mir Sorgen um diese Runde. Jeff hat, also wenn jetzt ein Evil Guesser drin ist, Jeff hat einfach gerade seine Rolle gecallt, Chantau hat seine Rolle gecallt. Okay, dann sag ich meine Rolle auch, ich bin Seher. Okay. Okay, dann sag ich meine Rolle auch, ich bin Engineer, ich fix gleich. Oh, du bist Warlock, Timid. Wait, aber. Hab ich ja im Stream gesagt? Oh, was? Ganz oh, das will ich sagen, aber meine Rolle ist jetzt useless geworden, dank dir. Ah. Oh, du bist der Bait. Oh. Was ist denn? Der Bait ist tot. Der Bait ist tot. Ich wurde einfach zum Crewmate runtergestuft. Der Bait ist tot. Der Bait ist tot. Aber nicht, wenn Jeff stirbt. Der Bait ist schon tot. Jeff wird mich töten. Ja, Simon ist hier. So, wir haben eine Task, die machen wir schnell. Ja, hallo? Hä? Mann, warum muss ich auch mit dem Imposter da reinlatschen? Unge. Simon, bist du echt? Ist es Unge? Nein. Ja, es ist Unge. Es ist Imposter, Unge, okay. Bitte? Ich gehe davon aus, Imposter ist doch sehr. Ja, ist Unge. Ist ganz klar. Nee, Unge, ich kenne keine Imposter. Ja, Unge, komm, guess mich noch. Krass. Ich gönne dir das. Jeff war echt Magic und hat seine Rolle gecallt, weil ich ihn so, oh Gott. Ja. Ich glaube, ihr habt mich wohl einfach erwischt. Ja, was ist denn passiert? Oh mein Gott. Liebe Timoris, ihr seid so dumm, wirklich. Wenn eine Leiche in Specimen war, ich kann euch nur sagen, ich war's nicht. Okay. Da muss jemand links rausgelaufen sein. Die Leiche liegt sogar rechts im Gang, wo wir dich gerade noch gekreuzt haben. Ja, also ich weiß nicht, wie du da sein solltest, ohne die gesehen zu haben. Ja, maximal Imposter-Kollege als Warlock, ich, oder? Als ich rausgelaufen Rip, bin, statt Mendel bei Simon Says, 10 von 10 als ich in der Schleuse war, bin ich weggelaufen von Mendel. Okay, das nehme ich an. Chat schreibt euch Fine. Also, ich wollte mich jetzt selber auf. Einfach nur, weil es wirklich so dumm ist. So dumm. Ich töte nicht ein Specimen. Ich töte nicht ein Specimen. Oh Gott. Komm, überlebt. Komm, Jeriff. Einen habe ich noch. Hast du auf Matteo geschossen? Nee, warte mal, da bin ich ja gestorben. Jeriff. Ist egal, ihr könnt euch das erlauben bei so vielen Leuten. Oh! Ihr könnt euch das erlauben bei so vielen Leuten.
Ja, ich glaube, die Evil Gäste fängt jetzt an, die Rollen auszusortieren. Richtig gut. Ich glaube, der Evil Gäste ist jetzt rausgeworden. Ja, der Evil Gäste ist leider raus. Ich bin doch nicht Detective. Leute, leider bin ich jetzt raus. Der Evil Gäste ist jetzt weg. Ciao. Ah, jo. Also bist du doch Imposter, Simon. Vielleicht hat sich Chantau nochmal vergessen. Ja, dann natürlich ist vorbei. Gestern, natürlich. Leute, nee, zwei Crewmates verloren in einer Runde. Wirklich oben, glaube ich, oder? So, ich mache jetzt Hardcore-Speedrun von den Task. Okay, auf geht's. Fuck. Ah, das ist easy. Timmit! Timmit? Irgendwer hat gerade Timmit entweder richtig dreckig hinter mir weggemacht oder ich wurde gewarlockt. Aber ich glaube, da hat jemand gekillt und ich habe es nicht gesehen. Wo denn? O2. Ich war gerade, Timmit ist mir gerade die ganze Zeit so richtig komisch hinterhergelaufen. Und ich dachte schon so, was ist das jetzt? Dann habe ich diese Gasflaschen aufgefüllt. Dann ist Timmit zu den Gasflaschen hin. Also ich bin dann wieder bei den Gasflaschen. Ja, also, ja. Dann bin ich hoch zur Tür Richtung Electrical gelaufen und Timmit war nicht mehr hinter mir und ich bin zurückgelaufen und dann ist Timmit umgefallen. Aber okay, dann können Franz und ich uns raus. Ich habe auch extra gewartet mit Reporten. Ich habe auch noch geguckt. Also unten ist die Tür aufgegangen zu O2. Das heißt, die Person muss aus O2 unten rausgelaufen sein gerade. Parsi kam von dort. Das ja, aber, gerade umgefallen, Franz, dann kann ich nicht gewesen sein. Nee, Lumi hat gesagt, sie hat gewartet mit dem Report. Ja, ich habe gewartet mit dem Report. Also wie lange? Ja, ich bin ja noch nach unten gegangen, habe geguckt, ob ich wen finde. Dann bin ich nach oben gegangen, ob im Baumraum jemand ist. Also bestimmt so 5 Sekunden oder 6. Wo genau war die Leiche und von wo bist du da rangelaufen? Links vom Müll. Mhm. Und ich war oben, quasi da, wo die Kabeltask ist, wo es nach Electrical hoch. Können wir denn Leute rausnehmen? Umgefallen oder was? Kann es sein, dass der Sheriff... Na, Jibiri und mich könnt ihr ja eh rausnehmen, weil unsere Kontrolle sind. So, vor allem, Timmit kann von da aus ja auch nicht die Tür aufgemacht haben. Das heißt, der Killer muss unten rausgelaufen sein. Ich kann nämlich jetzt Jibiri rausnehmen, weil die vor Lab mit mir war. Du bist ja sicher, dass es kein Sheriff war. Ja, weil er war nicht neben mir, als er gestorben ist. Lass doch mal darüber reden, wo die Leute sind. Ja, Franz hat Comms. Ich kam aus Weapons, hab Comms gefixt und bin gerade Richtung Office. Ich war also nicht im O2. Ja, da muss es ja Parsi sein. Also Parsi oder Lumenti. Ja, genau. Nee. Das funktioniert halt nicht. Wir könnten uns noch einen falschen erlauben, wenn. Ja, aber trotzdem, ich glaube, dann haben wir halt trotzdem ein Problem, ne? Weil wenn wir Lover sind, ist dann die Runde vorbei bei 5, ne? Ja. Dann killen die Lover einen, können ausgleichen und dann. Weil du bist es ja Parsi, deswegen ist es ja kein Inch. Nee, ich bin. Ja, ihr könnt mich gerne voten. Oder wo bist du hergekommen? Kein Warlock, das ist schon mal, glaube ich, wichtig. Nein, ich kam tatsächlich aus O2, aber schon deutlich früher. Was? Nein, das kann nicht sein, weil die Türen sind zugegangen. Und die Tür ist dann aufgegangen. Ja, also mein Guess wäre Franz. Ich weiß nicht, ob das für mich wäre, um ehrlich zu sein. Muss aber ich mal gucken. Als was denn? Weil er hat doch... Das war ein Sheriff. Geil. Ich sag, das war ein Sheriff-Kill. Das kann nicht, nicht gewesen sein. Also aber er war ja nicht neben mir, als er gestorben ist. Nein, ihr werdet es jetzt sehen. Also dann ist mein Guess Franz. Okay. So, die Task schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Das wird schneller beendet. Das Ding ist, wenn Franz jetzt einen Kill macht und dann noch Guest, weil Jeff hat halt seine Rolle gecallt, ne? Lebt Jeff überhaupt noch? Weiß ich nicht. Hallo? Ich denke mal, ich mach mal den Button. Aber warum? Schwierig. Weil zwei Rollen sind und wenn da Evil Guest noch drin ist, weil... Ja, was? Bürgermeister? Ich hab keine Stadt. Deswegen... Werden wir 2042 Beta nächste Woche ansehen. Wie kommt man in die Beta rein? Weil ist die Open Beta? Das ist zwischen Lumenti und Parsi. Und wenn Parsi es nicht war. Ja, aber dann kann es ja immer noch ein zweiter Imposter oder ein Jakal drin sein. Ja, Jakal kann das noch sein. Ja. Aber, also, I mean, ich kann halt nur meine Sicht erzählen. Ich würde mit Battlefield auf jeden Fall mal ansehen. Und damit ist nicht neben mir umgefallen. Ich habe extra gewartet. Und ich bin extra noch runtergegangen, weil die Tür unten halt aufgegangen ist. Das heißt, die Person muss da rausgelaufen sein. Das Ding ist, Lumenti ist es halt nur, wenn wir davon ausgehen, dass Franz wirklich ins Office gegangen ist. Aber es klang genuine nach meiner Wahrnehmung. Nochmal, ich war in Weapons, habe dort meinen Download gemacht. Dann gingen die Türen zu, dann ging Comms aus. Ich gehe aus Weapons raus, Comms fixen. Parsival kommt mir
unterkommst und Weapons nach oben entgegen. Heißt also aus ab Richtung dem 6.9. Ich gehe nach unten, Beta. Zwei bin Tage halt zwischen den Gebäuden und dann wird Vorbesteller. Ey, so, wie geil, soll ich denn in Untu gewesen sein, wenn mich Parsi dafür rausnimmt? So, ich kann nur Warlock gewesen sein, aber ich habe mich ja bewegt, wie auch Parsi weil gesagt hat. André hat was. So, ich komme ja dafür nicht in Frage. Parsi, was sagst du dazu? Richtig. Außer Timid war hier Sheriff und Parsi hat uns auf die richtige Aber Spur Timid ist halt aber wirklich nicht neben mir gestorben. Okay, ja. Das Ding ist, es ist halt der Button gedrückt und wir müssen ja voten. Und da ist halt Lumenti die Einzige, die für mich noch so einen Grundverdacht hat. Nee, ja, dann kann ich auf jeden Fall für die letzte Runde 100% Das macht mich erst was auf den Fury. Aber Franz, ich war letzte Runde, als der Kill nämlich passiert ist, mit Jiburi vor Lab. Wir sind beide gesprintet und weil sie ja gesagt hat... Ja, aber ihr könnt ja vor Lab gewesen sein, ist trotzdem einer von euch der Jakal. Ja, noch besser. Ja, aber wir wollen ja jetzt den Imposter finden. Der 6.9. ist, glaube ich, ein Montag. Nicht den Jakal, also nicht Tim Hortons. Ja, aber vielleicht haben sie... Leute, es kann doch einfach sein, dass die Imposter gerade raus sind beide und deswegen auch Comps gemacht, nicht Comps, sondern den Reaktor gemacht haben, um eben dem Jakal quasi nochmal so ein bisschen ans Bein zu pissen. Warum? Boah, Jakal ist so denkt nur der Jakal, Lumenti. So denkt nur der Jakal. Ja, gut, also dann votet mich, ja, aber ich hab gerade gefixt, also ich bin Engineer. Er macht einen Kill und votet Medic raus. Das war ein schneller Fix. Jetzt raus, Tim. Ja, okay, geh los. Franz gewinnt das noch, ey. Lumenti. Oh, dann ist es Franz? Doch, ich hab gerade gefixt. Okay, es ist Franz, Leute. So, also, boah, er könnte es noch gewinnen, wenn er einfach. Ich weiß nicht, wie sehr er das mitbekommen hat, dass Jeff das gesagt hat in der ersten Runde, dass er Medic ist. Nur Vorbesteller ab dem 4.9. Open Beta vom 6. bis zum 16. Ja, passt doch trotzdem. Weil der 6.9., wie gesagt, wäre ein Montag, würde für montags, glaube ich, halt sehr gut passen. Game-Chat, da gibt's nichts, oder? Was? Warum ist der raus? Dann ist er jetzt schon GG. Ja, okay, unlucky. Ja, der Chat. Ja. War gerade so sad. Es hatte keinen großen Unterschied gemacht, weil er wusste die ganze Zeit, dass er hätte ihn aber war ein guter Kill, Franz. Ja. Aber mein Internet ist ja, wenn er auf den, auf den Bait-Fake hä, wie, das war kein Kill? Das war das, was ich gesagt habe. Schade, dass ihr wurdet hier. Ja, ich wollte entweder auf Franzi oder Lumen. Aber ich stand doch so weit weg von ihm. Carry, GG. Ja, aber deswegen habe ich extra versucht zu sagen, weil mir war klar, dass du kein Imposter bist, Lumi, aber ich war halt auch keiner. Ich wusste nicht, was ich in der Situation dann noch machen kann. Aber er war so weit weg von mir, ich hätte nie gedacht, dass die Range da. Ja, vermutlich. Sorry, dass ich in Specimen gekillt habe. Ich war so paranoid, Mantle ist mir hinterhergelaufen und dachte, jetzt ist nicht schon wieder ein Sheriff, der mich irgendwie tötet. Dann habe ich einfach Mantle in Specimen. Sorry, ich weiß nicht gerade, was mein Internet war. Irgendwie war auf einmal weg, ganz kurz für eine Sekunde. Ja, Jeff, was soll denn das? Was soll denn das jetzt hier? Danke, oh Mann, Jeff. Ja, sorry, ich weiß nicht, was du hast. Ja, du hast Merkel hat so viel für die Digitalisierung getan und jetzt. Das habe ich trotzdem nur 10. Ey, lass Merkel in Ruhe, ja? Merkel, weg! Ja, Matteo! Oh, nein. Mir leid. Matera, ganz ruhig. War mit deinem Kindergarten. Matteo, ich wollte gerade sagen, nur weil das deine alte Klassenkameradin ist. Merkel, wenn die fertig ist, habt ihr einen Bundeskanzler-Ding. Oh, mein Gott. Ich hab den Witz doch gerade eben schon selbst gemacht. Mann, die Freundin von damals, ey. Ich box euch alle weg. Okay. Matteo war natürlich, wenn ihr Medic seid, dann soll ein Schild. Angela Merkel ist. Ja, gib mir ein Schild, wenn ihr Medic seid. Auf Lesk, auf Lesk. Ich hab dir ein Schild gegeben, Unge. So, bin Security Guard. Danke, ciao, ich bin weg. Hau ab. Seht zu, wie ich als Security Guard einfach direkt rausgewortet werde, indem ich diesen Vent hier zumache, dabei gesehen werde und dann drei Leute Labor, eine Person Dropship. Warum ist eine Person Dropship noch? So, dann gehen wir mal ins Dropship. Was machen die beiden denn? Jeff und Timmit sind verliebt. Hä? Wo ist die Person aus Dropship hin? War das ein Bait für mich, damit ich jetzt hier sterbe? Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot. What the fuck? Ah, da kommt einer hinter mir her. Da kommt einer hinter mir her. Da kommt einer hinter mir her. Bless. Wollen wir noch ein bisschen Blesk beobachten? Okay, ich sitze in seinem Nacken. Ich
atme ihm die ganze Zeit in seine. Oh, das ist natürlich. Wo? Da, wo dir gefällt das. Wir haben einen Cleaner. Matteo, nee, der ist schon. Nicht, ah, doch. Der ist schon doch, sehr doch, lange tot. Oh, doch. Ja, drei sogar. Warte mal, das wurde nicht angezeigt gerade. Oh mein Gott, drei Leute sind tot. Oh mein Gott. Im Horus beruhigt er erstmal. Okay. Atmosiv durch. Also. Das Problem ist, Lumenti, du bist aus Specimen raus. Nein. Hä? Aus Specimen? Haben wir gewonnen oder verloren die Runde, wo die Wette lief? Ja, ja. Davor warst du Specimen. Ich war nicht Specimen, die ganze Runde nicht. Also, Pazzi ist gestorben. Gewonnen oder verloren? Was? Im Lower Decon. Ich drücke jetzt einfach das, was der erste schreibt. Ich habe nämlich, verloren, ich weiß noch, ich habe Timmy, Jeff und Parsival vor Admin gesehen. So, da bin ich in Admin reingelaufen, habe auf Lifeline geguckt, Parsi war tot. Ich bin runter zum Admin-Pult, habe geguckt und ich habe keinen Punkt gesehen in Office oder so. Ich habe alles abgesucht und dann bin ich wieder rausgelaufen, weil ich dachte, ihr hättet ihn da unten irgendwo gekillt bei diesen Schneemännern. Habe ich da geguckt, ich war die ganze Zeit dort. Ich glaube dir das, dann ist es nämlich dem Horus. Unge muss halt oder zum Horus. Oder zum Horus muss es gewesen sein. Also muss halt direkt bei dem Report gestorben sein. Ich sehe es. Nee, nein, Name ist Horus. Aber wieder Typ doch jetzt was. Streamer wurde gecleaned. Matteo und Parzival wurden angezeigt beim Report gerade. Unge muss derjenige sein, der gecleaned wurde. Wurde der am Anfang gecleaned oder wurde der am Ende gecleaned? Ach so! Ich muss ungefähr sagen, Parzival war ungefähr ja, schon halt die lange tot, eine 40, 50 Sekunden. Mente ist ungefähr 10 Sekunden tot und Simon wurde ungefähr bei Parzival ungefähr da auch geklärt. Ach stimmt, also, wir wollen das jetzt Horus, bitte. Digga, halt dein Maul, ey. Aber wenn das stimmt, dann würde es ja bedeuten, dass einer getötet hat, einer hat Parzival gecleaned, einer hat zur selben Zeit... Nee, Parzi wurde nicht gecleaned. Unge. Einer hat zur selben Zeit Parzival getötet. Ja, das bedeutet, aber stimmt, Jeffs Info geht gar nicht. Okay. Weil wenn Unge gecleaned wurde, während Parz gestorben ist, dann muss Unge quasi gecleaned worden... Ja, wir haben einen Jokai wahrscheinlich. Oh, ja, das meinte ich, dass wir drei Killer haben. Ah. Nee. Also Jeff ist raus, ich bin Lover mit ihm, er ist nicht von mir gebendet. Er ist auch nicht von mir. Kannst du als Jokai wenden? Nee, ja, kann ich nicht. Oh. Und warum dann ist es jetzt Tim Horus? Weil Tim mit aus Spaß wieder dann Scheiße labert. Also, Parts liegt halt lower. Decon, Tim Horus und Lumenti sind von links gekommen. Also, oh, Jeff lügt. Aber schließt das die dann nicht aus? Nein, ich lüge nicht. Oha, fast Tim Horus. Gut, dass wenigstens. Ist ja so unwahrscheinlich, dass ein Cleaner und. Ach, du meinst es andersrum. Ja, das geht. Ja. Das geht tatsächlich. Ja, ne, Leute, Round. So, Mann, ey. Sticht er mich da einfach ab? Ein bisschen chillen. So, na gut. Nächste Runde. Versuche ich alle meine Tasks zu machen lebend. Lup. Peng. Warum ist es aus? Habe ich hier irgendwas? Yes. Jeff ist auch nicht im Pass, warum hat er dich nicht reported? Keine Ahnung. Heutiges VIP oder RIP geht darum, ob ich lebendig 10 von 10 Tasks schaffe. Ich sag, schafft es easy. Oh, da liegt eine Leiche. Komm, schnell. Wer reported? Niemand. Jeff wird reporten, oder? Zeigt er mir jetzt, wo er cleanen soll? Oh mein Gott, zeigt er mir jetzt, wo er cleanen soll? Die haben das einfach weggeputzt, die Schlawiner. Oder machen wir hier? Ich schaffe das easy. Es wäre geil, wenn ihr bei einem VIP oder RIP einsteigen könntet auf dem VIP oder RIP mit einer Wette. Also könnten wir sogar machen, aber dann wird die Wette mega lang gehen. Licht wird ausgemacht.
Wer war das noch mit dem VIP oder RIP? Fine. Mit vielen E's und einer Zahl hinten dran. Ah, da ist noch was. Scheiße. Ah! Okay, Alarm! Alarm! Ey, Gott sei Dank finde ich mal eine Leiche hier. Alarm! Hey. Also, Franz, als Imposter reportet man nicht, ne? Also. Oh, shit. Oh, dang it! Hm. Lumenti also, ist im Admin. In Admin? Am Table. Und da kam vorher Tim Horus aus der Richtung. Ich bin rausgegangen aus dem Office. Jeff ist aus Specimen rausgekommen, aus dem Decon. Mhm. Also ich kann sagen, auch Jeff drin, und Timmy sind nicht zusammen cleaner, weil ich weiß, dass Jeff nicht clean kann, tatsächlich. Ich habe eine Crewmate-Rolle, die kennt Fless wahrscheinlich auch, aber ich werde wahrscheinlich du meinst, gleich lachst du oder jetzt so. Na, ich dachte, das war eine Anspielung auf deine Jeff-Runden. Nee. Oh Leute, ich hab jetzt überhaupt nicht. Ich war in der Lifeline und ich wusste, dass vorhin niemand tot war und danach war. Irgendwer war gecleant die Runde. Wer war denn das? Jiburi. Letzte Morgen hast du Jiburi, ne? Und Jeff kann in der Zeit nicht gecleant haben, weil ich wusste, wo Jiburi vorher war. Ja, ich nehme jetzt das an die Hand, Leute. Okay, ich vertraue Vlesk und Jeff jetzt. Ich bin Nice-Guesser. Wen soll ich als Cleaner jetzt voten? Vlesk. Gute Frage. Niklas nicht. Ich würde Tim Horus als Schakal voten, tatsächlich. Nein, ich bin keine Imposter. Weil ich nicht glaube, dass es zum Cleaner-Duo dazu gehört. Und wenn nicht, Jeff recht hat. Dann müssen es ja Franz und Timmit so, sein. Mit den so wie Vlesk gerade redet, nutzt er mich gerade einfach wieder für seine Imposter-Runde aus. Also ich glaube eher, dass er irgendwas von dem. Ich habe ja auch eine Lösung. Und zwar, Vlesk lebt noch. Das ja, genau. Das war's eigentlich. Das stimmt, ja. Aber ja, er ist wahrscheinlich nicht der Cleaner. Wer ist dein Cleaner-Kollege? Er pusht so hart. In Runde 1. Warte mal, wenn er weiß, wo Jiburi war, warum ist er nicht hingelaufen und hat reportet? Weil sie lag, weil ich als Hacker, ja, sie lag über 40 Sekunden tot. Also heißt, der Cleaner hat sie selber gecleant. Ja, muss nicht sein. Also Cleaner hat gekillt. Alter Sau, Alter. Kann sein, muss aber. Da drin wahrscheinlich und noch der Jakal. Ich weiß, auf welcher Seite Jiburi war. Jiburi war nämlich in O2 drüben und als ich rübergelaufen bin zu dir zu Lifeline, da war Jiburi gecleant. Aber ich habe natürlich zwischendrin Tasks gemacht. Sprich, ich bin davon ausgegangen, dass du nicht in der Tour läufst, ja, ich halt mit jemandem zusammen cleanst und dann wieder rüber gehst. Perfekt, Chantal, okay. Nice, Gäste. Ja, sagen können, wo er reinhält, ne? Tim Horus, der kam aus ist eh vorbei. Nein, Franz und Vlesk. Einer von beiden Jakal, einer Imposter. Ja, ist GG. Auf wen soll ich gehen? Machen wir mal, ne? Geh auf Timmit. Was hast du gemacht, Timmit? Mach mal. Timmit kriegt 2 Votes. Sehr gut, sehr gut. Also wir haben trotzdem 2 Imposter. Warte mal, Vlesk auf Timmit. Ist eh vorbei, oder? Tim Horus hatte zu viele Votes. Nicht auf Timmit gewotet. Ist vorbei. Stimmt, Vlesk hat nie auf Timmit gewotet. Nee, obwohl ist nicht vorbei. Warum soll es vorbei sein? Jester? Nee. Oha. War ja nice guess. So, wir machen jetzt 10 von 10 Task. Geil. Muss ich warten? Muss warten. So, dann... Let's go. Oh. So, Franz hier hat gedrückt. Was macht er jetzt? Oh nein, er tötet den Bait gleich. Er tötet... Oh, doch nicht. Doch nicht. Oh shit. Das ist eine bodenlose Frechheit, dass du hier gemeldet hast. Nein. Ich habe so viele Tasks noch, Leute. Dann erzähl mal, Tim Horus. Ich war nur zu scared. Ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast. Jeff ist mir gerade hinterhergerannt, extrem. Nein. Ich fand's echt weird, dass Franz links steht, aber ganze Zeit 0 von 2 stand. Erst drauf gedrückt, ja, ne, wo ich da hingekommen bin. Nein. Ich habe die ganze Zeit drauf gedrückt. Und nein, ich du hast erst drauf. Ich habe extra aufgemacht beim Hinlaufen. Nein. 0 von 2. Nie im Leben. Ich bin reingelaufen, ich habe drauf gedrückt und ich hatte meine Patschehand die ganze Zeit drauf. Ja, erst wo ich da hingekommen bin, war auf einmal 1 von 2. Vorher stand da nicht 1 von 2. Ich habe extra drauf geachtet. Hm. Können wir sagen, stark bist, aber von Jeff. War, als ich dran war, die ganze Zeit drauf. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. Tim Horus kam und in der Zeit ist nichts auf der rechten Seite passiert. Und ich bin rübergelaufen. Nee, Fine muss nicht im Chat sein. Ja, wo war Timmit? Timmit ist ins Labor reingerannt. Ja. Du wirst dann morgen aufwachen und wirst dann für 3 Monate gebannt sein. Ich nehme Tim Horus persönlich raus und für mich ist es Franz. Kein Ding. Das ist halt Oberkäse. Können wir sagen, ob der Kill-Cooldown schon ab war? Ja, der war 100% ja, schon, ja, ne? Der war schon ab.
Ja. Franz hätte mich auch da oben killen können beim Reaktor. Der Hacker kann welche Farben. Aber ich glaube auch, wenn ich den Button drücke, geht doch gar nicht. Das Ding ist, Timmit und ich können uns aus der ersten Runde rausnehmen. Und deswegen wäre es dumm gewesen, hätte er. Können wir so halten. Eine Woche. Lol. Ey, Timmit, nimm doch das Alibi. Ja, okay, Mann. Imposter, Jeff. Geht echt nicht. Ich bin kein Imposter. Ich bin Votewagen. Willst du erlauben? Wir müssen doch. Wie kommst du jetzt? Flesk hatte gesagt, er votet Timmit, hat aber Timmit nicht gewotet. Ja, das fand ich auch komisch. Ich glaube, er war Imposter und wollte oder so. Halt. Nein, er wollte Timoris raus haben, deswegen denke ich, dass es Franz ist. Er hat sich ja das genommen, ne? Er hat sich ja das Futter genommen und hat dann einfach auf mich gepusht, so. Das macht er gerne als Imposter. War lecker, Futter. 0 Uhr ja, ich bin halt für ihn ein einfaches Ziel, deswegen glaube ich, dass er Imposter war. Ich kann Timmit rausnehmen, ja. Du kannst mich gerade. Ja, Timmit, nimm doch die Runde einfach. GG. GG. Mal gucken. Ich glaube nicht. Nimm doch, Timmit. Mal gucken. Warum, bist du Jester, Timmit, oder warum bist du das Feld, dass ich dich rausnehmen kann? Nein. GG. Verdient, weil ich einfach erste Runde gestorben bin. Frech. Timmit, so traurig, so dass ich... Aber wie ist denn das aus der ersten Runde passiert, dass da 3 Kills so schnell passiert? Ja, ich war Lava mit Passwort. Oh, beide Passwort. I did it, Alter. Wurde direkt gekillt und gecleant. Oh, ich habe mich auch so gewundert, weil ich nur 2-mal geblinkt habe als Seer. Und ich dachte, wie können 3 Leichen sein? Das geht doch gar nicht. Aber geht wohl, ich war nur ein bisschen dumm. Das war unlucky, dass Shantau nice gestern war. Weil wenn Shantau nicht sich selber rausgegessen hätte, dann wäre auch noch keiner gevotet worden, glaube ich. Mhm. Toll gemacht. Boah, war da das du Timmit nicht gevotet hast, war halt komplett safe für mich. Und da du auf dem Horus dann die Votes hatte, war halt für mich am Ende nur noch Franz übrig geblieben eigentlich. Ja, dann hatte ich auch Glück. Ich war mir nicht sicher, ob wir schon einen Button hatten und ob ich mich jetzt als Mayor verrate, aber wenn wir eh keinen Guesser hatten. Warum sterbe ich eigentlich nie, wenn ich Bait bin? Ich war jetzt 4-mal hintereinander Bait. Ich wollte Jeff nicht töten, weil ich dachte, Jeff ist der Bait, weil ich euch gesehen habe an dem Vent die ganze Zeit. Spaß. Ich hab dich im Vent gesehen. So, ich bin ein Ninja-Astronaut. Ich bin jetzt wirklich schon wieder in der ersten Runde. Viel Spaß. Ich bin auch Bait. Wir task-managen jetzt so hart rein. Viel Spaß. Hoch. So. Ich habe direkt die beiden Tasks oben gedodged. Wir machen jetzt erstmal Communications. Ich werde jetzt 10 von 10 Tasks machen. Boom. 1. Läuft. So, dann gehen wir jetzt auf 2. Gehen auf 2. Kamera ist an. Ich bin safe. Hier kann mir nichts passieren. Ich kann nicht getötet werden. Boom. Zweite Task läuft. Lights. Oh nee, nicht mich töten jetzt. Nicht mich töten. Ich muss Task machen. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Ich muss arbeiten. So, dann. Oh, Tim Horus war hier. Lumenti war hier. Franz und Unge. Tim Horus, Lumenti, Franz. Ach nee, das war ja ein Kill. Tim Horus, Lumenti, Franz und Unge. Tim Horus, Lumenti, Franz. Oh, Mente war gerade noch bei uns Matteo. In Odin. Ja. Spiel doch mal mit, Matteo. Der ist doch gerade an mir umgekippt. Ich habe Shantau noch laufen sehen, also der ist es nicht, aber wir haben Warlock. Wo bist du? Dann ist es Timmit nicht. Wow, danke, Mann. Das ist gemein. Chris stirbt immer so früh heute. Wo bist du? War nicht mal richtig. Ich bin gerade von Lifeline. Das mache ich nicht. Ich will das nicht machen. Ich bin gerade von Lifeline Richtung Admin gelaufen. Warum soll ich den Knopf drücken? Sobald er in meiner Range war, ist er umgekippt. Bin dann wieder umgedreht und wollte gucken, ob noch wer tot ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich dachte, ich hätte noch Flash gesehen, weil ich hatte auch einen Report-Button, aber das war mein Ding. Nee. Wer stand gerade bei mir an dem Wasser, an den O2? Hans? Aber ich bin mir ist gerade irgendjemand entgegengekommen, als ich aus dem Baumraum kam. Wir können tatsächlich viele rausnehmen. Und zwar Unge, Franz, Lumenti und ich waren O2. Ja, also Tim habe ich gerade auch noch gesehen, der kam gerade noch zu mir. Ja, aber können wir den davon wir rausnehmen? Wir können nächste Runde die Rollen und ich wollte gerade sagen, ihr müsst die Leute. Das ist keine Sekunde her. Ich habe halt gerade direkt reportet. Also. Deswegen, das tut mir leid. Das heißt, also mir ist gerade noch irgendwer entgegengekommen, als ich aus dem Baumraum kam. Wer war das? Achso, jetzt nimmst du mein Alibi, Timmit. Also Lumenti hat sich bewegt, kann ich sagen. Hat sich bewegt, aber dass Tim Horus gerade sagt, wir können viele Leute rausnehmen, obwohl Tim Horus und noch irgendjemand war an der Mülltask. Und wie soll ich dich denn rausnehmen, Timo? Ich war kurz, aber das ist halt schon 10 Sekunden her, an der Mülltask. Dann bin ich hochgerannt zu Lumenti an den Download. Sie ist gerade weggerannt und dann kam direkt der Report. Ja, aber das stimmt. Das habe ich. Ja. Okay, aber ich war noch nicht mal drin. Der Tim kam hier gerade entgegen. Achso, in der Tür. Aber unten neben der Mülltask war gerade noch jemand. Da war ich kam achso, okay. Wasserflaschen. Verstehst. Jeff ist Warlock, hat Party gecursed. Nein, stimmt. Und ihr beiden seid im Posten. Ja. Müssen wir hier nicht Party voten? Wegen ja. Stimmt. Wir standen Jeff ist der Warlock. Tatsächlich. Jeff, Unge, Timmit und ich, aber ich bin dann halt losgelaufen Richtung Lifeline. Da war Matteo. Nee, Quatsch, da war Vlesk schon tot. Bin dann von da aus wieder weg.
Und dann ist aber Matteo Timmer, du als Warlock, ne? Ja, ja. Die einzige andere Möglichkeit warum wäre, stellt sich Matteo an die Task, die nur eine Sekunde dauert? Wahrscheinlich. Anja, dann hätte ich wieder... Keine Ahnung, ich habe langsam gesehen, dass er tot ist. Habt ihr gerade Timid exposed? Ja, ich habe Sandkasten eingeräumt, 20 Sekunden. Unten. Ist halt schwer mit dem Förmchen, ne? Ja, wirklich. Die rutschen die ganze Zeit raus. Der Sand hält auch nicht so richtig. Vor zwei Wochen. Ich hab mich selber gebaut. Friseur war ich letztes Mal ich brauche meine Förmchen, das macht man auch richtig lange, weil ich bin dann immer wieder verklicke, dann klicke ich neben die Form und dann muss ich dann vorne anfangen. Horror. Das letzte Mal beim Friseur war ich, glaube ich, Anfang 2019, oder? Also was heißt, oder ihr wisst es ja nicht, aber... Kann mir jemand sagen, warum das VOD von gestern nicht verfügbar ist? Ich dachte von... Dienstag ist nicht verfügbar. Ist von gestern auch weg? Wahrscheinlich wegen Trailer. Gestern liefen viele Trailer oder vorgestern. Ne, Dienstag war das, oder? Wir haben Gamescom-Trailer gesehen, da ist immer Musik drin, ist immer schwierig. So schneidest du dir die selbst? Spar sehr viel Geld. Also sehr viel. Davon kaufe ich mir dann immer eine kleine Limonade. Kann nicht zählen. Doch, kann doch zählen. Boom. Ich finde, wenn man die Rollen sehen will, kann man auch die anderen Streams aufmachen. Die Rollen nicht zu sehen wollen, geht halt leider nicht. Ja, das stimmt. Aber manchmal will man ja sehen, wie die Imposter dann die Runde noch gewinnen. Wir können aber gleich mal ausmachen. Oh, guck mal, Jiburi ist tot. Investierst du? Ja, in kleine Limonaden. Hat sich bisher sehr bezahlt gemacht. Top-Rendite. Okay. Wo liegt Jiburi? Chantau. Oh, ich dachte, Franz wäre tot, lol. Chantau, wo hast du gefunden? Warum haben wir drei orange Leute eigentlich? Die liegt oben ja, in dem Raketenraum. Drei Punkte waren Lab vorher und Franz war auch im Lab. Tim Boros, ja, davor schon ja, genau. Also Tim Boros, Lumenti und Jiburi habe ich allein im Lab zurückgelassen, als das Licht ausging. Ich bin in Upper Decon gegangen, um ins Bett. Ich muss jetzt was sagen, was mich sehr sass macht. Ich bin genau gerade am Raketenraum vorbeigelaufen. Ja, und ja, Temperatur. Ja, ich auch. Ich glaube dir das. Ich von der anderen Richtung und Chantau kam gerade aus Office nach oben zum Raketenraum. Ich kam aber wirklich von draußen rein, bin zur Temperatur und ja. Ja, du hast nicht gesehen. Aber warte mal. Nee, ich sag einfach die Wahrheit. Ich sag, ja, Leute. Oh, Chantau hat Angst, dass ich Jester bin, weil er Imposter ist? Oh. Ich bin gerade zu leicht gelaufen und hab reported von. Ach, oder hast du vielleicht. Ach, scheiße, ist 7 Days to Die auch weg. Nee, Jiburi ist lange tot. Nicht lange. Okay. Und der Bench ist gestern haben wir auch. Franz ist aus dem Upper Decon. Nein, Franz ist aus dem Upper Decon rausgenommen und Lumenti und ich sind dann runtergegangen. Dann werden wir niemals erfahren, wer gestern bei 7 Days to Die ist. Also ist er eigentlich der Letzte da. Das erklärt, warum jetzt. Ja, wir haben ihn zurückgelassen, das stimmt. Ihr habt. Schön. Aber nee, dieser Befehl war ja vorher tot, oder nicht? Nee, die Highlights stimmen nicht. Also keine Ahnung. Ich meine, ich weiß ja, dass ich in Specimen war, nach oben gehe und dort findet Chantau eine Leiche an der Rakete. So, ja, aber, weiß ich ja, dass der Kind. Aber wir haben Tasks gemacht. Ich habe Tim die ganze Zeit gesehen und während Lights Out haben wir zusammen in der Ecke gekuschelt. Also, oh, das also ist wir, ja krass. Wir haben Metz-Scan gemacht. Warte mal ganz kurz. Hm? Lumenti, hast du gerade gesagt. Ich musste sogar auf Lesk als Geist sogar noch warten. Nee, die laufen wirklich zusammen rum. Ich wollte jetzt gucken, ob Jiburi geklappt. Richtung Lifeline, da war Matteo. Nee, Quatsch, da war Vlesk schon tot. Bin dann von da aus wieder weg. Und dann aber Timmy, du als Warlock, ne? Ja, ja. Die einzige andere Möglichkeit warum wäre, stellt sich an die Task, die nur eine Sekunde dauert? Wahrscheinlich. Anja, dann hätte ich wieder. Keine Ahnung. Mach doch einen Clip, Matti, du hast dich versprochen. Die sind Lava seit der ersten Runde tatsächlich. Die sind, ja, genau, die sind Lava, ja, die beiden. Meine Gruppe, dann sag ich. Sie war ja immer noch ein Imposter von den beiden, also. Stimmt, genau, ja. Ja, krass. Wie genau habe ich den Kill jetzt gemacht? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin Jester. Ich habe gewonnen. Stimmt. Aus der ersten Runde, meine ich. Warum jetzt Runde Panzi? Schon süße Tiere? Ja, warum jetzt schon, aber okay, nicht in 7 Days to Die. Aber Panzi, gut, dass ich geskippt habe. Drauf? Ach, du bist Mayer, Jeff. Du wurdest schon als erstes gewordet. 8 Leute ist schon... Telegram? Nutzt ihr Telegram? Die Bots von 7 Days to Die kann man bei Edo nachsehen. Ja, dann könnt ihr den Tod von Edo ja bei ihm nachgucken. Ego-Perspektive. Wie er stirbt.
Wenn ich gerade, also ich glaube am meisten Bock habe ich aktuell auf 7 Days to Die. Weil es auch so eine Challenge ist irgendwie. Habe ich alle Task? Bin ich eine Maschine? Ja. Bin 10 von 10, Chat. Warte mal, ihr Schweine. Ich hatte gerade meine Map offen. Mein Kater schnurrt so laut. Die Leiche liegt rechts vor Lab. Franz liegt da und die Tür ist gerade aufgegangen. Das heißt, der Killer hat gerade die Tür aufgemacht. Okay, Chantau, ich muss dir eine Sache sagen. Jetzt mal kurz Retalk, auch in der Gefahr hin. Das ist liebe Nee, ich bin kein Bait. Nein, das war gerade aber ein Bait. Ja, das waren zwei Sekunden. Ich meine, dass ich den Bait nicht gekillt habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es war genau Imposter, glaube ich. Nee, Pazzi war das nach dem Call. Stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich nicht geflogen bin, ehrlich gesagt, weil ist ja völlig offensichtlich. Hm? Also der Killer hat gerade rechts oben die Tür aufgemacht, ins Lab rein. Mhm. Bait Lover. Okay. Ich bin aber unten, Motu. Wo liegt die? Also die Leiche liegt aber außerhalb. Ich weiß nicht genau, wo die Leiche liegt. Ja, außerhalb, links also vom Lab. Licht war aus. Ich habe einfach Report gespammt. Hä, aber warum sollte der Killer dann da die Tür aufmachen? Das checke ich gerade nicht so gut. Ja, die Tür ging auf. Und das war nicht Franz, weil der tot war. Irgendjemand hat die aufgemacht. Ach so. Irgendjemand hat die Tür geöffnet. Ja, darf ich. Okay. Wie sind die Votes eigentlich letzte Runde zustande gekommen? Es waren 9 Votes, 4 auf mir, 5 Skips. Jeff hat geskippt, ich hab geskippt. Er will jetzt herausfinden, wer der Mayor ist. Ja, genau. Stimmt. Ach ja. Na, passt das hier gestern, oder? Ja, genau. Ich denke, er ist Evil Mayor. Ich bin leider nicht der Mayor, ausnahmsweise. Ich bin der Sieger. Du bist Evil Mayor. Okay, das sind Bilder an. Kann ich mir kurz sagen, warum Pazzi gerade der Kill gewesen sein soll? Das habe ich nicht gesagt. Nein, aus der ersten Runde. Wisst ihr, was ich glaube? Chantau ist über die Leiche drüber gelaufen, wie er sagt, unabsichtlich mit der Map, aber er ist der zweite Imposter und hat seinen Kollegen, wollte ich exposen, und da ist der Kamera-Range. Kann das sein? Ja, da ja, liegt in der Kamera-Range. Ja, liegt in Kamera-Range. Ja, und deswegen wolltest du die Leiche jetzt verschwinden lassen, Chantau? Warte mal, wer war in den Camps? Nee, ich hab gleich reportet, weil ich Crewmap bin. Wer war denn Camps? So, Crewmap. Kann man mit Ich war zwischendurch ganz kurz Camps. Kann man keinen Spaß machen. Okay, ich hab noch eine Theorie. Welcher Imposter geht eine Leiche killen und öffnet dann die Tür in Kamera-Range? Ist das nicht super gefährlich? Hat Chantau die versucht, die Tür zu öffnen und dann ist der Bait getriggert? Niemand sagt ja, dass ihr oben wart. Also das, wenn, weißt du? Das muss ja der Imposter dann sein. Okay. Hä? Okay, schrei mich nicht an, Mann. Oh. Ja, ich wurde jetzt auch mit Pazzi. Oh. What? Tschüss, Pazzi. Okay, klar. Ja, da waren wir alle ein bisschen lost jetzt, Pazzi. Absolut. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber da haben wir gerade nicht so viel zu starten. Aber nur einer hat geskippt. Also, ihr habt alle gewotet. Okay, 10 von 10. So, Simon muss jetzt versuchen, die Runde zu gewinnen als Morphling alleine. Aber es sind noch Lover drin. Wenn er einen Lover killt, sind 2 direkt raus. Wäre natürlich wild, ne? Das wäre wild. Oder wird es ein Task win? Wäre möglich, ne? Ist schon relativ weit. Wir haben einige Geister drin. Taskrin wäre eine Option. Hä? Warum will er nicht töten? Worauf wartet er denn? Timit? Hä? Warum will er denn niemanden töten? Oh, da kommen die Lover. Ah, er. Wie geil! Er hat sich gemorpht und aus Versehen ist in die Lover reingelaufen. What the fuck? Oh mein Gott, er ist aber auch. Das ist ja eine ganz wilde Nummer. Jetzt kommt Chantau und reportet. Zwei Leute tot. Die, okay. Timurus und Franzi liegen aufeinander. Muss ein Lover sein. Wo? Das hat nur einmal Eingang Electrical. Ich habe die Tür aufgemacht und konnte direkt reporten. Eingang. Wer war gerade im Specimen gerade? Wer kam unten aus die Warum gab es kein Bait Report? Simon. Es waren gerade 3 Leute in Office. Chantau, ich und Timid, wo die Kills passiert sind. Und es waren 3 Punkte in Electrical und einer ist in die Camps reingegangen. Ja, stimmt. Da hat Jeff recht. Simon. Also ich bin sehr. Und ich habe gesehen, dass es einmal geblinkt hat. Also,
Hättest du jetzt gesagt, dass du auch aus dem Specimen rausgekommen bist? Ich habe die Person nicht gesehen. Nein, ich bin nicht aus dem Specimen. Ich war die ganze Zeit im... Hättest du das jetzt gesagt, dann wärst du safe. Nein, bin ich aber nicht. Ich war im linken Bereich. Ich Warum war soll der Weapon, wenn das gemacht hat? Dann bin ich O2. Dann hätte ich Timmit auch noch Sass gemacht. Weil Bait über Lover Connection getötet wurde. Ah, okay, ich verstehe. Also Jeff, ich weiß nicht, ob du es bist. Also ich hatte die ganze Zeit Chantau mehr im Verdacht und ich finde es gerade was... Also ich finde es ein bisschen sass von dir, Jeff. Und Jeff, du hast Timmit safe unten gesehen an dem Ding, an dem Decon Specimen? Also ich habe dich 100% gesehen. Die Tür ging ja auf, Jeff. Und deswegen habe ich ja gefragt, wer da rausgekommen ist. Und da du ja so leicht gelaufen bist, Chantau, ist Timmit halt wahrscheinlich unten gerade aus... Aber ich bin doch extra nicht reingelaufen, Jeff. Hast du nicht gesehen? Nee, ich habe da gerade woanders hingeguckt. Achso, okay, nice. Also, aber ich kann bestätigen, dass Timmit in Specimen reingelaufen ist, weil ich war in Lab, habe ich ihn gekreuzt. Ja, das stimmt. Die Kills sind ungefähr 20 Sekunden her. 20 Sekunden, das, also ein Punkt war ja oben, da waren ja drei Punkte in Kamera. Also der eine muss ja dann also, reported haben. Hätte reporten also müssen. 20 Sekunden. Ach, Chantau, hast du gerade verplappert? Ja, ich habe mich übel verplappert. Also ich vote dich jetzt, ich bin noch mehr. Also du kommst da nicht mehr raus. Geronimus, stimmt. Ist okay. Dann, keine Ahnung, GG an denen, der es ist. Ich bin's nicht. Oder bin ich vielleicht doch Jester? Danke, Leute. Mann, weißt du, was das Problem war? Ich bin Jester. Genau. Nein, weißt du, das Problem war, ich wollte einen Morphkill machen und hab die Lava erwischt, weil die Lava zusammen rumgelaufen sind. Und ich wollte nur einen killen, dass der andere den gemorphten sieht und dann wollte ich weglaufen, aber dann waren beide tot. Erklärt mir jetzt noch mal einer, warum ich Sass bin, wenn ich in der ersten Runde einen Kill mache, den Chantau mir als Warlock-Kill abkauft. Also wie habe ich den denn gemacht? Also, es war sehr verwirrend. Keine Ahnung. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich habe selbst gesagt, dass du eventuell auch Panic reporten hättest können, Patsy, weil ich von links halt kam. Ja, ich war nicht in deiner Vision. Du hast mich gesehen, aber ich dich nicht. Ich weiß, das hast du ja aber nie gesagt. Du wärst der Einzige, der das hätte wissen können und dann wurde ich einfach von allen gewotet. Aber wirklich von allen. Bis auf du und mich haben mich alle gewotet. Das war ja so, dass du bis zum Ende. Ja, ich war ja nicht Sass. Das war genau das Ding. Aus eurer Sicht hat Chantau bestätigt, dass es ein Warlock-Kill war. Aber wenn so. Ja, aber Warlock-Kill ist was nur uns passieren gekreuzt, kann. So, Timmy und mir so. Wenn jemand bestätigt, dass es ein Warlock-Kill ist, dann ist ja bestätigt, dass der Warlock ja seinen Mate gecursed hat wahrscheinlich. Spaß. Deswegen. Gut, okay, Detective, jetzt aber. Ja, guck mal, ich werde jetzt sogar nicht runterlaufen. Ich werde jetzt hochlaufen und direkt meinen Task machen. So, okay. So, dann gehen wir hier runter, machen die Task und sterben, weil das Licht jetzt ausgeht. Bumm. So, dann gehen wir runter, machen... Das nailen wir jetzt. So, wir gehen jetzt hier dran, machen die Task. Timmit ist hier. Timmit, bitte töte mich nicht. Bitte nicht. So, dann gehen wir hier hin. Warum ist die Tür zu? Ich habe hier keinen Task. Oh mein Gott. Wer drückt denn den Alarm? Warum wird denn der Alarm gedrückt? Hä? So, Lumenti hat ausgemacht. So, wir haben das hier. Das geht super schnell. Dann haben wir das Fernrohr. Das Ding ist... Wo ist das? Hilfe! Panik! Da. War easy. So, dann sterben wir auf dem Scanner. Oh nein, der Killer kommt gerade. Der Killer kommt gerade raus. Geh weg, Killer. Mach dich weg. Ich will nicht. Okay, ich lebe noch. Simon ist die ganze Zeit in der Schleuse drin, oder was? Wir haben nur noch Tasks auf der Seite. Das wird ein Easy-Rip. Das gewinnen wir ja 100%. Das kann man gar nicht mehr verlieren. Ich laufe nicht schon da hinterher. Nee, Jeff. Nee. Wie läufst du denn rum, Mann? So, Jiburi. Ich muss meinen Task machen. Lass mich in Ruhe. So. Dann gehen wir hier rein. Chantau kommt aus Weapons. Nee, Chantau. So, Lumenti geht da mit rein. Licht geht aus. Ich laufe gerade Chantau hinterher. So, dann machen wir das hier. Bam. Ich mache alle Tasks in der ersten Runde. Und dann lösen wir den Fall. Komm. Komm. Oh ja. Ich fühle es. Ah! Scheiße, Mann.
Matteo. Oh, 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 oh. Matteo kann heute. Matteo liegt am Bäumchen. Das finde ich nicht papatastisch. F in den Chat. Sehr akkurater Kill. Ich wüsste ganz gerne, wo Jeff hergekommen ist. Aus dem Vent. Ich war auch in Utu. Ich war auch im Vent. Momente. Sag doch, dass du im Vent warst. Das haben mich schon zwei Leute jetzt gesehen. Das ist aber auch schon länger her. Ich weiß ja nicht, wie alt der Kill jetzt ist. So, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, Jeff ist die einzige Person. Und ich bin der Einzige, der gekillt wurde. Wo ist denn reported? Sechs Sekunden ist er alt. Der Kill ist aber sehr frisch. Am Baum. Ja, so frisch ist er nicht. Sechs Sekunden. Nur mal eine theoretische Frage. Wenn der Vent. Nein, wirklich. Rot leuchtet, heißt das aber nicht, dass da ein Imposter drin ist, nee, oder? Ich erklär's dir. Nein. Wenn der Vent rot leuchtet, heißt das, ein Imposter in irgendeinem Vent auf der Map ist. Nein. Im gleichen Vent-Netzwerk? Nein, warte, callt einfach gar nichts mehr. Sag gar nichts mehr. Nein, das ist kein Imposter. Moment, ich sag einfach nichts mehr. Okay. Hä? Ist es nicht so, wenn der rot leuchtet, ein Imposter ist? Simon, ist egal, lass er was sein. Schmonsi. Der Vent rot leuchtet nur rot, wenn man Engineer ist. Danke, Jeff. Okay. Danke. Ach so. Jeff, du bist gevotet, ja, an der Stelle. Nein, aber, aber das war's jetzt für dich. Jeff, warte mal, Leute. Hey, bist du Jester? Ja, ich bin Jester. Ruhe jetzt. Lumenti ist Engineer, oder was? Anscheinend. Nee. Also, bei Bait leuchtet er nicht. Du gerade drüben in O2 reported. Ja. Oder nicht? Ja, ich habe gerade in O2 reported. Wo seid ihr gerade? Franz, wo bist denn du? Abadikon, ich habe vorher Djiburi am Lavasee gesehen. Ja. Lavasee. Ich vote dich jetzt, Jeff, weil du hast gerade dem anderen Imposter das Leben leicht gemacht. Parzival und Chantau nicht. Ich würde auch gerne noch eine Info rausbringen. Timid, wo warst du? Ich war gerade Storage. Ich bin Admin. Bin aber gerade raus. Also ich bin Lifeline gerade. Ich habe den Kill gesehen, deswegen ist er für mich nicht 6 Sekunden alt. Weil wenn er 6 Sekunden alt ist, dann bin ich da hundertprozentig in der Nähe gewesen, Chantau. Ich. Ist 6 Sekunden Achtung, Leute. Ich stand vor Office links mit Djiburi. Ich habe die Tür nicht aufgemacht, sie auch nicht, sie ist dann weggelaufen. Dann bin ich straight hoch zum Lab gegangen und auf einmal kam Djiburi aus dem Lab. Also sie muss auch gewendet sein. Also wenn jetzt wirklich Lumenti Engineer ist, ist Djiburi Imposter. Oder einer von beiden ist Imposter. Hä? Was? Du kannst da niemals so schnell hingehen. Oh, Tim ist tot. Ich bin kein Engineer! Ja, Lumenti, ja, Alter, das ist voll gut. Lumenti, du bist schlau. Lumenti, du bist schlau, sehr gut. Ich bin schlau. Das hat alles funktioniert, oder? Aber... Timid ist dumm. Ich will Gäste heraus. Ich bin Bait. Unten Admin war gerade jemand drinne. Das muss der Imposter sein. Oder ein Engineer. Ich bin Schichter. War Parzival nicht. Geil. Ich bin ein cooler Typ. Ich bin einfach ein cooler Typ, okay? Timid ist tot. Er wurde bestraft. Lumenti ist echt auf Zack. Richtig auf Zack. Du löst den Fall einfach zu schnell. Deshalb stirbst du so früh. Ja, ich weiß. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die den stärksten Player nerven, indem sie ihn immer töten. Aber na gut, kann man halt nichts machen, ne? Ich hasse euch so sehr, egal was war, ich hasse euch. Nein, das tut mir. Franzi, dein Gehirn ist riesig. Ja, also, danke schön. Franz, so gut geplayt. So gut geplayt. Das kann mir absolut keiner erzählen, dass Jeff damit jetzt durchkommt. Nee, Jeff kommt doch nicht mehr durch. Wir voten Jeff jetzt. Nein, natürlich. Weil. Was weil ist Jeff, das für ein. Jeff, du kannst doch nicht. Jeff, vor allem jetzt, wenn. Hallo, wenn das richtig gewesen wäre, warum ist. Angeblich Timid rausgeflogen. Das macht doch gar keinen Sinn. Richtig. Mandy hat ja gelogen. Jeff, du hast versucht, nochmal mitzuteilen. Ich calle immer rein, wenn ich auch Security Guard sehe. Ich calle die immer raus, um die rausgevotet zu werden. Parzival macht jetzt zufällig den Button, um ein Free Vote auf mich rauszubekommen. Ja, ist auch okay, gönn mir den Parzival. Der hat doch seinen Mate schon verloren. Evil Gäste ist jetzt. Nee, jetzt. Gib mal Ruhe. Evil Gäste ist jetzt offensichtlich raus, oder mit Timid? Da sind wir uns einig. Irgendjemand hat Sheriff von mir. Außer es ist ist jemand von euch Engineer gerade? Nein. Nee, ich bin Security Guard. Ich habe oben links zugemacht. Ich bin Bait. Und ich stand mit Unge in Admin. Parzi kam rein, Chantau kam rein. Und der Vent hat unten gelb geleuchtet. Sprich, da war ein Imposter drin. Ich weiß, dass Lumenti links in O2 reported hat. Sprich, sie kann es nicht gewesen sein. Das war wahrscheinlich Timid, denke ich mal. Morus, Djiburi, Franz und Jeff. Okay. Chantau hat mich ja im Office gesehen. Meine Rolle ist geklaut. Ich bin freaking Crewmate. Djiburi war dort und ich habe keine Ahnung, wo der Rest war. Habt ihr mir denn zugehört am Ende des Videos? Ja, haben wir. Ich denke, es ist Djiburi. Ja. Nein, ich bin Meier, ich bin Meier. Vlesk, Timid, ja, ich auch irgendwie. Meine Rolle kann ich euch nicht sagen. Stimmt, Timid kann es gewesen sein, Meine Rolle kann ich nicht sagen. Aber Timid hat auch nicht verstanden, was er da gesagt hat. Aber der Button ist jetzt komplett int. Nee, der ist nicht int, weil wenn wir Jeff rausschmeißen, Simon ist immer...
Warte, Simon, du wolltest immer crazy. Erzählen, nachdem fünf Leute das stimmt also, allerdings. Zu sagen, bitte callen den Punkt gebe ich dir. Wenn du Angie sagst, dann der Evil Guesser. Ich hätte bei jenen rausgecallt, Party auch als normaler Ding. Also Jeff, immer raus. Ich hab gerade gesagt, Chiburi wollt man nicht. Damit wir gucken können, ob sie wirklich mehr ist. Und Chiburi votet einfach instant. Aber, wenn man keinen Massenfall hat, oder kein anderer claimt die Rolle. Wenn jetzt jeder von uns votet, dann sieht man doch trotzdem, dass mehr drin ist. Und das bisschen neue Rolle. Sonst soll das irgendjemand anders sagen. Wir könnten ja rausbekommen, ob du mehr bist. Darum ging's. Nicht, ob einer drin ist. Schön, um noch ja, aber der Mayor könnte ja jetzt sagen, was dass er Mayor ist, heute? Weil der ja. Ja, Evil Guesser ist ja du stimmst auch die ganze Zeit zum Anfang, das finde ich auch blöd. Nochmal, irgendjemand hat meine Sheriff-Rolle genommen und das finde ich einfach nicht gut. Ja, I don't know. Ich bin Hacker. Okay, ihr habt aber einen Justin. You win some, you lose some. Ey, Tim Morris, wenn du das bist, raid ich dich. Dann hast du verdient. Raiden? Ey, let's raid! Nee, du hast doch die Rage! GG. What? Ich rate dich jetzt mit Hassbot. Pass auf, nee, Franz, warum sagst du denn zum Anfang, ich schieß dich ab, Unge? Ey. Aber ich call immer die Rollen. Das ist mir scheißegal, ja, ob ich cool bin. Ich möchte Jeff, die raus haben einfach. Da fliegst du, nee, da, ja genau, da fliegst du aber trotzdem für, wenn wir 5-5 sagen, bitte sag nichts mehr dazu. Ey. Ach stimmt, dann ist Lumi Engineer. So schnell hat man noch nie die Imposter raus. So schnell hat man noch nie die Imposter raus. Seit heute, also in dem heutigen Tag auf jeden Fall. Ja, heute. Gut, ja, das stimmt. Geht raus an die besten Imposter. Ich dachte auch nicht, dass ihr mit reinvotet. Naja, übrigens glaube ich... Ja, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich da verkackt habe und solche Sachen gefragt habe, deswegen. Aber das war wirklich ein smart IQ-Play. Ja. Lumenti, sehr gut. Dankeschön. Kann Security Guard eigentlich auch die Vents, also sieht er die Vents auch rot, wenn er sie quasi usen kann? Wenn er direkt davor steht? Das ich weiß ich eben nicht. Nee, hey, Security Guard. Sieht er nicht. Beim Imposter. Sieht einfach nur so gelb, glaube ich, wenn du hinläufst, oder? Nee, das ist ein Bait. Gelb ist Bait. Viel Spaß. So, jetzt. Dafür werde ich jetzt shielden. Ja, auch Matteo. Ja, super. Viel Spaß. Ja, ich dachte, du bist so töten. Super Speedrun. So, hier. Ich schieße ihn ab und dann dachte ich, du bist Sheriff. Ah, so, let's go. Boom. Boom. Peng. So, zwei sind drin. So, dann ins Labor. Labor. And the Oscar goes to. Come on. Let's go. Peng. Boom. Hier habe ich nichts mehr. Specimen gehe ich jetzt nicht. Specimen gehen wir am Ende. So, jetzt gehen wir Communications. Und dann... Oh, Kamera hat mich gesehen. Sehr gut. Kamera, schütze mich. Schütze mein Leben. Peng. So, dann gehen wir hier raus. Und machen das. Yeah. So, dann gehen wir jetzt in O2. Oh, die chillen zusammen. Tim Horus... Und Party sind Lover. Ich löse nebenbei sogar noch den Fall. Gerade? So. Also Party und dem Horus Lover. Wenn einer von beiden Imposter ist, wäre schlecht, ne? So, dann gehen wir hier ran. Let's go, komm. So, dann, was haben wir hier noch? Die Gasflaschen. Ja, weil du an mich denkst. Kennt ihr diesen Spruch immer, Schluck auf hat, dass jemand an dich denkt und jemand anderen küsst? Das glaube ich nicht. Ich glaube da nicht dran. Ist hier oben eine Task? Ich weiß es nicht. Habe ich hier eine Task? No. Oh, Timid. Vielleicht liegt in Office. Oder? Vor Office. Ja. Ja, Tim Morris ist gerade umgebracht. Tim Morris oder war es Franz? Der ist nämlich auch Office rein, wieder raus. Why? Timoros hat getötet, ist in Lab-Dokumentet, ist ein Specimen reingelaufen. Holt mich ab. Timoros ist jemand. Ist eine Lüge. Oh, nein, Timoros, ich möchte dich nicht voten, aber ich glaube, wir müssen vertrauen, Timoros. Echt anfangen, ohne Namen zu spielen, so, damit man diesen Lab-Vent da oben nicht durch die Wand sieht, weil das ist so OP. Geht das? Ja. Hast du noch jemanden außer Timoros? Also hast du noch jemanden, also du hast gesagt, Timoros ist getötet. Ich wollte jetzt. Timoros ist 17 Sekunden tot. Okay, was ich sagen wollte, Vles, du hast gesagt, Timmy Horus hat getötet, aber weißt du es, weil du ihn Wenden gesehen hast, oder hast du jemand anderes Wenden gesehen? Was? Timmy Horus aus dem Vent hüpfen sehen, der ist ein Specimen reingelaufen und danach wird neben einem Lab-Vent reported. Okay, cool, ich skippe auf jeden Fall, weil Timmy Horus für mich unschuldig. War das vielleicht ein Morph? Ja, ja, das ist echt ein Shitgame. Ein Ich habe hier leider kein Shitgame, weil ich bin nicht Medic geworden. Denn, aber, Franz lügt übrigens mit seiner... Das stimmt nicht. 17 Sekunden. Offensichtlich lügt er mit den 17 Sekunden. Nein, ich habe Timmy gerade noch gesehen, als ich in den Lab reingelaufen bin. Der stand nämlich oben am rechten Reaktor. Aus irgendeinem Grund, der ist nicht 17 Sekunden alt.
Tim Hoos, ich hab geskippt. Bist du stolz auf mich? Ich hab geskippt. Dann bist du 25, Simon, Franz. Wenn du jetzt vor mir stehen würdest, würde ich dir einen Kuss auf die Stirn geben. Ich vote normalerweise immer, aber jetzt habe ich geskippt. Jo, Tim, wo bist du? Ach so, ich bin actually gerade in Storage, deswegen denke ich, dass... Aber letzte Runde? Letzte Runde habe ich gewotet, Jeff. Da habe ich nicht gewotet. Also ich gehe eher davon aus, dass es Morphling ist, aber ich weiß auch nicht, wen ich gewotet habe. Ja, wir haben es geschafft, Tim Hoos, du lebst noch. Komm, wir müssen noch ein paar schnelle Kills machen. Simon, sie! Die Imposter haben geskippt, Simon. Wieso machst du ja, das? Franz oder Unge? Irgendwas ist doch nicht faul bei den beiden. Nein, nein, Tim Hoos soll doch ein bisschen... Jetzt musst du massive Kills machen, Tim Hoos. Okay, wir müssen hier raus. Ich mach die Task da oben. Let's go. Hier haben wir. So, jetzt gehen wir runter, machen das Rad. Nee, Tim Hoos, nicht mich töten. Ich habe eine Aufgabe. Ich hab einen Job. Ich habe einen Job. Jetzt kommt er zurück und tötet mich, oder? Nicht. Mach nicht. Mach nicht, Tim Hoos. Mach nicht. Aber ich habe dich auch nicht gewotet. Egal, Mann. So, Lumenti kommt hoch. Communications haben wir am Ende. Scheiße, ich habe noch eine Aufgabe da oben im Labor. No. Harzi läuft hier rein, macht die Tür zu, tötet mich. Doch nicht. So, wir gehen raus. Nur noch Communications und Specimens. Specimen heben wir uns für den Schluss auf. Weil da drin sind wir sicher. Wenn wir jetzt Communications schaffen, dann haben wir es geschafft. Dann ist es komplett GG. Warten, 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 warten. Boop, boop. Letzte Task. Letzte Task, come on. Chantal. Oh. Okay, das reicht mir jetzt. Es sind 3 Kills passiert. Ja, ich habe eine Leiche gerade gefunden. Übelst lange her. What? Ich habe Jeff Lumenti gefunden. War 3 Leute? Ja, Lumenti war Engineer. Ich habe Flesk nicht mehr gesehen auf der linken Seite. Ja. Lifeline war der. Ja. Tim Hoos. Ja, den habe ich auch Lifeline gerade gesehen. Also, wo liegen denn die Kills? Ist, schön, dass Tim auf deinen Call kommt. Ich hab nur Jibuli gefunden, die liegt draußen vor Electrical. Ich habe gerade Jeff gefunden, der liegt über Storage. Ich habe gerade Jeff gefunden, liegt über Storage. Ich glaube, die beiden waren Lover. Okay. Nein, es waren 3 Einzelkids. Achso, okay. Dann lebt auch ein Chakral. Und Imposter, das wird gefährlich jetzt. Nee, der erste Kill, je nachdem wie lang der Cooldown war, der war gut und gern 30 Sekunden. Ah, okay. Und dann kam der zweite und der dritte kam so 6 Sekunden hinterher oder sowas. Schwierig jetzt. Also das sieht nach ich weiß, dass es nach massiven Kills aussieht. ich hab eine Frage. Das würde ich niemals packen. Ich habe eine Frage an Pazzi und Matteo. Ihr seid ins Lab reingelaufen. Mhm. Wo seid ihr hergekommen? Weil ihr könnt ja eventuell aus Electrical gekommen sein. Ich kam aus Richtung Lifeline, ne? Ich weiß nicht, ob Matteo es gesehen hat. Was ich interessant finde, dass ich Tim Hoos outcalle. Ich calle Tim Hoos out, weil er in den Vent reinhüpft. Eine Runde später macht Party exakt dasselbe und hüpft auch in den Lab-Vent. Einer von beiden ist auf jeden Fall Imposter, weil Franzi ist... Jetzt gerade vor 2 Sekunden bist du aus dem Lab-Vent oder in Lab-Vent rein, ich weiß nicht. Aber Les, dann sag mir, wen willst du zuerst voten? Warum ist jetzt jeder gewendet? Oder willst du erst Tim Hoos voten? Tim Hoos hat wahrscheinlich Lumenti getötet, unten irgendwo bei Comms. Ich würde gerne beide voten. Ja, aber wir müssen uns auf einer Seite entscheiden, weil sonst gleich erst aus. Tim raushauen. Nein, Tim mit Storage gelogen hat. Der ist nicht ein. Ich würde eher Pazzi rausvoten, wenn du dir sicher bist, dass Passwort auch gewendet ist, weil ich habe Tim Hoos gleich, vote ihn nicht. Deswegen würde ich erst Passwort voten, wenn du damit einverstanden bist. Wenn ihr denkt, dass wir beide Imposter sind, dann könnt ihr auch erst Pazzi raushauen. Okay. Ja, klingt fair. Also ich habe auf jeden Fall... Ich wurde einfach schon 10 Runden heute als erstes rausgevotet. Das ist mir egal, Tim. Dafür fliegst du für dich aus. Das ist Flash, wem votest du? Ich werde Passer voten, weil ich kann Tim Hoos nicht voten. Ich habe auf jeden Fall ein P durch die Wand gesehen. Niemand von euch. Nochmal mit Tim Hoos. War das ein großes P? Oh, Tim Hoos hat gegessen. Ist das GG oder was jetzt? Parsival hat sein Mate rausgegessen. Ehrenlos, Parsival. Ehrenlos. Wer was? Warum haben die sich denn jetzt gegen... Oh mein Gott. Ja. Aber Tim Hoos, hast du gesehen? Mann, scheiße! Lol. Schade. Jetzt sag ich euch, warum ich die ganze Zeit nicht Tim Hoos voten wollte. Ich war 9 von 10 und du meinst, den Imposter killt. Ich hab mir das schon gesagt, so Unge Sheriff, der will einfach selber auf Tim Hoos schießen. Warte, dann gehst du ihn raus, anstatt mir den Skills zu gönnen, der ehrenlos. Ich hab eine Mission. Oh mein Gott. Ich wollte Pazzi rausgessen, aber ich wusste nicht, dass er cleaner ist. Das kannst du nicht ausdenken. Du wolltest Pazzi rausgessen. Ja, für seine fiesen Worte, die er da die ganze Zeit in seinen Mund genommen hat. Du hast doch, weil du massiv reingeschnitzelt hast. Das war ja der geilste Wortlaut ever, Unge. Ja, ich habe heute im Auto massive Töne gehört. Wir sind die coolsten. Oh mein Gott. Du bist auch Boomer.
wenn wir durch die sind. Der Kill und beim ersten Meeting hüpft Moritz aus dem Vent und Kill im zweiten Meeting. Das ist so blöd mit dem Vent da oben, ne? Das passiert immer wieder, ey. Ich kann Namen ausstellen, aber dann müsst ihr euch Skins geben, die man erkennen, so eure eigenen und Farben, die halt nicht orange, dunkelorange und hellorange sind. So. Orange mache ich das nicht mit. Da mache ich nicht mit. Haben wir überhaupt Jester an? Kann man den Bug nicht finden? Ja, Jester ist an. Auch Neutral Rolls und so? Ja, auch Neutral Rolls. Nie gesehen. Stimmt, also machen wir es jetzt mit Namen aus, weil ich finde es auch besser. Ja, aber ihr müsst euch dann vernünftige Farben geben. Ja. Na gut, warte doch. Unge, der Bauer. Warte, machen wir. Deine Skin zum Beispiel finde ich eher schwierig. Muss es dann. Ich will nicht Imposter-Skin anziehen. Ja, ja. Muss es der Lobby wieder machen oder jeder einzeln? Nein, Lobby. Ja, wobei Jibuli geht, solange halt sonst mit den Geistern. Ich einfach auf die Bar so und laberst mich voll, dass mein Skin schwierig ist, obwohl ich der einzige Bauer hier, der wirklich ein Bauernhof ist. Pink. Bauer. Wer von euch hat einen Bauernhof? Okay, also. Ja, aber Simon erkennt man so wirklich, weil der hat ein Foto, der sieht da genauso aus. Mit dem ganz unterschwelligen Flex, aber nur ist ganz. Ist das ein Foto von der Gamescom? Natürlich, da habe ich in meinen Bauern. Nee, das war meins. Wow. Warum ist das schwierig? Sag es mir bitte. Warum ist das schwierig? Mich erkennt man so, oder? Ja. Die Farbe ist halt immer, aber ich meine, man hat ja einen unsichtbar. Geist. Also. Ich fürchte nur, dass mein. Ich muss doch wieder den kleinen Hut nehmen, der ist zu groß. Nein, okay. Ich mag diesen Hut am liebsten. Spaß. Fazi, der Mann mit dem okay, großen Hut. Jetzt müssen wir aber. Also jetzt müssen wir reinklotzen. Nicht, glaub ich. Das ist immer nur ein Name. Jetzt müssen wir reinklotzen mit dem Detective. Okay, wir müssen jetzt reinklotzen so, mit dem. Ich schieße jetzt auf dich. Okay. Mit den Task. Hier sind keine Task. Okay, dann gehen wir erstmal direkt Labor. In direkt Labor. Shit, das ist hier schon, ne? Oh ne. Geh raus hier. Warte mal. Ist voll komisch, wenn man den Namen nicht sieht. Oh nein, Lumenti ist Killer. Hat mich aber nicht getötet an der ersten Stelle, weil sie dachte, ah nee, Matteo stirbt die ganze Zeit. Und jetzt tötet sie mich hier? Nein. Geht auch richtige Range. Sie ist richtig reingelaufen. So, Communications ist aus. Ich Communications fixen. Machen erstmal die Task hier. Boah. Ah, es war so knapp. Wir haben einen Morphling drin. Hä, wer ist denn Braum? Ja. Wer Braum? Jemand hat Franz getötet. Ja, Franz. Oh mein Gott, aber Franz hat sich selber getötet. Ich hab's durch Fenster gesehen. Genau. Franz hat sich selber getötet. Genau. Ja. Ja, warum? Hast du Simon noch gesehen? Sonst ist er doch. Ja. Nee, der war's nicht. Ich war ich war an der anderen Seite vom Fenster und ich hab Franz in Vent hüpfen sehen. Genau. Was? Dann kann ich Matteo rausnehmen. Lumenti kann ich rausnehmen. Also hat er sich jetzt selber getötet? Oder? Also, Franz. Er wurde von sich selbst getötet. Ja, einer. Wo ist der Killer dann hingelaufen? Franz liegt tot am Elektrik. Fragen, wo alle sind, wenn ihr Morphling gesehen habt. Ich bin oben am Fenster gewesen. Genau. Von links. Wo ist denn der Killer hingelaufen? Ich hab gerade am Ende Chiburi noch gesehen. Wir den Kill raus. Chiburi, ich war in Lifeline zusammen mit Tim, Jeff und Matteo. Wo ist der Killer hingelaufen? Nach links oben in den Wänden. Also ich über der Kamera. In der Rakete, da mich Chantal und Simon noch vorher hinlaufen sehen. Dann muss ich leider Parzi voten. Achso, ja. Stimmt. Was mit Lumenti? Nee, Lumenti ist safe. Ich war gerade in Nep und hab Matteo auf dem Scanner gesehen. Tim Horus bleibt nur noch übrig. Lumenti, bist du jetzt Specimen oder was? Ja, ich bin Specimen runter. Ja, okay. Horus, wo bist du? Ich hab gerade die Wasserräder unten in O2. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen anlagiert. Dazu muss ich auch sagen, dass du hast echt Vertrauensprobleme, damit du brauchst Therapie. Also Franz, Chantau, Simon und ich haben auf den gegenüberliegenden Seiten der Scheibe da oben getanzt und dann kam Tim Horus halt relativ am Anfang noch an uns. Aber Tim Horus wollte ich nicht. Ist mir egal, was er macht. Achso, ja gut, stimmt. Gut. Danke. Wir haben wirklich nur Parzi und Tim Horus kein Alibi. Danke, Bauer Unge. Genau. Dann sind wir mit Parzi. Oder du lügst halt, ne? Sind wir mit Parzi. Aber richtig? Unge kann mich ja proven. Also, der hat auch den Morphling gesehen. Okay. Tim, aber diesmal wenigstens guess dich selbst wenigstens nicht am Ende raus, wenn du so eine Chance hast. Jo! Oh, wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn Chantau und Unge Imposter sind? Und jetzt sagen, Franz hat sich selber gekillt. Das wäre so geil. Aber ich glaube, das wäre so geil. Das war wirklich. Warum wohnt ihr immer im Horus? Ich hab das geskippt. Ihr seid so geil, Alter. Ich hab's auch wieder so getanzt. Ich glaube, Parzi eher an der Stelle. Ich würde gerne mal sehen, welche Leute da voten. Ja, ich habe nicht gewotet, aber es ist wirklich die Wahrheit gewesen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Vlest mich gesehen hat. Habe ich hier eine Task? Dass Vlest mich gesehen hat. Obwohl ich an der Task da dran stand. Aber. Na, shit. Wo kommt ein Timid her? What the fuck? Vom Vent? So, komm.
Wir sind 2 von 10 erst. Oh mein Gott, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. So. Come on. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich muss auch pinkeln. Ich bin aufgeregt. Ich pinkel mir in die Hose. Immer noch 2 von 10. Okay. Sind 58 Sekunden rum. Wir machen den Download und dann sind die bestimmt rum. Komm, komm. Lad runter. Ja, sehr gut. Komm. Bam. Was? Reboot, reboot, required. Hä? Hä? Was war denn das jetzt? Egal. Weitermachen. 4 von 10. Jeff kommt mit, ich kann den Fall nicht lösen. Ich muss hier. Ich muss arbeiten. Ein Hausmeister. Ein Facility Manager. So, das sind 2 Tasks. Dann. Okay, wir können mal ganz schnell das hier. Ja, let's go. Netz draußen und ganz kurz mal checken, ist jemand tot? 2 Leute sind grau. 2 Leute sind. Warum sind 2 Leute grau? Weil einer tot ist, einer rausgewortet wurde. Okay, alles klar. Also noch niemand getötet wurden. Warum wird niemand getötet? Ich bin 8 von 10. Die letzten beiden Tasks sind hier unten drin, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir schaffen's. Wir schaffen's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nein! Oh mein Gott. Warum kommt er mir denn entgegen? Wir sind 10 von 10, oder? GG, Chat. Made it. Ja, jetzt können wir den Fall lösen. So. Dann lösen wir jetzt mal den Fall. Hier läuft Blesk. Blesk ist hier reingelaufen. Oh, Parzi versteckt sich. Habt ihr das kurz gesehen? Warum hat Part sich da am Stein versteckt? Timid läuft von unten nach oben. Warum ist Part sich da an dem Stein versteckt? Der kommt jetzt reingelaufen. Was ist denn hier? Ist niemand tot? Ist niemand tot? Jetzt laufen die runter. Hier laufen Orange und Gelb lang. Orange und Gelb. Wie konnte ich Orange und Gelb jetzt verlieren? Mhm. Die beiden laufen die ganze Zeit zusammen rum. Die Buri bleibt in der Cam. Warte mal, was ist endlich passiert, Mann? Junge, Jibu, oh mein Gott. What? Oh. Warte mal. Das ist wahrscheinlich ein Lava-Kill. Nee. Aber wie ist denn nach der Runde jetzt gerade 20 Minuten nichts passiert und jetzt sind 3 Leute tot? Entweder hat Jiburi gerade auf mich geschossen oder war Lava. Ich denke eher Lava. Weil ich kann dir aber eine lustige Information geben. Und zwar ist der Kill genau 2 Sekunden her. Cams. Oh. Achso, okay. Also ich war in Cams und Jiburi stand einfach da im Office-Eingang, hat gewartet. Ja, und dann ist sie umgefallen neben mir, richtig? Das aber hast du nicht gewartet 2 Sekunden, Timmy? Nein, ich hab instant reported. Instant reported? Ja. Dann also, das kann ja nur ein Sheriff gewesen sein. Ich meine, wir haben Tim Horus rausgevotet. Ja, Tim Horus war richtig, 100%. Ja, deswegen. Das heißt, das kann nur ein Sheriff plus ein Lava gewesen sein. Ja, entweder Sheriff Lava oder halt einen Lava. Ganz kurze Info. Anderer Sheriff. Ich bin gerade ein Specimen. Vles kam mir entgegen bei Lower Decon. Und ich habe Jeff an Lower Decon an der Tür noch stehen sehen. Also das heißt, die beiden müssen nicht gecrossed sein. Ich bin jetzt auch gerade ein Specimen. Du stehst ja, ich weiß, ich habe gesehen, dass du zu mir gekommen bist, aber ich weiß halt nicht, ob du Bless gekillt hast vielleicht. Steht in den Camps, ne? Ich bin in den Camps. Der war noch da am Leben. Dann ist Matteo raus für mich. Ich glaube, es war folgendermaßen. Also ein Imposter hat einen Lover gekillt, dann ist woanders jemand umgefallen. Dadurch dachte Jiburi als Sheriff, dass Timid gekillt hat. Und deswegen hat sie dann auf Timid geschossen, oder? Kann das sein? Nee. Nicht bei dir 2, gleich nur eine. Bei mir ist nur eine. Jiburi ist gerade umgefallen neben mir, einfach so.
Ja, dann könnte es auch der Lover gewesen sein, der da einfach gerade gestorben ist. Genau. Und der Sheriff hat gerade irgendwo an einem anderen Ort einfach geschossen. Ich denke auch. Dann würde doch derjenige das callen. Genau, der Sheriff würde sich ja jetzt... Stimmt, das würde... Nein, Matteo, der Sheriff ist ja tot. Matteo ist safe für mich. In welcher Situation? Kann der Sheriff in unseren Einstellungen den Jester töten? Nee, ne? Nein. Mal ganz kurz noch eine Info. Ich glaube, das ist hier noch die einzige Möglichkeit, dass der... Ja. Passi hat sich einmal so komisch hinter den Stein gestellt, hinter den Großen. Mhm. Ich dachte, der campt da zum Killen. Nein, das stimmt. Da hat Jeff sich hat Jeff auch gemacht. Ich hab mich nur daneben gestellt. Also. Ich habe meine Maske so rausgelegt. War das letzte Mal Blast gesehen? Unten bei Deacon, wo er rausgegangen ist und ich rein. Oh no. Okay. Aber danach weiß ich nicht. Also ich bin danach jetzt bei Lumenti am Simon Says. Jeff, du hast gar nicht gewartet. Timid. Okay. Du hast gesagt, also ihr habt den Engineer raus. Also wer Engineer called, Engineer ist jetzt weg. Ich bin auch Engineer. Ich denke, wir haben aber noch einen Poster, oder? Ja, ja. Oder ein Jackal. Scheiße. Ich glaube eher, es ist Simon und die killen jetzt, oder? Oh, wenn alle so Task machen würden wie ich, ne? Hätten wir gewonnen. Ich sag's ja nur, ne? Tötet Parze mich jetzt? Warum bleibt ein Timmy da einfach so stehen? Oh, Lumenti, ich hab richtig Angst vor Lumenti. Schade, dass der Engineer raus war. Verdient. Wieso habt ihr bei sechs Leuten nicht Party noch gewordet? Ja, weil Tim Horus doch schon raus war, der war doch der Imposter. Aber es war ja 50-50. Ja, genau. Aber ich wiederhole mich, was ich im Chat geschrieben habe. Party hat halt, also wir wussten, es muss einer von euch beiden sein. Party schießt instant auf dich. Und deine Verteidigung ist, hier Wasserräder gemacht. Du musst ja als Crew trotzdem dann wissen, okay, ich bin's nicht, es muss Partyball sein und pushen. Ja. Aber von dir kam halt nichts zurück und dann gehe ich halt instinktiv davon aus, dass du einfach Imposter bist. Dein erster Kill war so riskant. Finde ich, muss man auch so ein bisschen. Da muss man auch ein bisschen den Kontext sehen. Ich fliege halt heute den ganzen Tag und dann bin ich auch so ein bisschen irgendwie unmotiviert, dann noch was zu sagen, weil ich weiß, ich fliege eh. Weißt aber du? Ich habe dir deswegen auch. Und wenn ich dann keine Wasserräder bin, habe ich ja auch kein Alibi oder so. Für mich war es halt so komisch, dass du halt gar nichts zu Party gesagt hast. Wisst ihr, was lustig ist? Die beiden Imposter haben geskippt. Nur die Crew haben geskippt. Ich hab nicht gesehen, dass es nur 11 sind. Okay. Wer ist denn jetzt nicht drin, ne? Ich bin nicht drin. Sorry. Ja, ich muss neu starten, oder? Null. Ja, es reicht. Ey, Leute, ihr wisst, es reicht, wenn die Imposter rausgehen, ne? Ja. Wir könnten ja auch Skate spielen. Wir können das Geld auch spielen, wenn ihr wollt. Das wäre unsere Runde gewesen. Die Namen eigentlich aus? Ich habe überhaupt gar nicht drauf geachtet. Die Namen waren aus. Nur wir gegenseitig haben unsere Namen gewählt. Das Geld ist so eine langweilige Stinke-Map. So ich ja, dann Airship. Airship. Nein, war ein Joke. Bitte kein Airship. Kein Airship. Richtig geiler Joke. Ich habe gerade neben mir... Wir wären also die League-Leute gewesen, die so Twisted Treeline gespielt hätten. Ja, aber die ganz alte, ne? Die ganz alte. Die Frau läuft neben mir. Und tötet und dann lag noch ein anderer Crew mit neben mir, der hat mich report, hab ich schnell reingestochen. Hab ich gesehen, ich hab ja noch aus dem Augen, ich hab auch schon gefragt, wie Timmy dich nicht hat killen sehen, aber der hat ja... Ja, das hast du mir auch. Der hat zum Glück eine andere Leiche, die Lava-Leiche gefunden. Ja, Mira. Simon und ich haben beide reingehalten und wir konnten halt übel damit spielen, dass wir dachten, schon eine Imposter ist. Oder Polos? Polos wäre mal geil, oder? Ja, Polos ist schon lange. Ja, Polos würde ich auch spielen wollen. Okay, let's go. Dann machen wir Polos, würde ich sagen. Nein, nicht Polos, hatten wir schon heute. Mach was anderes. Aber Matteo hat uns eingeladen, der hat gesagt Polos. Ach, du bist ein kleiner Geil. Mann, du hörst nur das, was du hören willst, ne? Hört nur das, was du hören willst. Ja. Oh, ich bin ein Imposter. Viel Spaß. Jeff, sind wir eigentlich jetzt schneller als viel Spaß. Er hat die Geschwindigkeit wieder ausgestellt. Das ist so ein Rabauke. So, lass mal hier machen. So. Ich glaube, gleich kannst du was anderes bei dir ein. Mach mal. So, wir sind Medic. Wir müssen jetzt rausfinden, wer für uns am unwahrscheinlichsten der Imposter ist. Und dem geben wir dann ein Schild. So, dann lass mal hier checken. Welche Tasks gibt es denn hier? Die hier. So. So.
Ich war's nicht, ich bin mit Timmit O2. Es reicht mir jetzt. Ich guesse jetzt Blesk als Jester. Okay, mach. Weil er Polos gemacht hat. Achso, okay. Ja, mach. Ja, ist fair. Los geht's. Das sind okay, wenn du rausfliegst, dann sorge ich dafür, dass ich die anderen schnell kill. Das Blesk. Okay, danke. Weil ich bin, lässt auf jeden Fall. Schau unter uns. Ah, sehr gut. Okay. Aber wirklich gestern, oder? Ja, wenn ihr keinen Bock habt mitzuspielen, dann. Seine Entscheidung. Wir sind an Lifeline, also Vlesk und Djibouri, glaube ich. Timmit, was war das? Wir sind an Lifeline. Ich bin an Lifeline, ja. Genau, und ich habe die Task gemacht mit der Karte, da, mit dem umdreht. Scanner. Und ich glaube, es ist der Task raus und unter uns liegt schon Tau tot. Mhm. Der Kill ist. Vlesk war ja auch noch da. Der Kill ist 2 bis 3 Sekunden alt. Ja. Ich bin sicher. Ja, das Gute ist ja. 3 Sekunden könnte hinkommen, glaube ich. Vlesk ist kein Jester. Also, Bait-Kill ist nicht. Er ist aber Imposter. Was bin ich? Imposter. Kein Jester tatsächlich. Hat der Jester gegessen? Dann können wir Vlesk voten. Ach, so ein Quatsch. Nein, warum sollte er. Ein Jester oder was? Ja, es gibt ja nur Jester und Imposter. Wenn ich kein Jester bin, muss ich ja Imposter sein. Also, mega. Ja. Mental, glaubst du, irgendjemand wurde gewarlockt oder hat da einfach jemand reingestochen? Weil Mental hat selber reingestochen. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich kam aus der Task raus, der lag halt schon, aber es war halt. Ja, ich war Lifeline, hab gesehen, schon Tower ist tot und hab auch nur gesehen, wie er schon da lag. Also. Warlock-Kill, also, ihr seid hingelaufen und da war vorher jemand und hat Chantau weggeömmelt. Nein, wir standen da. Weggeömmelt. Dann ist Chantau gestorben, wir gehen aus unseren Tasks, Schrägstrich Lifeline raus. Und Chantau lag drunter. Und Djibouri verwundert mich gerade ein bisschen. Mich auch. Ich kann mir vorstellen, dass Djibouri uns gewarlockt hat, sich einfach daneben stellt und am Warlock killt. Mhm. Weil sie ja nichts dazu gesagt hat, dass Chantau da liegt, obwohl sie das wissen müsste, weil wenn sie in der Lifeline steht und sie sieht, Chantau stirbt. Hä, aber ich war in der Lifeline drin und habe keinen Kill gesehen. Also ich habe halt nur auf die Lifeline an sich geachtet. Okay. Ja, Fliss. Peng, peng. Also ich bin nie aus der Lifeline rausgekommen. Aber Djibouri, ich hab's ja nicht gesagt. Aber Djibouri, du hast doch gesehen, dass ich da dran stehe, nebendran, oder? Nein, ich hatte die ganze Zeit Lifeline offen. Okay. Von Anfang bis Ende, ich bin da nie ausgegangen. Tim Horus Alibi ist übrigens gestorben. Djibouri, ich hab dich im Auge. Oh. Ja. Ich hab dich gewotet. Oh, Franz, you got me. You got me. Ich Scheiße. Pass jetzt auf dich auf, Tim Horus, okay? Töt mich erst in der nächsten Runde. Das ist wirklich ein Imposter. Das ist wirklich ein Imposter. Es ist kein Scherz. Vlesk ist ein Imposter? Weiß ich nicht. Denn das Vlesk und Djibouri. und Vlesk hat einfach. Djibouri einfach irgendwie so ganz komisch. Vlesk neigt dazu, als Imposter seinen Imposter-Mate immer zu blamen und zu sagen, ja, ist ein bisschen, kommt mir Spanisch vor. Und dann ist es einfach immer die Person, die Spanier ist. Also meistens. Einmal war es ein Portugiese, glaube ich. Also das ist jetzt meine Theorie. Muss nicht stimmen. Stimmt aber meistens. Scheiße, ich muss hier unten rein. Oh, da hat einer den Vent zugenagelt. Warum geht denn die Tür hier auf? So, Parzi, das dauert zu lang. Parzi, du bist ein Imposter. Parzi ist ein Imposter. Der tötet mich jetzt hier am Dings, oder? Okay, wer hat reported, Lumenti? Schade, das war der Bait-Kill. Ich bin gerade bei der. Ich hätte eigentlich nicht so früh reporten dürfen, aber ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil da so viele Leute waren. Ich war gerade in der Kabeltask, wo es hochgeht zu Electrical. Mhm. Und Tim war apparently neben mir. Ich gehe aus der Task raus, sehe ihn nur noch umfallen und wie Franz runterläuft. Ja, ich war auch in der Kabeltask und ich habe die ganze Zeit auf Tim Horus aufgepasst und ich muss sagen, also entweder war Tim Horus Sheriff, was ich nicht glaube, weil ich habe wirklich auf ihn aufgepasst, oder Djibouri ist Warlock und hat gerade auf dem Weg, als ich mit Tim Horus aus Weapons nach oben zu Light gelaufen bin, mich gekreuzt und mich da faxt. Und das ist eine freche Unterstellung, ich habe aber noch eine Sache, also, letzte Runde ganz kurz. Lumenti hat reported, ich hab nur Lumenti ist kein Warlock. Genau, und nur Lumenti und Djibouri habe ich diese Runde gekreuzt. Und halt Timorus, aber Timorus ist ja tot. Ich habe eine Frage an Mental, eine ganz kleine. Mental, letzte Runde hast du gesagt, du warst in Lifeline. Djibouri. Und dann bist du aus Lifeline raus. Und wo war die Leiche dann genau? Ich war in der Task, wo man scannt, diese Karte, die neben der ist. Und dann lag die Leiche so kurz unter mir. Also
Also direkt an der Task auch. Jiburi ist Warlock. Nein, schon ein bisschen drunter raus. Was? Ja, Jiburi ist Warlock. Hallo, ich hab Franz einmal gekreuzt, die Runde. Ich hab nur Lumenti bei Leid gekreuzt. Ja, du kannst ja nicht verhext haben. Franz nicht einmal gekreuzt. Jiburi ist aus Electrical zwischen Comms und Office nach unten gelaufen. Dort sind Jiburi und ich hochgelaufen und haben Jiburi gekreuzt. Also Jeff hat keinen Warlock-Kill gemacht. Stimmt, ich hab's vergessen. Das stimmt tatsächlich. Ihr könnt übrigens eure Rollen... wenn ich auf dich schieße. Was? Ja, nee, du stirbst. Sterbe ich, wenn ich auf dich schieße? Ja, du stirbst auf jeden Fall. Nein. Man lässt jetzt so viel gevotet. Ihr könnt eure Rollen, revealen, weil der Nice Guesser ist raus. Ich bin übrigens wirklich sehr und die Leiche liegt genau an dem Card-Swipe-Ding, das stimmt. Mhm. Okay. Mhm. Und der Kill gerade ist wirklich 2 Sekunden her. Der Kill ist genau 2 Sekunden her. Ich wüsste trotzdem kurz gerne, warum Vless so früh gewotet hat. Weil ich Jiburi jede Runde voten werde, nachdem sie letzte Runde in der Lifeline stand. Nicht gemerkt hat, dass schon Tower 3 Sekunden tot war und wieder rausgegangen ist aus der Lifeline und das halt ein Warlock-Kill war. Na gut. Hä? Aber ich hab doch gemerkt, dass er tot ist. Ja, keine Angst, Jiburi. Ich schieße jetzt auch auf Vless. Ich schieße auf Vless. Mach das mal. Aber ich verstehe es nicht. Ich hab halt... Hä, ich bin noch nicht aus Lifelines. Hat sie Mate gekillt? Nein, ja, Chantau. Der Chantau war Lover. Ach, Lover. Oh mein Gott. Genau, ich war Lover. Nein, du hast ihn getötet. Du hast uns gewarlockt und hast dich in die Lifeline gestellt. Du hast mich getötet. Du warst doch genau neben mir. Ich hab dir gesagt, die Lache. Danke. Du willst eine schnelle Runde, Skate. Eine schnelle Runde mit Speed. Geht aber nur ultra schnell. Ja, komm, direkt weg. Also wenn ich tot bin, dann bin ich raus. Nachdem ich einmal auf dem Gedanken bin, komme ich dann nicht mehr weg. Das Geld Gute ist, dass wir das ungeschriebene Gesetz haben, dass man immer seinen Mate-Warlock damit genauso was war das denn für eine Map? Ja, aber das kannst du ja nicht immer machen. April-Map. Die Verkettung. Ich sag, was ich bin. Der Bauer. Ich bin Springer. Im Spiel jetzt, oder? Also ich bin Lanz. Nee, von meinem Benehmen, ja. Oh nee. Ja, so. Oh mein Gott. Versteck dich nicht, dass das so was schlecht passiert. Weil ich Sheriff bin. Ich bin Sheriff. Nee, lass mich in Deutschland nicht das Speedlimit verbieten. Oh mein Gott. Detect. Oh. Genau, ich bin Sheriff. Wie geht denn das jetzt mit diesen super... Boah, wie alle auch direkt losrennen. Das ist weird. Okay, machen wir erstmal Electrical. Mein Gott, ey. Oh Gott, was ist das denn? Da musst du auch erstmal einen erwischen, wenn du rennst. Wer spielt denn so am... Ja, wir machen eine schnelle Runde. Dann voten wir direkt meinen ersten Imposter raus. Und es tut mir leid. Ich habe eben zwei Runden in Folge habe ich Tim Horus nicht gewotet. Aber Tim Horus, ich habe dich gerade on-cam killen sehen. Ja. Ciao, Tim Horus. Oh nein. Bevor ihr das macht, Tim Horus, erzähl. Da lag so eine Leiche. Wo ist der Kill denn? Pass auf, da bin ich nach oben gerannt. Ich habe das ja gesehen on Cam. Und auf einmal rennt da noch ein anderer Tim Horus oben. Und ich renne ihm hinterher. Und der wird in der Cafeteria zu Timid. Also, nee, so schnell, da hab ich schon reported. Nein. Dann probier ich mal. Nein, ich war gerade Cafeteria mit Timid! Ja, Moment, ich guck mal. Ist Timid geworden? Ach, will das irgendwie ausgleichen? Weil. Der ist fucking gemorpht, Alter. Ich bin nur hinterhergerannt. Soll ich hab die Leiche gesehen. Warum soll ich denn da? Ja, Franz, Leute, los. Ganz kurz. Los. Timid, Morphling. 3, 2, 1. Ich bin kein. Okay, dann ist Tim Horus raus. Du bist raus. Ich wollte gerade sagen, Tim Horus ist auch in der Cafeteria aus Versehen gewendet. Naja. Ciao, Tim Horus. Hab ich einmal in die Kamera geguckt, dann sehe ich sowas. Ich bin enttäuscht von dir. Ich hab gedacht, du bist eine gute Nudel. Oh, ich hab versucht. Schade. Timid reicht man nicht aus. Timid hat gerade Wenden gesehen, ne? Den Franz. Hat ihn rausgegessed. Ja, genau. Das endet jetzt richtig mies. Weil er ist gar kein Morphling. Das Plot-Twist, der ist nämlich Evil Guesser. Bless ist mit Tim Horus Lover, oder was? Ich bin Cleaner mit Timid. Cleaner mit Timid. Ja, ich sag doch, er ist Imposter. Ihr wurdet jetzt ein Jester raus, ne? Also, let's go. Sag mal, ich wusste gar nicht, dass Jester wenden könnte, Moos. Ja, voll gut. Ich hab ja gar nicht gewendet. Mal gucken, wir nach alles. Simon, wir haben keinen Button mehr, sonst könnten wir Blesk und Timid voten. Das ist unmöglich. Ist das schon Matteo gemacht? Können wir nicht Linie jetzt alles weg? Lauft einfach schnell rum und dann wir finden die schon. Ja, schnell weg. Ich bin Mayer, ich mach Button. So. Aber wenn die clean sind, wir halt am Arsch. Nee, so schnell können die nicht clean. Dann. Füllen wir mal auf. Aber die Runde ist eh schnell. Ich brauche keinen Taskmann. Wir können den Fall einfach lösen.
Ist einfach. Wir gehen jetzt hier lang. Ich gucke hier in die Camps. Wir sehen... Oh, Camps werden sabotiert. Das heißt, sie wollen uns jetzt töten. Das ist so lächerlich mit diesem Modus. Und dann, wo waren gerade hier diese lila Fußspuren? Ah, guck mal. Blesk ist gewendet. Blesk ist weggewendet. Oder bin ich doof? Warte mal, ich bin doof, oder? Bin doof. Blesk ist gewendet, oder? Blesk. Hier waren noch die rosa Fußspuren von Blesk. Oh shit. Ich renn nach oben weg. Ich drück nicht einen Button. Timid Imposter. Es ist wirklich jemand gecleant worden. Es ist wirklich jemand gecleant worden. Guck doch mal. Blesk ist gecleant worden. Mit Blesk ist weg. Blesk ist gecleant worden. Blesk ist gecleant worden. Hat der Sheriff auf Blesk geschossen? Könnte der Sheriff sich jetzt bitte outen? Das Problem ist, hat der Sheriff es wurde Blesk wirklich gecleant, aber wer ist der Cleaner? Ja, wurde Blesk jetzt von seinem Mate von Timid gecleant? Timid. Ja, ich hab Blesk gecleant. So wie er es gesagt hat, wir sind Cleaner. Nein, warte mal kurz, warte mal. Jiburi, warum wurdest du direkt Timid? Jeff, warum denkst du, es ist Timid? Nein, er kam gerade über die Leiche gelaufen. Achso, dann geht's wirklich im Morphling. Ich bin gerade links, Electrical. Na. Doch, Timid ist gerade auf mir gewesen. Ja, genau, ich bin links reingelaufen. Wir können doch keinen Morphling haben, oder zumindest nicht so in der Form, wenn Tim Horus war auf jeden Fall Imposter. Wir haben noch einen Jakal vielleicht. Ja, das kann Jakal sein. Wer ist der Cleaner? Lass uns erst den Cleaner finden. Shifter vielleicht? Der ist gefährlicher. Nee, ich weiß das, könnte es sein, ich weiß, wann die gestorben sind. Haben wir jetzt noch einen Sheriff, der auf Blesk geschossen hat? Nein, es ist ein Jakal gewesen und ein Cleaner. Jetzt müssen wir uns genau gucken. Also, ich habe Tim Horus rausgewohnt. Also, mir könnt ihr vertrauen. Timid? Jeder von uns. Ja. Timid hat Tim Horus auch mitgewotet, aber wenn Tim Horus Jakal. Doch, genau das meine ich, Simon. Was ist, wenn Tim Horus hier der Jakal war? Und tatsächlich einen Morphling gesehen hat, weil dann würde er ihn auch so verkaufen, dann würde er es zumindest so versuchen. Aber wer hat Blesk dann getötet? Das ist die Frage. Der Sheriff, also, war genau meine Frage. Warum sollte der Sheriff sich nicht outen? Lava kann auch sein. Timid hat aus Versehen jemanden gekillt und das ist der Lava von Blesk. Nee, aber das würde auch erklären, warum wir eine Leiche finden. Stimmt, Pazzi und Shiburi laufen ganze Zeit zu zweit rum. Nein, Jeff. Doch, die laufen zusammen. Nein, Jiburi war die ganze Zeit alleine an der Kamera. Was? Timid hinterhergelaufen fast die ganze Zeit. Jeff, du hast gerade sehr schnell reportet. Der Kill ist passiert, du hast sofort reportet. Nee. Ja, sehr schnell. Ja, ich habe auch. Also die Sache ist, jetzt haben wir schon zwei Leute Timid gewotet. Und wenn ich jetzt nicht noch überzeugt bekomme, unmenschlich überzeugt bekomme, auf Jeff zu voten, dann könnten wir es. Nein, ich bin's nicht. Ja, aber du hast gerade wirklich schnell reportet, sehr schnell. Ja, ich bin mit dem Report-Button geklickt. Okay, ich mach Timid. Ja, komm. Wenn du die überzeugst, dann könnten wir nur teilen und das würden die Imposter ja wollen. Let's go. Jester-Runde gewonnen. Nee, ist kein Jester. Wenn du Jester-Runde gewonnen hast bei 0 Uhr, dann hast du es aber verdient. Er ist Imposter. Er war Imposter. Das war die witzigste Runde, die ich jemals. Das war so lustig. Ich bin so sauer gewesen. Das war so geil. Kann ich wieder erzählen? Du hat Blesk erschossen und ich hab instant gecleased. Dann bin ich Timid die ganze Zeit. Ich hab sogar noch die Fußspuren gesehen. Es hat gereicht, dass ich im Meeting sage, ich bin Imposter. War das am Reaktor? Nee. Ich folge den Fußspuren von Blesk und denk so, hä, warum verschwinden die einfach? Und dann wird er weggecleant oder was? Oh mein Gott. Ich wollte auch Timid noch schießen, aber Jiburi ist dauernd um ihn rumgeflogen und ich konnte ihn nicht in den Fokus nehmen. Und dann einmal hab ich ihn erwischt und dann hat er mich zuerst gekriegt. Und ich hab den Jakal erwischt on cam. Timid dann einfach Imposter ist. Wie Blesk da weggeputzt wurde, ey, das war so geil. Wie Blesk einfach die Wahrheit sagt und sagt, er ist Imposter. Ich so ein Meeting, hey Leute, ich bin Imposter, Sheriff so, okay, say no more, und baller mich einfach nur auf. Geil. I feel you, Blesk. Weil Blesk und Timid meinten, sie sind beide Imposter, und dann standen die neben mir, ich so, Alter, ich muss jetzt schießen, geht nicht. Ja, stimmt. Woher wusstest du, dass der Cleaner ist eigentlich? Ich muss jetzt schon Tschüss sagen, ich muss abgehen. Ciao. Danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao. Liebe Tschüss.